Lieber Typ zu sein. Innerlich ist der sehr, sehr verdorben, der Typ. Sehr verdorben. Glaub es mir. Okay, ja, man sieht sich an mir, ja? Gott segne dich und deine Familie. Tschüss. Ein Hammer, ein Van, ich brauch Kamel. Urin, ja, und das ist so. Ami, wie geht's? Gott segne dich und deine Familie. Mir geht's ja, immer danke gut. Dich auch, danke schön. Selbst wenn ich am Boden bin und zerstört bin, Hauptsache ich habe Jesus. Das reicht mir vollkommen aus. Ich habe eine Frage. Ja. Du weißt ja, warte, Entschuldigung. So. Du weißt ja, dass die einzige Religion, die Herrn Jesus, wie er doch sagt, Herrn Jesus Christus respektiert, nach dem Christentum der Islam ist. Aber im Judentum, bei den Juden, wird er beleidigt und bespuckt. Warum sind die Juden nicht deine Gegner? Ja, wieso? Ich habe schon sehr oft gesagt, dass der babylonische teuflische Talmud den Herrn Jesus Christus beleidigt und die Juden genauso wie ihr Muslime eines Tages vor ihm stehen wird und allesamt in die ewige Verdammnis geht. War das genug? Aber deine Hauptzielgruppe ist der Islam und ich habe noch nie in sechs bin Stunden ich von deinem Ex-Jude oder was bin ich? Bin ich Ex-Jude oder was bin ich? Der war gut, Armin. Kamelurin. Ich brauch ganz viel davon. Kamelurin. Der war gut, Armin. Ja. Der war gut, ne? Gottes Segen, ich wünsche dir was. Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ciao, ciao. Wie das immer so abläuft hier drinnen, das ist so heftig. Ich kann nicht mehr, das ist so heftig. Ah, herrlich. Ach ja. Möge der Jesus Christus euch segnen und behüten und beschützen. Ne? Wisst ihr noch, vor zwei Tagen, als ich live war, da kam ja dieser Abu Muhammad rein. Da war mal wieder ein Muslim, ehrlich, der nach seit langem mal wieder bei mir drinnen war. Ein ehrlicher Muslim, der zu Sure 9, Vers 5 und allgemein die Sure 9 stand und hat gesagt, dass das Blut eines Käfers ist immer erlaubt. Wahnsinn, ne? Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, da kommt jemand und sagt mal endlich die Wahrheit, nach langem mal wieder. Ja, und das ist die Schmau unter den ganzen Gelehrten, dass das Blut eines Käfers ist immer, ist nicht geschützt. Es sei denn, er hat einen Vertrag, es sei denn, wir haben einen Vertrag mit denen. Kamelurinson, ja. Ja, ihr alle, ihr seid nicht geschützt, es sei denn, ihr habt einen Vertrag mit den Muslimen. Ansonsten ist euer Blut immer halal. Das ist das Kranke. Und das, was dem Marmari widerfahren ist, er hat eigentlich gar nichts Schlimmes gesagt, wie ich euch das erklärt habe. Was hat er denn Schlimmes gesagt? Er hat gesagt, my dear Muslim, you will never see Muhammad. My dear Buddhist, you will never see Buddha. My dear Hindu, you will never see Krishna. There is only one God, Jesus. You will see him, Jesus. Das hat schon gereicht. Da hat schon ein Muslim gehandelt. Freunde, like it, sehr gut. 100.000 schon fast, sehr, sehr heftig. Ja, also wenn du Mohammed als Propheten ablehnst, dann gnade dir Gott. Und ihr wisst ja, dass der Mohammed laut aus biblischer Perspektive absolut nie ein Prophet war. Darüber brauchen wir gar nicht lange zu diskutieren, weil der Herr Jesus Christus uns ja schon gewarnt hat vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu uns kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Er ist ein orthodoxer Priester aus welchem Land? Also der wohnt in Sydney, in Australien. Er hat seine eigene Kirche, Christ, the Good Shepherd Church. Christus, der gute Hirte Kirche. Ja, das Video, wenn ihr euch das mal anguckt, als der Typ da auf den Marmari da eingedrescht hat mit dem, ihr wisst schon was, man darf hier noch nicht mal irgendwas erwähnen, eine Geschichte erzählen, ohne dass man eventuell gesperrt wird. Ich muss das also immer versuchen, euch so zu erklären, ohne das ohne das Wort auszusprechen. Ja, und dann hat er auf diese Dings geguckt und auf einmal ist die durchgegangen und da hat sogar so noch seine eigenen Finger verletzt. Ne? Absolut krass. Mal vorstellen, wie krass das ist.
da bist du gerade dabei, den diesen Mann da, ne, niederzu, und dann auf einmal guckst du auf diese, ne, und dann fährt die da wieder ein und verletzt ihn selber. Ja, genau, drei Finger. Ja. Wahnsinn. Ich war echt erstaunt. Sehr, sehr erstaunt. Und der Marmari, den geht's ja wieder gut. Und dann habe ich ja, ihr wisst ja, dass ich sehr viel von diesem Sam Shamoon halte, ne? Weil der ist ja auch derjenige, der sehr viele Christen halt sehr gut trainiert hat und aufgeklärt hat, was den Islam angeht, den christlichen Glauben und so. Und dann hat er natürlich ein Video rausgehauen, wo ich natürlich sehr, sehr entsetzt war, ne? Da fing der erstmal an, alle zu beleidigen, alle in den Dreck zu ziehen, die natürlich den Herrn Jesus Christus treu folgen und sagen, dass er zuerst einmal die Liebe gepredigt hat. Hi, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf bei dir. Gott segne dich und deine Familie. Kann man matchen? Nein. Worum geht's denn hier? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's super. Worum geht's denn hier? Über Glaube, Jesus, über den Islam auseinandernehmen und so. Jesus Christus. Warum Islam auseinandernehmen? Ja, weil der Islam für sehr viel Leid auf der Welt verantwortlich ist. Und bis heute der Islam 270 Millionen, du weißt schon. Ist der Christentum nicht für Leiden verantwortlich? Ich weiß, ich frage nur. Nee, der Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 43, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Mhm. Eine Frage habe ich an dich. Du kennst dich aus mit dem Christentum, oder? Das geht. Ist Jesus Gott oder nicht? Ich verstehe. Amen. Er ist Gott. Weil manche sind Christ und sagen nein. Ja, er gibt sich alle Namen Allahs. Zu was macht ihn das dann? Aber soweit ich weiß, also wen hat er angebetet? Ich verstehe es nicht. Was bedeutet denn beten? Ja, Jesus hat ja gebetet zu irgendwem. Was ist beten? Aber, was ist beten? Was ist beten? Beten ist nichts anderes als kommunizieren, richtig? Mhm. So. Wenn also der Sohn mit dem Vater kommuniziert, betet, zu ihm kommuniziert, dann heißt es auch, dass der Vater mit dem Sohn kommuniziert. Verstehst du? Sie beide innerhalb dieser Gottheit kommunizieren immer schon miteinander. Auch du als meinst, der du hast früher mit LG und so gechillt? Straßenjunge? Hast du eine Frage bezüglich das oder willst du mit mir über Abdel reden? Ich kauf dir das alles nicht ab. Ja, okay, dann kauf dir Camelo. Ich kauf dir das nicht ab, dann kauf Camelurin. Ich kann das alles nicht mehr. Ich brauch Urlaub. Ihr seid mir alle einen Urlaub schuldig, ich sag's euch. Ihr seid mir so einen fetten Urlaub schuldig in Karibik. Damit ich von dort aus Ethnologie weitermachen kann. Wollen wir jetzt reißen halt die ganze Riten, wir drei, gell? Was war das denn für eine Sprache? Was war das denn für eine Vollsprache, ehrlich jetzt? Onsorianisch. Onsorianisch? Ja. Wo spricht man das denn? Onsorien? Onsoria, ja. Ah, okay. Ich wollte dir kurz was sagen. Guck mal. Das war Trennebarisch. Das war Trennungsgefahr. Ich habe die Sprache Trennung gesprochen. Amir, was war mit Sam Shamoon? Ja, der hat ich kann das Video ja nicht viel abspielen. Der Sam Shamoon betet erstmal so und dann sagt er so, Herr, also der betet ja zum dreieinigen Gott, was natürlich absolut richtig ist. Und dann sagt er auf einmal, Heiliger Geist, gebe uns die Kraft, so zu überwinden, unser fleischlicher. Oh, was ist denn jetzt passiert? Wer bist du? Da war doch eben gerade jemand anders. Wer sind Sie? Ja, ich bin ich. Und wer bist du? Ich bin Ex-Muslim. Und wer sind Sie? Ex-Muslim? Was ist das? Das ist der härteste Scheich von ganz Deutschland. Oh. Und wer sind Sie? Also so neumodischen Kram ist das? Neumodischen Kram? Ich kenne mich da nicht mit so aus, weißt du? Ja, ist ja nicht schlimm.
Es geht darum, dass Jesus Christus als ein menschliches Wesen hier auf diese Erde kam, der schon von Ewigkeit Gott war und stellvertretend für sie auch bezahlt hat. Es ist also an der Reihe, dass sie wieder zurückkehren zu ihrem Schöpfer, und zwar Jesus Christus, und ihre Schuld vor ihm bereuen. Kehren sie um von ihrem Leben, das sie jetzt leben, und beugen sie ihre Knie vor Jesus Christus und nehmen sie ihn an als ihren Herrn und Heiland. Weißt du, ich weiß jetzt nicht, was du da alles mir so erzählt hast, ne? Aber ich komme sowieso nicht da irgendwo in den Himmel so, weißt du? Weil ich komme eine Etage tiefer, weißt du? Ich war ein ganz schlimmes. Eine Etage tiefer, wenn es auch eine Etage höher gehen kann. Ja, ne, lass mal stecken, weißt du? Ich bin da nicht so, weißt du, so. Oh, nee, aber ja. Ja, egal. Ich wünsche dir noch einen charmanten Tag, ne? Ja. Aber auch sie hat Vergebung ihrer Schuld nötig, ihr Lieben. Auch wenn sie so auf, ihr wisst schon, was macht, ne? Ja, nochmal drauf zurückzukommen auf dieses Thema. Da hat der Sam einfach so gebetet, dass er mehr oder weniger so ruhiger gemacht wird, und dann auf einmal fängt er dann an, da übelst rum zu beleidigen, ne? Für diejenigen, die sagen, dass Christus uns nicht befohlen hat, Andersgläubige zu attackieren und ja, uns eigentlich selbst zu verteidigen. Wenn wir also sagen, dass wir uns selbst verteidigen sollen, dann reden wir eigentlich aus unserem eigenen Fleisch. Aber Christus sagt etwas anderes, und das, da kannst du dich auf Biegen und Brechen versuchen, da Verse aus dem Kontext zu reißen, ne? Und dann fing der auf einmal an, uns, die wir quasi so reden und sagen, der Jesus Christus hat uns befohlen, unsere Feinde zu lieben und für die zu beten, die uns nach unserem Leben trachten. Ja, und dann versuchte gerade aus der Schrift dann so irgendwie das so reinzudrücken, als dürften wir irgendwelchen Menschen schaden und sowas. Das war für mich sehr, sehr heftig mit anzusehen, ne? Sehr, sehr krass. Hey, breaking news! Nein. What did you say today? Was? What did you say today? Kannst du mal Deutsch reden? Du kannst doch nicht mehr Englisch. Rede Deutsch. Tell me the breaking news. Breaking news! Was du heute sagst? Okay, rum, mein lieber Topus. Das Wichtigste überhaupt. Okay. Hallo Amir. Hallo meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, Gottes Segen für dich, Amir. Also mich interessiert das jetzt mit Sam Shamoon wirklich. Wann hat er das gesagt, nach dem Angriff an Mari Emanuel? Ja, vor einem Tag hat er einen Livestream gemacht darüber, und dann ja, war sehr, sehr schwierig, ihm zuzuhören. Ja, das betrübt total den Geist, wenn er da auf einmal anfängt, fast in jedem zweiten Wort die Leute da als Punkt-Punkt-Söhne zu beleidigen und dass die Mütter von allen HUREs sind und so. Absolut krank, absolut krank. Oha, weil jetzt verstehe ich den Zusammenhang, weil gestern war God Logic live, den gucke ich ja auch sehr gerne, und da wurde ja auch gefragt, wann er wieder ein Live mit Sam Shamoon macht. Und mich hat es gewundert, weil God Logic eben sehr verhalten über Sam gesprochen hat. Er meinte so, ja, das muss ich noch schauen, so in der Art, wann ich mache. Einen sehr, sehr bösartigen, weil er sein Fleisch über den Herrn setzt. Ne? Das, was er gesagt hat, geht absolut nicht. Kein normaler Christ, der den Heiligen Geist hat, sagt einfach, ihr Punkt-Punkt-Söhne, und deine Mutter ist eine HURE, und ihr seid Stück, ne? Ihr wisst schon, Stück. Absolut krass. Ne? Und das vor einem zigtausenden Publikum. Ne? Oh Mann. Oh Mann, Der kriegt das alles ab. Oh, das ist nicht gut. Ich meine, ich habe ja echt, ne, also Sam Shamoon. Der Herr Jesus Christus verlästert wird in dem Moment, ne? Es ist kein Problem, dass du hier und da mal spielst, wir sind alle nicht perfekt, aber dass du hingehst und die Leute als so Punkt-Punkt-Sohn beleidigst, vorher aber noch betest, dass Gott dir so Ruhe schenkt, auf einmal fängst du auf einmal an, loszubrettern. Boah, er hat sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Absolut nicht.
Oha, das ist, also da bin ich echt. Genau, der Christian Prinz, ne? Ich schätze diese beiden sehr. Durch die beiden habe ich unglaublich viel gelernt. Da sage ich nichts gegen. Die sind sehr, sehr top, was die Lehre angeht, ne? Aber dass die auf einmal anfangen, die haben in ihrem Herzen einen Mörder. Die sind im Herzen Mörder, die beiden. Sehr, echt? Sehr. Denkst du wirklich? Echt? Ja. Weil ich habe, also, weil ich meine, Sam Chamoun und Christian Prinz, das sind ja wirklich Champions League. Also die sind ja absolut. Ich kann gar nicht sagen, die sind von der Lehre her sehr, sehr, sehr brutal. Und das, was die so drauf haben, was die so alles herausgefunden haben, auch die Auslegung und alles, ist sehr, sehr gut. Aber hinzugehen und auf einmal sein Fleisch in den Vordergrund zu stellen und die Worte des Herrn Jesus Christus so außer Acht zu lassen, was er sagte, ne? Weil der Herr hat ja niemals jemanden befohlen, ne? Der hat sogar das Ohr des Söldners geheilt und hat zu dem gesagt, pack dein Schwert ein. Wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Ne? Ihr sollt nicht hier euch Schätze auf Erden sammeln, sondern euch Schätze im Himmel. Das ist alles nur vergänglich. Wenn du als Christus bist, dann musst du damit rechnen, jederzeit in die Ewigkeit geschickt zu werden. Macht euch bereit, auch für Christus zu leiden und freut euch deswegen. Sagt der Apostel Petrus das nicht? Ja, Amen, ja, natürlich. Sind diese Leute bereit zu leiden? Oder sind diese Leute bereit, selber Hand anzulegen? Ja, eigentlich hat uns Jesus Christus gelehrt, uns, dass wir leiden, wir dürfen nicht fleischlich werden. Das ist natürlich sehr schwer. Das ist natürlich sehr schwer. Aber jetzt eine andere Frage, Amir, hat Christian Prinz auch beleidigt, weil du ihn erwähnt hast? Der hat in seinem Stream hat er sehr, sehr heftig auch geredet. Ne? Und die Christen, die sagten, dass wir unsere Feinde lieben sollen, hat er so geschmäht. Ne? Love your enemies, so hat er so lächerlich gemacht. Auch in Bezug auf Mari Mari, als er da einen Kommentar abgegeben hat? Ja, die beiden wollen natürlich die Muslime dann dementsprechend auch. Ja, es ist, Amir, es ist wirklich sehr schwer. Ich versuche auch nicht fleischlich zu werden, aber es ist wirklich schwer. Aber ich hätte das von Sam Chamoun nicht gedacht. Jetzt verstehe ich den Kontext gestern God Logic, weil er halt sich eben sehr geziert hat, wieder mit Sam Chamoun live zu gehen. Jetzt weiß ich warum. Danke für die Aufklärung, Amir. Der hat ja über 200.000 Abonnenten und ihm hören ja mehrere zigtausend von Leute zu. Und wenn du also hingehst und die Lehre vertrittst mit der Dreieinigkeit und auf einmal zum Herrn betest, auch die Dreieinigkeit so vertrittst und auf einmal nach paar Sekunden später dein ganzes Gemüt sich so switcht und auf einmal anfängst so Punkt, Punkt, so und ich Punkt, Punkt, dies und deine Mutter ist eine HURE und geh weg, du uneheliches Kind und sowas. Absolut krass. Absolut krass. Hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Absolut nicht mehr unter Kontrolle. Und er betet noch vorher dafür, dass er sich unter Kontrolle hat. Das ist ja das Kranke, was ich nicht verstehe. Er betet noch vorher, dass der Herr ihm so ruhiger macht und dann geht der wieder voll ab, ne? Voll. Ja, was denkst du, was mit ihm passiert ist, wenn er vorher betet? Ich meine, er hatte doch dann den Heiligen Geist nicht, wenn das passiert ist. Was ist deine Meinung? Ich weiß es nicht, was da los ist bei denen. Der ist auch auf einmal Katholik geworden. Das ist was Krasse. Aha, okay. Das wusste ich auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, weil ich habe wirklich eine sehr hohe Meinung von ihm. Und Christian Prinz auch, aber ist das Video live auf YouTube? Also, beziehungsweise kann man das sehen auf YouTube? Ja, über 100.000 Menschen haben das schon gesehen. Ah, da muss ich mal gleich gucken. Da muss ich gleich gucken. Ich danke dir, Amir. Ich wünsche dir noch Gottes Segen und bitte pass auf dich auf, Amir. Okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Tschüss. Ja. Aber Amir, bei dir klingt es auch so. Also, ich sage zu den Muslimen, Punkt, Punkt, Sohn, oder kommen sie bei mir rein und sagen das zu mir? Und ich sage, boah, ihr seid so heftig, ne? Was für ein Mülleimer, was für Mülltonnen hier reinkommen und was die da aus ihrem Mund raus, so ein richtiger Müllhaufen. Oder sage ich, deine Mutter ist eine HURE. Gerade eben kam doch jemand hier rein und hat meine Familie aufs Übelste beleidigt, dieser Omairat-Typ, wo ich gesagt habe, ich war kurz davor, fleischlich zu werden und ihn zurückzubeleidigen, aber der Heilige Geist hat mich sofort gebremst, hat gesagt, mach das nicht, segne. Segne, die euch beleidigen. Bittet für die, die euch verfolgen. Und dann kommen einige und sagen, Bergpredigt ist nicht für uns. Oh, heftig. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke.
Ich hab eine Frage. Ich warte wirklich seit 3 Jahren, ne? 3 Jahre straight. Wann kommt dein Shisha-Tabak? Mein Shisha-Tabak? Ich hab dich Dezember gefragt, du hast mich einmal weggemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Nee, ne? Eigentlich nicht. Warum machst du dir nicht Gedanken um deine Ewigkeit, anstatt von ABK so vergiftet zu sein? Nein, ich bin nicht vergiftet. Ja klar, der hat dir das doch in dein Gehirn reingepflanzt mit Shisha-Bar-Blödsinn. Nein, ich finde das einfach nur lustig. Ja, ich weiß, dass es lustig ist, aber irgendwie... Ja, eben. Und du fandest es ja auch lustig, oder nicht? Natürlich ist das lustig. T-Shirt, wie hast du das eigentlich gemacht, frage ich mich. Hä? Wo hast du das gemacht mit dem T-Shirt? Das darf ich nicht verraten. Ah, nein, Bruder. Komm schon. Ey, ich bin zwar ein Muselmann, ne, aber komm, mach mir das nicht an. Ich danke dir, dass du dabei warst. Dankeschön. Gott segne dich. Nein, wir Delarue TV benutzen die Emote von dir, dürfen die auch nicht. Ach, solange sie Werbung für mich machen, mein Bestes, ist das okay. Du siehst, das ist ein Geben und ein Nehmen. Die machen ja auch Werbung für den Dr. Sheikh. Danke, Oli. Ja, natürlich lieben die den Dr. Sheikh. Natürlich lieben die den Dr. Sheikh. Dankeschön, Oli. Ja, was die Lehre, was der Sam Shamoon alles so drauf hat, das ist eine Enzyklopädie, der Typ. Der ist Salam und Gottes Segen, Amir. Der ist vom Wissen her weit über uns allen. Das, was der drauf hat und was er alles so auswendig gelernt hat, auch wo alles manchmal kommt es mir so vor, als kennt er die gesamte Bibel auswendig. So. Also, da kann man ihm nichts sagen. Er ist wirklich, wenn nicht der weltbeste Apologet, den wir haben, der Sam Shamoon. Es ist halt nur traurig zu sehen, dass er so die ganzen Leute halt immer beleidigt. Auch vom Übelsten. Ja. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Hallo Amir, Shalom erstmal. Hast du das mitbekommen mit der roten Kuh, die sie jetzt in den nächsten Tagen opfern wollen? Rote Kuh? Ja, in Israel, da ist doch die rote Ferse. Die brauchen die doch, die perfekte rote Ferse im 4. Buch Mose 19 steht da drin, ne? Um den Tempel zu reinigen. Jetzt haben die den Tempel jetzt wieder seit über 2000 Jahren, jetzt haben die Kuh. Die haben jetzt die perfekte, tadellose Kuh haben die jetzt. Und die wollen sie jetzt am Passafest, wollen die opfern. Heftig. Ja, die Muslime in den muslimischen Kanälen und so, TV-Kanälen und Internetkanälen und so, die zerreißen sich auch richtig den Mund darüber, weil die wissen ganz genau, wenn die rote Ferse opfern, ne, was dann für die auf dem Spiel steht, weil da steht ja die Al-Aqsa-Moschee. Und jetzt habe ich heute bei YouTube einen Bericht gesehen, da hat ein YouTuber sehr gute Recherchierarbeit gemacht und hat gesagt... Entschuldigung, warte, es tut mir leid, da hat jemand gerade geschrieben, ich dachte, er redet von Ricarda Lang, ne? Tut mir leid, aber der kam so trocken, ey. Hör auf, du kleiner Schlingelmann. Jedenfalls, okay. Jedenfalls der YouTuber, ne, der hat sehr gute Recherchierarbeit geleistet, ne? Ja. Der hat gesagt, wenn die rote Kuh jetzt geopfert wird, ne, dann soll die Al-Aqsa-Moschee soll angegriffen werden. Die soll da zerstört werden, ne? Die muslimischen Verbände und so, die wissen schon Bescheid. Deswegen ist auch am 7.10., glaube ich, oder 8.10. hat die Hamas mit unter anderem aus diesem Grund auch Israel angegriffen. Wegen der roten Kuh. Heftig. Ja, also siehst du, die ganze Bibel, die Muslime verstehen nicht, dass sie es mit dem Allmächtigen zu tun haben, der sein Wort ja bewahrt vor Verfälschungen. Also alles, was da drin steht, wird sich auch erfüllen, ob die Muslime wollen oder nicht. Amen, das Amen, Amen. Hast du davon noch nichts mitbekommen? Ich habe davon noch nichts mitbekommen, nein. Aber ich werde mich gleich mal schlau machen, was da... Das war sogar jetzt vor ein paar Tagen kurzfristig im ganz normalen Internet bei Google. Kannst du eingehen, zum Beispiel Jerusalem, und dann hast du gesehen die ganzen News, weißt du, die ganzen Nachrichten. Und dann waren 2 Artikel dabei gewesen wegen der roten Kuh. Aber die haben sie auch ganz schnell wieder rausgenommen. So, habe ich noch nicht mitbekommen. Die wollen das öffentlich, wollen die das unterdrücken. Dann hat dieser YouTuber... hat recherchiert und hat herausgefunden, dass die Muslime, wenn jetzt da die rote Kuh geschlachtet wird, dass die da total im Dreieck sprengen, ne? Dass die dann weltweit einen Aufstand machen wollen. Tja, als würden die Muslime, die machen doch bei jedem Sache mal den weltweiten Aufstand. Ja, aber dann ist recht, ne?
Wenn da der Tempelberg dann angegriffen wird und die Al-Aqsa-Moschee zerstört wird, dann ja. Dann geht's richtig zur Sache, ja, ich weiß. Ja. Informier dich mal mit der, wegen der Roten Kuh. Das ist auf jeden Fall interessant und da hängen viele Sachen mit dran. Der dritte Tempel zum Beispiel. Ohne die Rote Kuh kein dritter Tempel. Jetzt haben sie die Kuh, jetzt können sie den Tempel bauen. Die haben die ganzen Utensilien haben sie ja schon. Die üben den Priesterdienst und. Die haben ja schon alles zusammen so gesehen. Die müssen jetzt nur noch gucken. Also ich denke, dass da irgendwie, keine Ahnung, durch den Krieg irgendwie eine Rakete, ein Querschläger ist oder was, dass die Al-Aqsa-Moschee zerstört wird. Oder aber auch so eine, ich sag mal, so eine Sekte, halt eine jüdische Sekte da irgendwie so operiert und da irgendwie Sprengstoff anbringt oder was. Also wird dann noch passieren. Okay, alles klar. Danke dir, mein lieber Gott. Danke dir auch, Armin. Ne? Tschüss. Gottes Segen. Ciao. Ciao. Peter. Amir. Ja. Ich hatte gerade ein Telefonat, sorry. Danke. Grüß dich. Grüß dich. Wie geht's dir? Was machst du, Amir? Andi, ich bin hier im Gezelten. Ja, Amir, seitdem du Islam kritisierst, seitdem du aufdeckst, ne? Du siehst Tag für Tag hübscher aus, du siehst gesünder aus und weißt nicht, was los ist. Was hast du gesagt? Ich sehe gesünder und hübscher aus. Ich war sehr, sehr schlecht im Empfang, Mann. Das ist ein Zeichenpunkt. Ach so, ja, ich komme nächstes Mal bei dir rein, Amir. Wo bist du denn? Ich schicke dir nächstes Mal Einladung. Wo bist du denn? Das Dorf nennt sich... ich bin hier im Kuhdorf. Das ist so ein Kuhdorf. Ja, da ist Empfang minus null. Minus null, ja. Aber Mashallah, wirklich, seitdem du alles aufdeckst und Tag für Tag wie so ein Honigkuchen strahlst du. Honigkuchenpferd. Das muss man weitermachen. Immer weitermachen. Vom Schlafen abgehalten, aufgedeckt. Okay, mein lieber Gott. War schon das Richtige, mein Bro. Auch dich und dein ganzer Zuschauer. Bleib gesund. Kick mich, wie es geht. Rashid, was war denn noch? Was möchtest du denn noch? Hi. Jetzt wirklich tiefgründig. Ja, jetzt komm ich aber. So, ich bin gerade in einer Phase, wo ich mich gar nicht entscheiden kann. Ne? Ich frage viel zu viele Fragen. Manche Fragen so habe ich jetzt nicht im Kopf. Ne? Aber es ist halt komisch. Ich sehe eine Religion, aber dann gucke ich auf die andere. Und ich versuche, den Unterschied zu finden, aber wirklich viel ist da kein Unterschied. Warum streiten sich Leute über etwas, was es gar nicht gibt? Also Gott gibt's nicht. Nein, das meine ich nicht. Die Differenz zu den Religionen. Du siehst ja, dass der Koran diametral zur Bibel steht und zum biblischen Gott. Der Gott des Islams ist nicht der Gott der Bibel. Und da musst du dich hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Wer ist also dieser Gott der Bibel? Wenn er von sich selbst aus sagt, ich bin der Listigste von allen. Verstehst du? Der Allah sagt ja, wa makaru wa makara Allahu khairul makirin. In Sure 3, Vers 54. Er ist also der Listigste von allen. Sie schmiedet eine Liste und Allah schmiedet eine Liste. Und Allah ist der beste Listenschmied. Ja, und dann liest du auf einmal die Bibel, dann kommst du zu keinem anderen Entschluss, dass der Gott des Islams eigentlich die Schlange ist, die aus dem Garten Eden runtergeschmissen wurde. Hä? Aber mir wurde jetzt so gesagt, der Koran, der wurde noch einmal das ist halt das Buch, ne, wie die Bibel, aber das wurde irgendwie manipuliert von den Königen, ne? Und die wollten irgendwas mit dem, die wollten sagen, ja, ich bin Gott, ich bin der Sonnengott oder so, wie beim Franzosen. Nein,
Gott der Bibel hat alles unter Kontrolle und er hat durch Gezeiten hindurch sein Wort immer bewahrt, immer beschützt und behütet. Und du siehst, dass er auch die ganzen Menschen, die seine Sachen aufgeschrieben haben unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass er der Aufseher war, dass die Menschen, die das aufschreiben, auch das aufschreiben, was da rein gehört. Verstehst du? So brauchen wir gar nicht an Gott zu glauben, oder? Ich weiß gar nicht. Also an was für einen Gott glauben wir denn, wenn Menschen die Möglichkeit haben, sein Wort zu verfälschen? Ist das ein vertrauenswürdiger Gott oder was? Nee, aber er lässt auch doch viele schlechte Sachen ja zu. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber der würde niemals zulassen, dass sein eigenes Wort verfälschbar wäre. Ist doch Quatsch. Aber es ist doch Jesus' Wort. Ja, ist doch Gott. Jesus Gott. Amen. Aber Jesus ist doch ein Mensch. Mensch geworden. Er war aber in Ewigkeit Gott. Und dann ist er Mensch geworden. Gott der Sohn. Gott der Sohn. Ich genau, dachte, dass er Sohn Gottes. Ja, Sohn Gottes, Gott der Sohn. Hebräer 13,8. Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Was bedeutet in Ewigkeit? Ja, für immer. Für immer. Er hatte keinen Anfang, kein Ende. Er kam nur in das Seine und das durch eine Jungfrau geboren. Verstehst du? Ja, aber... Er war in Ewigkeit Gott, bis er sich entschied, Mensch zu werden. Und die Propheten haben durch, prophezeit und prophetisch wiedergegeben, dass Gott sich selber ankündigt, durch eine Jungfrau schwanger zu werden. Und man nannte seinen Namen Immanuel. Weißt du, was Immanuel bedeutet? Nee. Gott mit uns. Aber ich dachte, es wäre ein Engel runtergekommen und hat es Maria gegeben, das Kind. Also Gott hat, über sie. Wie ich es verstanden habe, Gott hat einen Engel zu Maria geschickt und hat halt Jesus danach geboren. So. Nee, das ist ja die Version des Islams, dass dieser Jibril, dieser Engel, was er natürlich nicht ist, zu Maria kam und er die Form eines Menschen annahm, so wie es in Sure 19, Vers 17 steht, durch den Tafsir-Ausleger Al-Baqawi, der dann zum Beispiel seine Finger dafür benutzt hat, in Maria dann, du weißt schon, was zu machen. Ey, ich bin viel zu verwirrt. Ich glaube, ich gehe erstmal eine Runde schlafen. Das nächste Mal, wenn ich dich sehe... Als ich gelesen habe, war ich auch sehr verwirrt, dass der Jibril einfach Maria... Ja. Ich muss da ein bisschen gucken. Ich muss erstmal meinen Koran gucken, holen. Ich muss das erstmal gucken, ob das jetzt wirklich wahr ist. Mein Bruder. Ey, ich bin gerade viel zu verwirrt. Wenn das wirklich da steht, ey. Ich muss da jetzt gucken. Wir sehen uns später, nächste Mal. Du siehst mich, mein Name Rashid, merkt ihr den? Ich werde auf jeden Fall noch einmal gucken. Marokkaner bist du, ne? Marokkaner. Rashid, alle Marokkaner. Okay, ja. Ach ja, Gott segne dich und einfach. Das war wieder viel zu viel Information für ihn. Sure 19, Vers 17, Tafsir al-Barawi. Das könnt ihr selber für euch nachschlagen. Der Jibril nimmt die Form eines Menschen an, während sich Maria am Waschen ist. Und dann kommt der hat so Samen an seiner Hand und dann an seinem Finger. Und dann hat der Maria absolute Blasphemie und... Sure 19, Vers 17. Leute, wenn ich etwas sage, dann schreibt nicht 9 oder 19. Sure 19, Vers 17. Der Jibril. Dieser Jibril. Wer ist dieser Jibril überhaupt? Der ist der Feind der Juden. Ein richtiger Blasphemiker. Keiner weiß, ob der ein Engel oder was auch immer der ist. Das ist einfach, das ist der Teufel überhaupt, der dem Mohammed begegnet ist. Dieser Jibril. Lass uns mal ganz kurz gucken. Ich muss mal ganz kurz gucken, was Al-Qurtubi sagt. Sure 22, Vers 52. Guckt, hört euch das mal bitte an. Passt mal auf, ihr Lieben. Wir gehen mal kurz auf koran.com. Ohne Moment. Dr. Sheikh Abu Amir muss etwas gucken. 22, 52. So, dann gehen wir hier auf Tafsir ibn Kathir al-Qurtubi, genau. So, was sagt er denn jetzt hier, der Qurtubi? Der Qutubi, wie würde Pavlos sagen? Der gute alte Qutubi. Pavlos.
Kutubi. Jundullah. Gute alte Kutubi. Ja, hallo. Hallo, Jundullah. Was geht? Bruder, ich gehe sofort wieder raus. Ich wollte dich nur fragen, warum machst du so Fitna, Bruder, ja? Was heißt denn Fitna? Du hetzt richtig gegen den Islam auf, Alter. Was ist los? Das ist sehr schlecht, dass ich Hass und Zwietracht zwischen den Menschen stifte, ne? Das weißt du ja selber. Also ich finde dich sehr witzig schon so, ne? Aber was ist das für eine Eigenschaft, Hass und Zwietracht zwischen Menschen zu stiften? Guck mal, ich weiß nicht, was Zwietracht heißt. Ich sag dir ehrlich, aber... Ja, Hass und Spaltung zwischen den Menschen zu bringen. Was ist das für eine Eigenschaft? Bruder, frag mich das nicht. Ich weiß nur, dass du am Hetzen bist. Weißt du, ich kenne dich schon. Nein, warte, Bruder, stell mir keine Fragen. Ich bin nicht hier, um deine Fragen zu beantworten. Ich wollte nur korrekt sagen, ich kenne dich seit jetzt ungefähr, wie lange machst du das schon hier mit ABK? Kennst du noch die alte Zeit mit ABK? Ja, die alte Zeit, wo wir noch jünger waren. Weißt du noch, wie cool das war? Kennst du, du weißt das auf jeden Fall. Bruder, ich frag mich, warum machst du so Fitna, Alter? Ja, was ist los? Nein, wir müssen zur Wahrheit stehen. Und die Wahrheit hat nun mal eine absolute... Aber Bruder, warte, ich habe eine Frage, weil ich kenne mich mit dem Christentum nicht... Ich kenne mich mit dem Christentum nicht aus. Ist das, weil das machen viele Christen, Bruder, die machen sehr viel Fitna, Bruder, und hetzen gegen den Islam auf. Ist das auch in der Bibel so vorgegeben? Also ist das, ich sag mal, das Verhalten, was man da so machen soll? Ernste Frage, ich will nicht provozieren oder so. Ich bin sofort wieder raus. Herr Jesus Christus sagt, ihr müsst zur Wahrheit stehen und ihr werdet von allen gehasst werden, weil ihr zu mir gehört. Und wenn du zur Wahrheit stehst und die Wahrheit verkündest, allein wenn ich nur sage, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, da gehen die Muslime schon auf die Barrikaden und sagen, nein, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, er ist nur ein Prophet. So ganz normal habe ich nur gesagt, er ist der Sohn Gottes, weil die Bibel das sagt in Lukas 22, Vers 70. Aber Bruder, du hast hier auch, hier sind schon viele Muslime auch reingekommen, die haben dir das auch, also die haben normal mit dir geredet, Bruder. Das ist jetzt nicht, was sagst du? Ich rede doch normal mit denen, ich komme nicht einfach bei denen rein. Nein, ich meine, weil du gerade sagst, viele Muslime kommen und die sagen, na, Jesus ist unser Prophet. Bruder, damit wollte ich dir sagen, egal wie ich es rüberbringe, selbst wenn ich liebevoll sage, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, da gehen die schon auf die Barrikaden und sagen, Amir ist ein Hetzer, er lügt und nein, Jesus ist nur der Sohn, Jesus ist nur ein Prophet, auf zu sagen, dass er der Sohn Gottes ist. Gott hat keinen Sohn. Weißt du, wie die reagieren? Ja, das ist deren Glauben, Bruder. Bruder, komm, es gibt ein Hadith. Aha, ich kann den jetzt nicht genau zitieren. Ich dürfte mit denen nicht darüber diskutieren, über Islam und Christentum und mit dir debattieren, weil ich nicht das nötige Wissen habe. Deswegen soll ich das auch unterlassen. Ich bin gar nicht mit der Absicht reingekommen. Viele machen das nämlich leider und dann sagen die, ja, ist unser Prophet. Und dann kommen die Christen mit Verse suchen, die die selber nicht kennen, Bruder, und können dagegen nichts sagen. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht meine Absicht. Ich wollte nur sagen, Bruder. Lass die doch so ihre Erfahrungen sammeln. Wo ist das Problem? Wenn die gerne reinkommen möchten, etwas wissen wollen. Der Islam schreibt das aber so nicht. Ich weiß, was du meinst. Ja, der Islam schreibt das aber so nicht vor, Bruder. Weil du kannst damit in dem Glaube mehr Schaden anrichten, als du Heil verursachst. Dein Allah sagt, geht und streitet mit den Juden und Christen auf die beste Art und Weise. Wo sagt er? Ich will mit dir nicht diskutieren. Weil du nichts über deine eigene Religion weißt. Alhamdulillah, ich weiß, wie ich meine Religion zu praktizieren habe. Was du gelernt hast über unsere Religion ist nur, ich will wirklich nicht diskutieren, sind nur diese Verse und Zuren gegen uns. Die habe ich nicht gelernt. Ist ja schon alles abrogiert worden. Weißt du, was Abrogation ist? Nein, ich kenne das Wort auch nicht. Nasikh von Mansuch kennst du nicht? Bruder, was hast du gehört? Nas-Information? Nasen und Transformation, genau. Sag mal, ich hab nicht verstanden. was lachst du mich aus, Mann? Sag doch mal. Nasentransformation, da kannst du zu den ganzen Iranerinnen gehen. Die haben auch Nasentransformation gemacht. Ich kenne keine anderen Frauen, die so viel Nasenoperation gemacht haben, wie meine eigenen Landsfrauen. Ey. Ja, die sind wirklich in der Nasenoperation. Das stimmt, Alter. Das ist traurig. Nasentransformation. Nein, Habib, ich meinte Nasikh wa Mansukh heißt das. Ich weiß nicht, was das heißt. Damit musst du dich mal beschäftigen. Der Allah macht Fehler und korrigiert seine Verse durch andere Verse. Das ist in Sure 2, also Sure Al-Baqarah, Vers 106. Yeah. Und in Sure 16, Vers 101. Dafür findest du das. Aber wenigstens bist du nicht respektvoll. Bruder, muss ich mich mal selber drüber informieren. Einer sagt, ich bin nicht respektvoll. Bruder, ich bin ein sehr lieber Mensch. Alhamdulillah, meine Mutter hat mich sehr gut erzogen. Aber ja, Bruder. Bruder, guck mal, ne? Ich krieg jetzt,
Ich bin eigentlich sehr beschäftigt, ich habe was zu tun. Inshallah komme ich mal einen anderen Tag rein. Entschuldigung, dass ich dir deine Zeit geklappt habe. Nein, Bruder, ich bin noch reingekommen. Ich wollte das nur sagen. Du musst ja die Millionen verdienen, habe ich ja total vergessen. Nein, Bruder, hör doch auf, Mann. Ich muss jetzt weg, Alter. Ich bin beschäftigt. Du hast verschiedene Termine, ne? Die ganzen Nein, auf, Bruder. Vielleicht komme ich ein andermal rein, inshallah. Du sagst, ich bin ein schwer beschäftigter Mensch. Nein, Bruder, ich habe gerade was zu tun. Als hat der Termin gleich Privatchat kommt und holt ihn ab mit Essen hier. Mein lieber Achi, bitteschön, hier ist dein Essen. First Class ist schon für dich gebucht. Deine Sekretärin ruft schon. Ja, du musst jetzt, Bruder. Ich muss los, Bruder. Yalla, salam alaikum. Vielleicht ein andermal. Inshallah, yalla. Ciao, Bruder. Das ist heftig, ey. Diese Livestreams sind so krass, echt. Gott segne ihn und seine Familie. Oh, Mose. Oh, warte, warte. Was war das? Ich dachte, der will mit mir auf außerirdisch kommunizieren. Da wollte ich dem antworten. Nasentransformation, das war auch der Knüller heute. Was meinst du, was hast du gesagt? Nasentransformation? Nasentransformation. Kuff-Kuff, ja, kennt ihr diesen Kuff-Kuff-Scheich? Das ist auch so ein Sufi-Disco-Tänzer, dieser Kuff-Kuff-Scheich. Die Leute sind so fix und fertig, ne? Der pustet der in dieses Mikrofon rein. Dann macht er mit dieser Tesbier. Und die Leute sagen, ja, das ist unser Neuzeit-Messias, genau auf den haben wir gewartet, auf den Kuff-Kuff-Scheich. Bitte heile uns mit deinem. Und der verdient sich eine goldene Nase, das ist so unglaublich, ne? Der Kuff-Kuff-Dollar-Scheich, das ist so krass. Der sieht auch richtig aus wie so ein Kuff-Kuff. Nein, schäm du dich, dass du jemanden verteidigst, der ein 6-jähriges Kind geheiratet hat. Danke. Yo, was geht, yo, Ex-Muslim? Ja, was geht, ey, mein Lieber? Was ich dir sagen wollte ist, was findest du besser, Juden oder Muslime? Juden oder Muslime, alle beide sind gleich vor dem Herrn und vor mir. Ich liebe sowohl den Juden als auch den Muslim. Also, aber du weißt, dass die Juden Jesus ablehnen. Ja, und der Herr Jesus Christus sagt ja auch, wer mich beleidigt, dem wird vergeben. Auch ihr Muslime lehnt ja Jesus Christus als den Sohn Gottes ab, richtig? Wieso willst du kein Muslim werden? Ich habe keinen Bock auf Palmenpienies. Ja, aber was gefällt dir an Islam nicht? Ich meine, das ist ja gar kein Unterschied zwischen... 1,6 Kilometer breite Hintern gefällt mir auf keinen Fall. Ich wollte 1,7. Solche Leute wie dich brauchen wir, weißt du, was ich meine? Du hättest so eine große Chance, wenn du konventierst, die wird alles vergeben und du hast den größten Jackpot deines Lebens. Ich weiß, die ganzen Muslime, die würden den ganzen Tag bei mir sein und sagen, ah, seht ihr, der Arme, der ist der Beste. Aber weil ich das für den Herrn Jesus Christus mache, regen die sich auf. Glaub mich, ja, wie findest du Mohammed, sag mal jetzt immer. Ich meine, denkst du, der ist, den gab's nicht oder denkst du, den gab's oder ist der ein Lügner gewesen? Also das, was wir aus den Schriften sehen, sehen wir eindeutig, dass der Mohammed als ein falscher Prophet entlarvt wurde. Auch in Sure 6, Vers 93, dass er von Ibn Abisar wurde er entlarvt. Und zwar in Surat al-Mu'minun, in Sure 23, 11 bis 14. Da ist der letzte Satz von der Sure al-Mu'minun in Vers 14 im Koran gelandet und das ist von Ibn Abisar, weil er ihn ertappt hat als einen falschen Propheten. Der hat ihm also etwas diktiert. Der hat Offenbarung bekommen von seinem Gott, Allah. Und dann hat dieser Ibn Abisar, weil der schreiben konnte, hat er das niedergeschrieben und hat er am Ende gesagt, Allah ist der beste Schöpfer von allen. Und da hat der Mohammed zu ihm gesagt, ja, genau so habe ich es empfangen. Da hat er gesagt, das sind nur meine Worte. Wie, du hast es so empfangen? Da ist er ungläubig geworden. Hat er gesagt, der Mohammed weiß gar nichts außer das, was ich ihm da mitteile. Und ist ungläubig geworden.
Und der Mohammed wollte ihn umbringen. Ne? Die ganze Geschichte kannst du nachlesen in Sure 693, Asbab in Nusul. Der Grund für die Okay, denkst du also, Islam ist nicht die Wahrheit und Mohammed hat sich nicht bewiesen als Prophet? Islam ist ein Lug und Trug. In Sure 54, Vers 1 steht, dass Mohammed angeblich den Mond gespalten hat. Die Nase hat doch Bilder, dass da gespalten wurde. Es gibt ja Beweise, dass der Mond gespalten wurde. Es gibt gar keine Beweise. Die Muslime labern nur Schrott. Das ist von einem. Google doch mal NASA. Google jetzt mal NASA. Ja, kannst du uns alle vorzeigen. NASA ist für euch eine vertrauenswürdige Quelle? Ja, okay. Und was sagst du dann zu dem Polsprung, was der Prophet, alaihi wasallam, vorhergesagt hat, dass die Sonne vom Westen aufgehen wird? Jetzt fang du dich auch noch an, alaihi wasallam, Manuelsen. Aleyhussalam, ne? Aleyhussalam. Ey, du weißt, dass wir den Polsprung haben und es ist bewiesen worden, dass die Sonne vom Westen aufgehen wird. Der Allah sagt, dass die Sonne kleiner ist als die Erde. Ja, was hat das damit zu tun? Dass Wasser untergeht. Ami, hör mir mal zu, du wärst so ein guter Muslim, Mann. Solche Leute wie dich brauchen wir. Aleyhussalam, Aleyhussalam, genau. Solche Leute wie dich brauchen wir. You need me. Do you love me? Do you need me? Ich brauche den Shake. Ich kann nicht zur Finsternis kommen, denn das wahrhaftige Licht hat mich erleuchtet und das ist der Herr Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ja, aber wieso denkst du, dass Christentum die Wahrheit ist? Ich glaube nicht, dass Christentum die Wahrheit ist. Ich glaube, dass Jesus Christus die absolute Wahrheit ist und für unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz, weil er das perfekte Opferlamm gebracht hat, das zu unserer Sündenvergebung geschlachtet wurde. Ja, okay, sagen wir, bist du dann sündenfrei? Das kann man nicht sagen. Nein, theoretisch sagst du, du hast keine Sünden, weil Jesus für deine Sünden gestorben ist. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Herr Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben. Ich bleibe bis zu meinem Lebensende ein Sünder. Das Einzige, was mich besser dastehen lässt vor Gott, dass ich gerettet werde am Tag des Gerichts. Und du wirst mit all deinen Sünden, die du aufgehäuft hast, in die ewige Verdammnis gehen, denn du kannst Gottes Gesetze nicht brechen. Gott ist ja kein Hampelmann. So wie du hier die Gesetze nicht brechen kannst und einfach davon kommst, so ist auch Gott gerecht und wird dich verurteilen. Es sei denn, du hast das Blut zur Vergebung deiner Schuld. So. Aber wieso braucht Gott ein Blutopfer, verstehst du? Ich meine, seinen eigenen Sohn anscheinend, dass er für dich gestorben ist und dann sagst du theoretisch, du hast keine Sünden, also bist du nicht zu Recht. Wieder sagst du, dass ich keine Sünden habe. Was ist mit Hitler? Was ist mit dem? Also wenn jemand hingeht und 6 Millionen Juden dem Erdboden gleich macht, kannst du ihn als Christ bezeichnen? Kann sein, ja. Ach so, das passt dann mit den Äußerungen des Herrn Jesus Christus zusammen, ne? Ja, ist Hitler in der Hölle oder im Himmel? Hitler ist gerade in Jenna, Jenna, Jenna und singt den Jenna-Song. Ist Jesus für Hitler gestorben, ja oder nein? Natürlich ist er für Hitler gestorben. Hat Hitler so gelebt, wie Jesus es von ihm verlangt hat? Ja, oh Mann, Ami, ich höre dir. Du weißt selber nicht, wohin mit dir. Ich sag dir, du bist nah dran. Du bist nah dran. So wie Heinrich Himmler gesagt hat, der Islam ist sehr nah an uns. Ihr seid nichts anderes als Adi. Ja, aber ich verstehe nicht. Ich meine, du nimmst jetzt Jesus als Gott. Weil er Gott ist. Was soll ich denn anderes machen? Okay, was ist mit dem Vater? Er ist auch Gott. Der Heilige Geist ist auch Gott. Die eins okay, wo ist Jesus jetzt? Wo ist bitte? Jesus jetzt? Im Himmel. Ja, wo ist der Vater? Und der Vater ist auch im Himmel. Natürlich. Alle drei sind im Himmel. Ja, natürlich. Wo ist denn Allah? Also drei Götter. Wo ist Allah? Nein, ich frage ja dich im Christentum. Theoretisch hast du drei Götter. Ich meine, wenn jetzt der Heilige Geist und Jesus und der Vater oben im Himmel sind, muss doch einer richten, oder? Das ist Jesus Christus, denn mir wurde alle Macht gegeben auf Himmel und auf Erden. Und ich werde sie richten. Der Vater hat dem Sohn alles übergeben. Der Herr Jesus Christus wird am Ende richten. Okay, und was ist mit Moses 5, Kapitel 11, da wo Jesus gesagt hat, wo gesagt wird, dass wenn sich zwei Leute streiten und die Frau von einem von diesem Typen dann sich einmischt, soll die Hand abgeschnitten werden von der Frau?
Ja, du sollst als Frau dich nicht in Angelegenheiten einmischen. Wenn du zum Beispiel das Genital eines Juden zu der damaligen Zeit angefasst hast, so war da die Strafe dafür, dass man dir die... So ist das. Du hast als Frau dich nicht einzumischen in Streitigkeiten von Männern zu der damaligen Zeit in Israel. Und wenn du zum Beispiel, es geht ja darum, dass sie dein, du weißt schon, was anfasst. Ja, okay. Und wie findest du die Situation in Israel und Gaza? Es ist eine Katastrophe. Weißt du, dass die Muslime jetzt angegriffen werden, oder nicht? Welcher Christ der Welt würde sich freuen, dass überhaupt eine Seele stirbt, ohne Jesus Christus angenommen zu haben? Ja, aber du siehst ja, in Gaza ist ja viel Leid. Denkst du, die kommen in die Hölle, oder wie sieht es bei dir aus im Christentum? Jeder, der ohne Jesus Christus in den Tod geht und der den Herrn Jesus Christus in seinem Leben abgelehnt hat als Herrn und Heiland, wird in die ewige Verdammnis gehen. Was mit denen ist, die unschuldig gestorben sind, das musst du den Herrn Jesus Christus überlassen. Sie werden auch nach ihren Werken beurteilt. Das musst du ihm überlassen, wie er das macht. Ja, aber guck mal, ich verstehe nicht, wie du Jesus als Gott nehmen kannst. Ich meine, er war ein Mensch, er hat gepinkelt, er hat gegessen, er hat getrunken, verstehst du? Und dann sich selbst getötet. Ich meine, denk doch mal logisch nach. Weißt du, was ich meine? Er hat sich nicht selbst getötet, er wurde getötet, mein Lieber. Also wir könnten ja sagen, Jesus wurde überrumpelt von Juden, also Jesus war nicht stark genug. Wurde überrumpelt, aufgehängt und gekreuzigt, gedemütigt. Gott wurde gedemütigt. Der hat doch, mein Lieber, der hat doch zu Petrus gesagt, als Petrus zu ihm gesagt hat, Herr, mache das nicht. Und dann ist er sofort dahin gehabt, gesagt, sei ruhig, Satan. Ich muss das erfüllen, was über mich geschrieben steht und das durchsetzen. Das ans Kreuz zu gehen, verstehst du? Um für die Sünden der Menschen zu zahlen. Und dann siehst du auch, dass der Petrus den Herrn versucht davon abzuhalten. Ne? Und dann der Herr ihm gesagt hat, hör mal zu, das, was du gerade sagst, ist vom Teufel. Du sollst mich nicht abhalten davon. Denn wie sollte sich denn sonst erfüllt werden, was über mich in der Schrift steht? Amir, ich sag mal ehrlich, was ist, wenn Allah doch der Gott ist? Da kannst du gerne in sein Porno-Bazar eingehen und wenn du dann angekommen bist, dann gibt es so einen Markt mit verschiedenen Bildern und wenn du ein Bild von irgendeinem Sahabi haben willst, dann wirst du dann mit ihm dann Verkehr haben. Ja, sehr gut. Und jetzt über Allah Gottes. Da, wo Jesus ja überrumpelt wurde, ja, wären dabei und hätten das gesehen, dass Jesus gleich gekreuzigt wird, hätten wir helfen sollen oder hätten wir das zulassen sollen? Du siehst ja, dass die Leute hingegangen sind und ihm versucht haben, da hinzugehen und dem Söldner zum Beispiel, als er festgenommen wurde und der Petrus hat ihm ja das Ohr abgehoben, hieb ihm das Ohr ab. Und der Herr Jesus Christus hat gesagt, geh zur Seite, pack das Schwert ein, denn jeder, der zum Schwert greift, umkommen wird durch das Schwert. Er hat den Söldner das Ohr geheilt und ist dann zur Anklage gegangen. Und er hat jetzt zum Pontius Pilatus gesagt, dir wäre keine Macht gegeben, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre über mich. Denn du hast eigentlich keine Macht über dich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Denn ich könnte ja meinen Vater fragen und er würde Legionen von Engeln schicken, um das Ganze dann zu demolieren hier. Ami, ich sag dir ehrlich, nimm den Islam an, bevor du stirbst. Glaub mir, du wirst zur Rechenschaft gezogen von Allah. Allah ist unser Herr. Allah hat bewiesen, dass er Gott ist. Verstehst du, im Koran gibt es Beweise, Wissenschaftler sind an ihm. Ist der Allah mit seinen zwei rechten Händen im Himmel oder ist Allah nur als Schienbein im Himmel oder ist er als Fuß im Himmel? Was meinst du? Allah ist über seinem Thron. Was bedeutet denn über seinem Thron? Ja, das können wir uns nicht vorstellen, verstehst du? Wir haben nicht so die Denkweise, okay. Wie das sich vorstellt. Ist denn sein Schienbein über dem Thron oder ist seine zwei rechten Hände über dem Thron oder sein lockiges Haar über dem Thron? Was meinst du? Guck mal, du lässt das über Allah, verstehst du? Du kommst also ich lässt aber Allah, hab ich gehört? Allah sagt, wir brauchen uns nicht stressen, das, was du sagst, weil die werden mit ihrer Aussage vor mir stehen. Das sagt Allah, hey, guck mal. Mein Gott sagt es doch genau selber, Mann. Allah sagt doch von sich selbst aus, ich habe ein Schienbein, ich habe einen Fuß, den setze ich in die Hölle so. Wo sagt er das? In Sahih Bukhari 4848. Sahih Bukhari, okay, du meinst in Hadith. Sahih Bukhari, genau, Sahih Bukhari. Okay, was machst du daraus? Noch nie gehört. Was machst du daraus? Einen thailändischen Ort, Bukhari? Ich glaube, du hast die ganz falsche Quelle von Islam. Das tut mir voll leid für dich, ohne Witz.
Amir, nimm den Islam an, sei klug, Mann. Junge, es gibt Beweise, dass der Koran die Wahrheit ist, verstehst du? Danke. Du weißt, was die Qualen im Höllenfeuer werden. Danke für den Ernst, danke, danke. Danke für Camelo, vielen Dank. Unfassbar. Ein Irrenhaus mit den Leuten hier. Hi, grüß dich. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich in deine Familie. Hört man mich? Ja. Ich habe mal so ein paar Fragen, ich bin so ein bisschen unwissend. Und zwar sagtest du, dass wenn Jesus wollte, hätte er den Herrn gebeten. Den Vater. Den Vater. Ja, wie soll man das verstehen, wenn er doch Gott ist, angeblich? Ja, einfach, indem er mit dem Vater immer kommuniziert. Und als der Herr Jesus Christus als Mensch auf diese Erde kam, hat er sich ja eingeschränkt. Er hat seine Allwissenheit, Allmacht und alles abgelegt und kam als ein sterbliches Wesen auf die Erde, hat sich dem Vater untergeordnet. Verstehst also du? Haben die sich geteilt oder wie? Nein. Der Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn, der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Sie okay, alle. Wer ist höher gestellt, der Vater oder der Sohn? Bitte was? Wer ist denn höher gestellt, der Vater oder der Sohn? Nein, nichts. Der Vater bekleidet nur ein höheres Amt, aber sie sind im selben gleich ewige also Gott. Zwei Ämter. Nein, es ist einfach nur, damit du das verstehst. Guck mal, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem, dass man immer versucht, das jemandem weiß zu machen und es irgendwie. Willst, warum fragst du denn dann? Ja, nein, weil ich dir eigentlich ein paar Fragen stellen würde und zwar, warum mir immer wieder diese Fragen stellst, dann hast du ja ein Verlangen danach, das zu wissen oder nicht? Oder willst du einfach nur Fragen stellen und sagen, nein, ich verstehe das nicht? Nein, weil du stellst dich da hin, ja, und beleidigst Allah mit Schienbein und was weiß aber ich. Aber Allah sagt es doch selber von sich. Was sagt er? Er sagt, ich habe ein Schienbein, du musst mein Schienbein anbeten. Er zeigt wie Marilyn Monroe, kennst du, als sie den Rock hochgehoben hat? Das ist vielleicht bei euch der Fall, Habibi, nicht bei uns. Sei Bukhari 7439, ja, sag auch. Ganz klar und deutlich über alles erhaben und mächtiger als Jesus und was machst du denn, wenn er sagt, Khalid, ich habe ein Schienbein, du musst mein Schienbein anbeten, Khalid? Ja, die Frage ist doch, wie sieht dieses Schienbein aus? Also, es wird bestimmt nicht so ein behaartes oder ein rasiertes Schienbein sein wie deins. Aber es ist ein Schienbein! Ob das jetzt behaart ist, gut, aber inwiefern verhält sich dieses Schienbein? Ja, also, das ist ja, guck mal, das ist lächerlich, was du machst. Eine andere Frage. Das ist lächerlich, was du da sagst, Mann! Okay. Was interessiert mich das denn, ob das rasiert ist oder nicht? Okay, eine andere Frage. Ist Jesus auch der Gott der Juden? Ja, natürlich, ist. Er kam in das Seine, doch das Seine hat ihn nicht erkannt, Johannes 1, Vers 1. Warum bezeugen die das nicht? Weil sie ihn abgelehnt haben. Er kam in das Seine, doch das Seine hat ihn nicht erkannt, Khalid. Aber das waren doch Zeitzeugen. Ja, sie haben versucht, ihn. Das ist so krank. Ja, lach nicht so dreckig. Da musst du zuhören. Bleib sachlich. Nein, weil du bist ein bisschen heuchlerisch. Das ist das Problem. Ja, bleib mal sachlich und hör auf zu lachen wie so ein kleines Kind. Ja? Wenn du schon dich da hinstellst und die Religion anderer Leute angreifst, dann bleib wenigstens sachlich. Warum leugnen die Juden, die Zeitzeugen von damals, eure Version von Gott? Nein. Die Juden haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, sonst hätten sie ja ihren Messias erkannt. Denn das, was der Herr Jesus Christus vollbracht hat, vollzogen hat, ist eindeutig das, was der Messias vollbracht hat. Du siehst also, dass der ins Seine kam. Die Sterndeuter, die das gesehen haben, dass der Stern am Horizont aufgegangen ist. Und dann sind sie ihm nachgefolgt und haben gesehen, dass das Kind geboren wurde. Sie haben ihn Weihrauch Khalid! Nein, die wussten, der Messias kommt. Fertig, Khalid. Na, sag mal, die wussten das. Also die Prophezeiungen waren da. Hast du was geraucht, sag mal ehrlich, so wie du dich anhörst? Ich rauche keiner wie du raucht, Habibi. Noch nicht, später. Du musst, dass du taktisch geraucht hast. Hey, Digga. Mir machst du nichts vor. Du hast Arbe und taktisch geraucht. Nein, Habibi, ich rauch nicht. Doch, du lügst mich gerade an. Ich kenne sowas, ich kenne euch. Ich rauche, okay, aber noch habe ich nicht geraucht. Ich rauche später. Siehst du, da sagt er zu mir, Armin, hör auf zu. Ich kenne euch alle. Alle kenne ich euch. Sobald ihr reinkommt, ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid Leugner der Wahrheit, Habibi. Und du weißt es.
Und du hast so viel einen durchgezogen, Khaled. Ja. Schön, wie er einen geraucht hat. Allah hat mir... Ich kenne euch alle, ich kenne euch. Habt ihr gesehen, so voll euch... Ich dachte so, ey, der hört sich an, als hätte er einen gesmoked, ne? Und dann auf einmal, oh, da hat er sich ertappt gefühlt. Ein gesmökert hier, der Kleine. Ich bin in der Irrenanstalt gelandet. Hallo. Hallo, mein Lieber. Hallo, wie geht's dir? Ja gut, jetzt wo Gras legalisiert ist, ne, wisst ihr ja, der Khaled ist ja Hauptkunde dann. Ich habe nicht viel Zeit und ich entschuldige mich für mein Deutsch, weil ich komme aus der Schweiz. Ich kann nicht so gut da euch das deutsches Deutsch hier. Aber nur kurz, für die Muslime, die sagen, dass Jesus nicht Gott sein kann. Ich will nur kurz eine Erklärung geben, was die Trinität angeht. Das kennt ihr alle bestimmt. Und das Ding ist, ich komme jetzt nicht mit dem Beispiel mit CO2, Wasser, dies, das und so. Vergesst das alles. Aber ein Würfel, stellt euch alle einen Würfel vor. Der hat 6 Seiten. Oben, unten, links, rechts. 6 Seiten. Und der Würfel besteht sozusagen aus 6 Seiten, aber trotzdem ist er ein Würfel oder ein Auto. Ein Auto hat eine Front, ein Heck, hat 4 Türen. Es besteht aus mehreren Elementen und trotzdem ist es ein Auto. Es macht ein Auto aus. Und das ist das Gleiche. Der ja, Sohn, der Vater und der Leute Heilige das verstehen. Gott. Es sind 3 Elemente, die machen das zu Gott. Es ist ein Gott. Und deswegen sagen wir, dass Gott weitaus über unsere Vorstellungskraft ist, als das, was wir als Beispiel euch nennen. Weil Gott ja ein unbegrenztes Wesen ist, versuchen wir mit unserem begrenzten Verstand ein unbegrenztes Wesen zu erklären. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wie willst du das denn machen? Gott hat es uns so einfach wie möglich gemacht, das irgendwie zu verstehen, dass er einer ist, aber sich dennoch in 3 verschiedenen Formen zeigen kann. Genau. Wo wir das Ganze um uns herum sehen, dass alles um uns herum auch dreieinig ist und alles durch Zeit, Raum und Materie geschaffen ist. Verstehst du? Genau. Und viele kommen auch mit dem Beispiel, ja, 1 + 1 + 1 gibt nicht 1. Das gibt alles keine Logik, weil ihr könnt hier nicht Mathematik mit reinbeziehen, weil das hat gar nichts mit dem zu tun. Das ist keine Mathematik, das ist einfach logisches Überlegen. Für einen Gegenstand brauchst du so oder so mehrere Elemente. Es ist einfach so. Du kannst nicht. Es ist so. Es ist einfach logisch. Also es gibt gar nicht viel zu diskutieren. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Danke, Bruder. Dir auch. Ich muss jetzt gehen und danke, dass du mich reingenommen hast. Ja, Gott segne dich. Alles gut. Danke. Ciao. Gottes Segen, Amir, Bruder. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage, und zwar, wie stehst du dazu? Ich bin seit 2017 Cannabis-Patient. Mhm. Oder besser gesagt, wie kann ich dazu stehen? Wie sollte ich das verstehen? Also, ich bin jetzt kein Gelegenheitskiffer, sondern wie du sagst, ich bin Schmerzpatient. Wie stehst du dazu? Das ist ein schwieriges Thema. Ne? Du weißt ja, dass der Herr Jesus Christus uns frei macht von diesem ganzen Wahnsinn, der in uns ist, ne? Aber du musst halt ins Gebet gehen. Ne? Du musst dem Herrn bitten, dass er dich auch ohne dieses medikamentöse, verschriebene Cannabis-Zeugs auch dich wegholt. Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ich habe einen Anruf, Bruder. Ich habe einen Anruf, sorry. Warte. Voll die vorne, okay. Ja, muss sein, Bruder. Sorry, es tut mir leid. Cool, geht schon wieder los. Bruder, ich geh besser raus, ich melde mich nochmal bei dir. Lass mal laufen, das ist echt gute Musik von damals, das ist das 70er Jahre. Funk, aber Funk, musst du den Kamelurin-Song da drauf singen. Du brauchst Kamelurin, oh yeah, oh, oh. Yeah. Bruder, ich danke dir, Gottes Segen, bleib so wie du bist und an alle Geschwister. Geh ins Gebet und bete zum Herrn, dass er dir das wegnimmt. Der Herr wird das zu gewisser Zeit auch tun. Ich hoffe doch, Bruder, ich hoffe doch. Gott segne dich, mein Lieber, ja? Gott segne euch alle. Ciao, ciao. Dun, 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 dun. Heftigste Mucke, das ist diese Funk, ne? Das war Funk.
Hallo Ex-Muslim, wie geht's? Gut geht's mir, wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Freut mich, danke, deine auch. Inshallah. Wie kam es dazu, dass du zu Ex-Muslim geworden bist? Ja, ich habe mir damals Gedanken gemacht um meine Ewigkeit und habe den Islam auf den Prüfstand gestellt und wollte wissen, ob der da auch den kritischen Punkten standhält. Und dann, was ich herausgefunden habe, war natürlich utopisch, ne? Wie ist das, der Allah sagt in Surah 68, Vers 1, dass die Erde auf dem Rücken eines Wales liegt? Meinst du, das ist wirklich so? Und wie ist dein Verhältnis so zu deinen Eltern, zu deiner Familie? Eigentlich gut, ja. Was sagen Sie dazu? Weil ich meine, weißt du, was ich meine? So unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies, sagt man ja bei uns. Weißt, das ist ja halt für sie, glaube ich, so eine richtig große Enttäuschung. Also, aber warum sagt dann Mohammed, dass die meisten Höllenbewohner Frauen sind? Was sagt er? Höllenbewohner? Ja, die meisten Höllenbewohner sind Frauen. Ja, weil die meisten eine große Zunge haben. Man sagt ja bei uns, man muss ja richtig auf die Zunge achten. Hm. Also hat eine Frau im Allgemeinen sie ist heutzutage jedes zweite, drittes Kind lebt mit der geschiedenen Eltern, weißt du, was ich meine? So, die wachsen alle mit geschiedenen, mit Stiefvätern und so weiter. Aber er redet ja auch von der damaligen Zeit. Du siehst also, dass die Muslime auch zu der damaligen Zeit, der hat ja auch zur damaligen Zeit geredet, dass sie ihn auch gefragt haben, ja, Rasulallah, warum hast du uns in der Hölle gesehen? Oh, mein Life ist eingeschränkt. Dein Life enthält möglicherweise Themen, die für die jüngeren Publikum ungeeignet sind. Es wurde deshalb altersbeschränkt. Hm. Also. Du musst das so bedenken, wenn du siehst. Ich gehe nochmal raus und komm nochmal rein. Bis gleich. Bis gleich, Bruder. Geh ins Gebet und lass dich von ihm reinigen. Ja, das kommt davon, wenn man Kamelurin zu viel in den Ohren hat. Deswegen kommt das so rüber. Es geht speziell um Cannabis. Das ist so unglaublich, der Typ. Wenn du Blutdruck hast und von deinem Arzt Tabletten verschrieben bekommst, meinst du, ich sage, ja, nimm die Tabletten nicht, damit du stirbst, oder was? Wir wissen doch, was Cannabis ist. Oder wenn zum Beispiel Chemotherapie die einzige Möglichkeit ist, um eine Therapie für Krebs jetzt für dich zu machen, sollst du jetzt das ablehnen oder was? Nein, da bittest du den Herrn, dass diese Therapie dann für dich dich gesund macht. Dass der Herr diese Therapie mit dir geht. Mach deinen Bart weg. Für dich mache ich das morgen um 83 Uhr. Du scheinst ja radikal zu sein. Ja, radikal in meiner Vorgehensweise, hast du recht. Ich bin radikal in Lieben. Danke, Robin. Hallo, kann man mich hören? Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Ich brauche 30 Sekunden, dann bist du wieder Muslim, mit Ansage. Also ich diskutiere auch nicht viel rum. Gib mir 30 Sekunden. Und du wirst danach die Shahada sagen, du wirst dich bei allen Muslimen wirst du dich entschuldigen und du wirst anerkennen, dass der Islam die perfekte Religion ist. Ich würde dir auch empfehlen, schnall dich jetzt am besten an. Nee, du bist nicht angeschnallt, schnall dich an. Sehr schön, sehr schön. Okay, bist du bereit? Leute, ihr werdet jetzt alle live miterleben, wie der wird gleich die Shahada sagen. Ich fange jetzt an. Danke. Der wird jetzt gleich Muslim. Hat nicht mal ein Wort gesagt. Das war die kürzeste Behauptung. Jetzt versuch's nochmal. Ey, hattest du Angst? Du hast mich gekickt, oder? Ja, richtig. Ich wollte, dass du rausgehst und nochmal reingehst. Komm, jetzt darfst du nochmal. Okay. Jetzt leg los. Okay, auf jeden Fall. Bitte, bitte werd wieder Muslim. Bitte, bitte, bitte werd wieder Muslim. Bitte. Ich tu, was du willst. Bitte, bitte werd wieder Muslim. Bitte. Bitte, bitte, bitte werd Muslim. Bitte, bitte, bitte komm zurück zu Mohammed. Bitte, 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 bitte,
Bitte, okay, willst du jetzt oder gleich die Schahada sagen? Ich sage jetzt die Schahada. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Vater, Sohn, Heiliger Geist, und ich bezeuge, dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist, der für meine Schuld gestorben ist. Amen. Leute, er tut nur so. Spätestens am Ende vom Stream, der wird die richtige Schahada sein. Okay, ey, alles Gute. Dir, ne? Vielen Dank für Kamelurin. Dankeschön. Danke, danke für Kamelurin. Das ist sehr, sehr gutes Kamelurin gewesen. Sehr, 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 sehr schön. Sehr gutes Kamelurin. Hallo? Servus. Grüß dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage. Kennst du die Familie Kerti aus Soltau? Die sind auch so richtig im Christentum und in den neuen Testament. Ich glaube, die sind von Werde Licht oder was, ne? Genau, richtig, genau. Ja. Ich kenne die, Ich wollte dich allgemein mal fragen, warum bist du vom Islam und Christentum, sag ich mal, konvertiert worden? Warum? Ja, einmal mal so kurz ein, zwei Stichpunkte. Warum, weshalb, wieso? Ja, also du kannst dir mein komplettes Zeugnis auf meinem Kanal angucken, Ex-Muslim vom Islam zu Jesus Christus. Und da erkläre ich das ausführlich. Aber kurz zu sagen, dass ich damals so eine Debatte geguckt habe zwischen Josh McDowell und Ahmad Didat, was Jesus Christ crucified? Ne? Da waren ja zwei Akademiker, die sich dann in einem Stadion getroffen haben und haben darüber diskutiert, ob Jesus Christus wirklich gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und wenn du dir das anguckst, ne, nach zwei Stunden wird dir klar, der Islam ist die allerletzte Lüge. Ja, aber wenn du Christ bist, dann darfst du sowas nicht sagen, weil ich sag mal so, Jesus sei der Liebe dein Feind. Ja, und? Aber doch nicht Ideologien. Ja, aber trotzdem ist es ja sozusagen Hass, und Hass darfst du nicht spüren. Hä? Als der Herr Jesus Christus die Geldwechsel aus dem Tempel rausgekickt hat, was hat er da gemacht? Also ich bin selber Aramäer, ich glaube auch an Jesus Christus, ja klar, aber ich sage immer so, man darf den Hass, sag ich mal, vorbeugen. Also du sagst, dass wir Christen eine Schrift lieben sollen, die unseren Herrn Jesus Christus runterbuttert als nur einen Propheten, dass er weder gekreuzigt noch gestorben ist, dass man uns nackend therapiert, wenn wir an ihn glauben. An sowas sollen wir respektieren und schätzen. Ja, nicht respektieren, aber... Ey, du hast ja auch auseinandergenommen. Du hast recht. Du hast ihn auseinandergenommen. Du hast recht. Was soll ich sagen? Ich das muss jeder für sich selber entscheiden, ob man so eine Schrift mögbar mag oder nicht. Also ich definitiv, ich habe weder Respekt vor so einer Schrift, noch habe ich irgendein Verlangen, mich mit sowas abzugeben. Was ist das? Also ich soll von anderen Schutzgeld erpressen, oder was? Was sagst du, die werden irgendwann mal in der Mehrheit sein? Was sagst du dazu? Ja, das sagt doch der Herr, sie werden eines Tages in der Mehrheit sein. Ja gut, da müssen wir bereit sein, auch... Da müssen wir bereit sein, auch für den Herrn unser Leben zu lassen. Dann wird sich auch zeigen, dann wird dein Glaube auch geprüft werden. Und ich sah die Seelen derer hier nackentherapiert, um des Namens Jesu willen. Ne? So sieht's aus. Aber beste Wort mit Abonacci oder wie der Spruch dann heißt, den hast du so fertig gehört. Ich feiere dich einfach. Nicht beleidigen. Der hat den so fertig gemacht. Ja, der Abunadi, der war schon ein richtiger. Witziger Typ, Alter. Mich so mit dem Tod gelacht. Ne? Ja, ey, ich wünschte, ihr hättet das gehört, als er die Kamera ausgemacht hat, was wir da geredet haben. Wahnsinn. Oh, das ist immer das Beste, gibt's nicht. Warum? So wie die Medien alles verstecken. Ja, genau. Abunadi ist genauso ein Verstecker. Oh. Wenn es das Wort überhaupt gibt, ein Verstecker. Das ist doch Lies Buch, oder wie das heißt, oder ist es nicht verboten? Lies. Das ist Lies, genau, Lies. Ach so, die haben es jetzt geändert. Ja, die Engländer haben sich natürlich gewundert, warum die ihre Aktion einfach Lüge nennen. Ne? Im Englischen heißt ja Lies Lüge. Und da haben die gesagt, ja, stimmt, die verteilen die Lüge. Lies das gibt's nicht mehr, oder? Nee, die haben es geändert. Nee, gar nicht. Die wurden durch. Ich war der Letzte, der da war. Und dann wurde es verboten. Ja, durchs Verfassungsschutz. Die wurden verboten. Durch den Innenminister, de Maizière. Ja, weil das stimmt, was die sagen. Weil so viele nach Afghanistan oder sonst wohin gehen und abgemobst werden. Ja. Und da gibt es Belege und. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, ciao.
Mach's gut, ciao. Guten Tag. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Der Islam ist friedlich, mein Freund. Ja, sehr friedlich, wenn man das hier Nacken therapiert, ne? Mit ganz scharfen. Kannst du mir eine Sure geben? Sure 9, Vers 5, Sure 8, Vers 39, Sure 2, 216, Sure 9, Vers 29, Sure 9, Vers 111. Sure 9, Vers 29, schon mit dem Krieg. Hat er was mit dem Krieg zu tun? Sure 9 und Sure 9, Vers 29 hat was mit dem Krieg zu tun gehabt. Also komischerweise sagen deine Gelehrten, dass es ein allgemeingültiger Vers ist, der auf jedem Platz der Erde angewendet werden darf. Sehr schön. Wenn das so wäre, dann wären hier keine Christen mehr, wären hier keine Juden mehr, wären hier keine... Frag mal die Muslime, ob sie gerne dieses Land erobern und Scharia einsetzen würden am liebsten. Haben sie die also Macht? Also heißt das, wenn ich jetzt rein theoretisch jemanden töten würde, ja, dann wäre ich jetzt im Paradies. Also wäre ich jetzt, hätte ich keine Sünde gemacht. Genau, weil der Allah verlangt, dass du auf jedem Platz der Erde, zum Beispiel in Sure 9, Vers 123, ich lese dir mal vor, was der Allah von dir verlangt. Guck mal hier. Ich weiß, Allah ist ein Hund, deswegen. Der hat einen Hund. Nein, guck mal, Ami, du hast falsch verstanden. Ich bin kein Moslem, ich bin Christ geworden. Du bist Christ geworden. Ja, im Ami, ich bin der Palästinenser, der andere, der sich der kurz zum Christentum. Ach so, okay, alles klar, ja, der durch unsere Arbeit zum Christ, ach so, durch uns da zum Christ. Ja, ja. Hammer. Ja, alle Moslems hier, alle. Ich wollte nur gucken, ob du das verstehst. Das war eigentlich nur alles so Spaß gemeint. Ich weiß, dass der Islam sehr friedlich ist. Diesem Argument kommen, ja, weil dein Name, ich dachte, du wärst Moslem. Nein, ich bin zum Christentum. Sehr gut. Ja. Zum Herrn gekommen, nicht zum Christentum, zum Herrn Jesus. Ja, zum Herrn. Ich glaube nicht an die Kirchenväter, die ist das. Ich glaube nur an Jesus. Okay. Und die Bibel. Amen. Ja, wünsche ich dir noch schönen Tag, Amen, ne? Ja, okay, mach's gut. Ciao. Ja. Du bist der zweitbeste, Amen. Na, danke. Wenn Jesus Christus der Beste ist, dann ist er. Jo, Amen, was geht? Ja, nicht viel. Ne? Gott segne dich und deine Familie. Ich danke dir. Ich habe eine Frage an dich, ja? Was sagst du zu dem Gerücht, was im Umlauf ist über dich, dass du angeblich noch nie Muslim warst und dass du vom Verfassungsschutz bezahlt wirst, damit du das hier machst und alles und dass du mit dem Staat zusammenarbeitest und mit der Polizei? Was sagst du diesem Gerücht? Jetzt mal ehrlich. Ja, also das ist doch selbstverständlich. Der Staat hat mich hier unterstützt mit so einem Hetzmobil, hat gesagt, Amir, setz dich da rein, betreib Hetzologie, weil du hast ja von uns eine gute Studium bekommen in Hetzologie und jetzt darfst du der Chef-Hetzologe sein und jetzt geh hin und hetz so viel, wie du kannst, damit wir die ganzen Dschihadisten da rausholen und rauskitzeln. Du lachst darüber. Ich habe das wirklich so gehört, es gibt einige Gerüchte, dass du wirklich für das Verfassungsschutz arbeiten sollst. Nein, mein Lieber, hör auf mit diesem Unsinn, Mann. Ich arbeite weder für den Verfassungsschutz noch für irgendeine andere Organisation. Ich habe mit niemandem was zu tun. Ich mache einfach mein eigenes Ding, Mann. Okay. Das ist, ja, für die meisten ist das natürlich unvorstellbar, dass sich jemand traut, mit seinem Gesicht hier den Islam auseinanderzunehmen. Ja. Nein, aber ich sag's mal so. Die Gerüchte kommen ja auch von, es gibt ja auch einige Jungs, die dich auch von früher noch kennen, ne? Aus Düsseldorf und so, diese Umkreis und so, ne? Die dich von damals noch kennen, ne? Von deiner jüngeren Zeit. Und die sagen, dass du gar kein Muslim warst früher, sondern dass du diese Perser, die haben ja so eine Kette, da ist ja so ein Vogel drauf oder so ein Adler, kennst du das? Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Es gibt ja so diesen Adler, diesen persischen, was. Habe ich schon 1875 Millionen Mal erklärt und trotzdem kommen die immer noch ran mit diesen Gerüchten. Das ist unglaublich. Also, die sagen, diese Gerüchte sind immer noch im Umlauf. Die Leute sagen halt so, dass die dich von früher kennen, aus deiner Jugendzeit, und dass du dieses iranische. Guck am besten mein Zeugnis an. Geh mal bitte auf meinen Kanal, auf Ex-Muslime klären auf TV und guck dir das ganze Zeugnis mal an. Vom Islam zu Jesus Christus. Und dann werde ich dir alle Fragen dort beantworten. Also, warst du früher Muslim? Natürlich waren wir alle Muslime. Ja, wir lebten halt in dieser Jahiliya-Zeit. In dieser islamischen Unwissenheit. Ja. Ich habe eine Frage. Bist du Schia gewesen oder Sunni? Ich bin in einer schiitischen Familie groß geworden, aber habe mich für die Richtung interessiert gehabt. Okay, und deine Familie, darf ich fragen, sind die auch konvertiert? Familie interessiert überhaupt niemanden. Es geht nur an mich. Also ich weiß, ich,
ich wollte nur wissen, ob du ja, du hast ja geschafft, viele zum vom Islam wegzuholen, dass sie keine Muslime mehr sind, ne? Hast du ja geschafft, ja, wie ich das jetzt so mitkriege, die ja zu Christen geworden sind, ne? Stimmt ja, ne? Und ich wollte wissen, ob von deiner Familie auch so ist oder ob die noch muslimisch geblieben sind. Das würde mich einfach interessieren, deswegen. Solche Fragen beantworte ich nicht, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Okay, dann habe ich eine andere Frage. Ja. Was hältst du von Aleviten? Was soll ich von denen halten? Sie müssen zum Herrn Jesus Christus kommen und gerettet werden. Was ohne Jesus gehen sie auch verloren. Was denkst du, was leben denn Aleviten? Sagen wir mal so. Sie sind laut Islam mit Konsens Kuffar. Wer sagt das? 99% der Muslime, also die ganzen Sunnis. Okay, noch nie hat sich getraut, einer mir das in mein Gesicht zu sagen. Natürlich sagen die das nicht ins Gesicht und verharmlosen das Ganze, aber du kannst einfach mal eingeben Ibn Taymiyyah, dann schaust du dir bei Wikipedia an, was er alles zu dem Thema gesagt hat. Und dann dann siehst du, dass er zum Beispiel gesagt hat, Aleviten sind keine Muslime und man muss sie dementsprechend in die Ewigkeit schicken. Okay, ich würde mir das gleich mal reinziehen. Ihr seid Abtrünnige des Islams und du weißt, wie man mit Abtrünnigen zu verfahren hat, oder? Ich werde mir das gleich alles mal durchlesen, was du sagst. Das ist interessant. Jeder aufrichtige Muslim, der einen Funken Ehrlichkeit in sich besitzt, würde zu dir sagen, du bist ein Käfer, du musst zum Islam konvertieren. Andernfalls musst du nackend therapiert werden. Aber das Ding ist, Aleviten gehören auch zum Islam eigentlich. Bitte was? Aleviten gehören auch zu uns. Oder wie siehst du das? Nein, ihr habt nichts mit dem Islam zu tun. Ihr habt eure eigene Glaubensgemeinschaft und ihr werdet mit Konsens von den meisten Muslimen abgelehnt als muslimische Glaubensgemeinschaft. Und das sage nicht ich. Das ist ein weit bekanntes Thema, das durchaus von allen so behandelt wurde. Ne? Musst du halt nur dich damit auseinandersetzen und schauen, was die Muslime zu dem Thema sagen, Aleviten. Okay, ich werde mich damit mal auseinandersetzen. Ich werde das mal lesen. Ibn Taymiyyah, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Ibn Taymiyyah einfach eingeben. Und das ist ja der Vater der ganzen Salafis und diese ganze Bande hier, die sich hier rumtummeln. Die Pierre Vogel, Abul Bara und diese ganzen Leute, die hier in TikTok sich rumtummeln. Du musst dir mal, wenn jemand zu dir sagt, Ibn Taymiyyah, Rahimullah Ta'ala, dann weiß er, der hält sehr viel von diesem Sheikh. Das ist ja der Sheikhul Islam, der Typ. Der ist derjenige, der den Weg geebnet hat für den modernen Salafismus, also den Salafis. Er hat gesagt, wir müssen wieder zurückkehren zum Ursprung. Also das, was er sagt, hat auch Hand und Fuß. Er ist ja auch der Lehrer von Ibn Kathir und Ibn al-Qayyim. Zwei Monstergelehrte, ne? Ja, und dann weißt du, dass der Lehrer von ihnen die unterrichtet hat, ja. Und Ibn Kathir ist ja derjenige, der den gesamten Koran ausgelegt hat. Also eine Riesennummer. Okay, und was hast du von Imam Malik? Ist einer der vier Rechtsschulen, ne, Imam Malik. Okay. Aber Imam Malik war ja vor Ibn Taymiyyah, oder nicht? Das können wir ganz schnell nachprüfen, wann er gelebt hat und wann also, Imam Malik. Ibn Taymiyyah hat wann gelebt? Er hat 1263 gelebt und Imam Malik. Er war vor Ibn Taymiyyah da, ja. 711. Er war vor Ibn Taymiyyah da, okay. Ja, genau. Er hat 50 bis 60, 70 Jahre nach Mohammed gelebt, Imam Malik. Genau, weil von Imam Malik habe ich auf jeden Fall noch nie was Schlechtes oder Falsches gehört. Oder kannst du da was widerlegen? Ja, nach der malikitischen Sichtweise siehst du, dass in Sure 25, Vers 54 gesagt wird, dass man seine Tochter aus Sina heraus mit ihr Verkehr haben darf. Also das ist eine große Katastrophe. Wo steht das? Warte, das muss ich jetzt aber auf einmal... Wo steht das? Das muss ich jetzt mal gucken. Ey. Was hast du gesagt gehabt? Ich habe dich nicht verstanden gehabt. Also welche Sure? Sure 25, Vers 54. Okay, ich schau mal immer nach. Bleib mal kurz dran hier. Du wirst es nicht herausfinden. Du musst den Tafsir von Al-Qurtubi lesen. In Band 13 auf der Seite 58. Band 13, Seite 58. Also soll ich jetzt was... Ich gehe hinter einen Hijab verstecken. Ich sag... Ja? Ich sag, was muss ich jetzt googeln, damit genau das kommt, was du meinst? Was muss ich in Google reinschreiben?
Gib einfach ein, Sure 25, Vers 54, Tafsir al-Qurtubi. Ich denke, dass Google das schon mittlerweile auch überall verbreitet, also durch die ganzen Muslime verbreitet wurde. Ja. Auf 25, Vers 65 und dann nochmal, was hast du gesagt? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Zum dritten Mal, ich habe gesagt, Sure 25, Vers 54. Ja, ich warte, ich habe das gegoogelt. Ja, ich konnte das jetzt nicht finden. Du musst das mal selber mal finden und dann musst du das mal hier hochladen auf deiner Seite, damit man sich das hier mal angucken kann. Ja, ich glaube, ich werde mal ein Video machen, in dem. Genau, du sollst mal ein Video machen, ich würde das gerne mal sehen, ob das wirklich sowas stimmt, weil von Imam Malik habe ich eigentlich nie was falsch gehört. Ja, Imam Shafi und Imam Malik in ihren Rechtsschulen, da kannst du diesen Dreck dann praktizieren. Ne? Also ich habe das noch nie gehört, ich höre das gerade zum ersten Mal von dir. Guck mal, ich kann dir eine Sache sagen. Ich weiß natürlich, dass diese ganzen ISIS-Unterstützer, die du jetzt gerade genannt hast, verstehst du, was ich meine? Die Namen, die ich jetzt nicht erwähnen, also wiederholen möchte wieder, ne? Natürlich nicht eine richtige Religion ausleben, sage ich jetzt mal so. Verstehst du, was ich meine? Weil im Endeffekt sind das immer noch irgendwelche Leute, die irgendwelche Terroristen unterstützen, die diese Terroristenkriege finanzieren in unseren Ländern und irgendwelche Leute von uns schlachten und köpfen. Verstehst du, Schweine? Natürlich weiß ich, dass das kein richtiger religiöser Weg ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Islam an sich jetzt, wie du das da versuchst darzustellen, eine Teufelsreligion ist oder eine, wie soll ich sagen, eine verführerische Religionsverderben ist. Ja, aber was machst du denn, wenn zum Beispiel dein Gott dir vorschreibt zu kämpfen und Andersgläubige zu T-E-R-R-O-R-I-E-S? Ja. Ich hab schon verstanden. Wir haben ja auch einen gesunden Menschenverstand. Verstehst du, was ich meine? Es ist immer, wie es halt gemeint ist. Wenn der jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Allah sagt, tötet jeden Ungläubigen, weil im Endeffekt ist er doch derjenige, der über sie richtet, oder nicht? Nein, in Sure 9, Vers 5 sagt Allah, Nacken therapiert die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen auf aus jedem Hinterhalt. Und dann, wenn du zum Beispiel den Tafsir von Ibn Kathir durchliest, dann siehst du, dass das ein allgemeingültiger Vers ist, der auf jedem Platz der Erde angewendet werden darf. Das ist eine einzige Katastrophe. Eigentlich müsste der Staat hingehen, jeder europäische Staat oder jedes Land der Erde, wo der Islam noch nicht Staatsreligion ist, und müsste den Islam auf der Stelle verbieten. Und wer es wagt, für den Islam Werbung zu machen, muss eigentlich lebenslänglich hinter Gitter. Ob das dir gefällt oder nicht, mit so einer Religion haben wir es zu tun. Du hast, woher kam dieses Denken von dir? Du warst ja früher, ich habe mal eine andere Frage. Du warst ja früher auch Schiite und warst ja Muslim und bist ja auch konvertiert zum Christen, ne? Wie kam dieses Denken? Sinneswandel. Ich habe mich damit intensiv beschäftigt. Ich wollte ja wissen, warum es gibt es denn so viele Organisationen, die im Namen Allahs wie so Heuschrecken alles auseinandernehmen? Ist ja nicht nur, dass ISIS das Ganze macht. Es gibt ja noch Jabhat al-Nusra, Al-Qaida, Boko Haram, Taliban. Ja, wo kommen diese ganzen Organisationen her? Meinst du, die haben den Islam falsch verstanden? Okay, nein. Aber ich kann dir aber eins sagen, guck mal, Armin, ich kann dir eins sagen, die Taliban ist eigentlich nicht so schlecht. Den Rest, den du da alles genannt hast, das gebe ich dir recht, zu 100%, ne? Aber ich sage dir ehrlich, also mit dem Rest gebe ich dir recht, habe ich gesagt, aber bei der Taliban... Also du findest gut, dass die Taliban Kinder in ihren Schulen anzündet, ne? Das habe ich nicht gesehen. Ich finde das nur gut, dass die Taliban die Amerikaner besiegt haben, das finde ich gut. Und das war's. Und alles andere ist dann, lässt du dann außer Acht, was sie getan haben. Und, ne? Und die Russen, die haben sich nicht kolonialisieren, kolonialisieren lassen. Genau, haben die sich nicht lassen, seit tausenden oder hunderten Jahren. Aber, und die sind ein starkes Volk. Kannst du nicht die Taten der Taliban einfach sagen, ja, die sind gut, diese Leute. Nur weil sie gegen Amerika oder Russland kämpfen. Ja, was ist denn innerhalb ihres eigenen Landes? Wie gehen sie denn mit den Menschen um?
Okay, aber ich habe eine Frage an dich. Du hast ja auch bestimmt was von. Ich gehe mal davon aus, du bist ja gläubig. Du sagst ja, du glaubst ja an Gott. Egal was für eine Religion du jetzt hast, du bist ja gläubig. Ich gehe mal davon aus, wenn du gläubig bist, dass du nicht Amerika unterstützen wirst, die mit Familien wie Rothschilds oder Rockefellers, die ganze Welt versuchen zu manipulieren, zu vergiften, zu was weiß ich, was die mit der ganzen Welt, die ganzen Kriege, die überall stattfinden in den muslimischen Ländern, dafür können doch die Muslime nichts. Da sind doch diese Zionisten daran schuld. Weißt du? Aber die Ideologie, dass ja. Der Traum eines Kalifats überall auf der Welt, dass der Islam regiert, ist in den Köpfen aller Muslime. Die wünschen sich alle, dass der Islam regiert und dass die Muslime die Scharia einsetzen, überall auf der Erde. Und da haben wir ein Riesenproblem mit. Denn unter der Scharia bist du und ich nicht gleich. Du als Alevite musst sowieso, hast nur die Wahl zwischen Islam und in die Ewigkeit geschickt zu werden. Weißt du, was der Islam überhaupt ist, Habib? Guck mal. Das ist die gefährlichste Sekte, die jemals sich hier in dieser Erde hervorgebracht wurde. Das Ding ist, Amir, guck mal, das Ding ist, du musst dir denken, du redest ja, das meiste, was du erzählst, ist, ja, wie soll ich das sagen? Guck mal, in der damaligen Zeit, wo die Propheten zum Beispiel alle gelebt haben, egal ob das jetzt die Propheten oder die Imame waren oder die Sahaba waren, was weiß ich was, weil wie geht das denn, dann habe ich mal eine andere Frage, wie geht das denn, dass im Islam und im Christentum diese Propheten fast alle die gleichen sind? Nein, überhaupt nicht. Der wie? Jesus Christus hat uns gewarnt vor falschen Propheten. Schon 600 Jahre vor uns. Das meine ich nicht. Ich meine, Abraham war ja Ibrahim. Ja und? Moses war ja Musa. Namen gibt's, heißt es doch noch lange nicht, dass dieser Gott auch dessen Propheten sind. Das ist doch Quatsch. Nein, aber wir haben die gleichen, also in den Religionen, die haben die gleichen Propheten. Das ist ja schon wieder nicht. Der Allah behauptet einfach, der Gott dieser Propheten zu sein, aber die haben nichts mit Allah zu tun. Das ist das. Dieser Allah existiert gar nicht. Dieser Jibril ist der Feind der Juden und der Engel Gabriel ist absolut nicht der Feind der Juden. Denn Gott liebt ja sein Volk und denkst, seine Engel würden die Juden hassen? So Quatsch. Wo ist die Logik? Also sagst du, der Prophet Mohammed, der war auch nicht, oder wie meinst du das jetzt? Wie willst du mir das jetzt? Ja, der Mohammed hat sich vorgestellt, ein Prophet zu sein, aber er war es nicht. Satan hat ihn unter voller Kontrolle gehabt. Auch in Sure 22, Vers 52 hat den Koranverse rezitieren lassen. Ja? Er hat Schirk begangen und hat seine Knie vor Alat, Al-Uzza und Manat gebeugt. Das kannst du nachlesen in Tafsir al-Jalalain, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari. Alle Ausleger des Islams kennen die Geschichte um die fliegenden Kraniche, ne? Al-Qarani, Al-Ulla. Okay. Das ist ein sehr, sehr heftiges Thema, dass der Mohammed unter schwarzer Magie stand und nicht Herr seiner Sinne war, der von Satan Verse in den Mund gelegt bekam, sie rezitierte, später durch Gabriel informiert wurde, also später, dass Allah Gabriel schickte und ihn darüber informierte, dass das satanische Verse waren und dass er ihm das nicht geboten hat, das zu sagen. Heftig, ne? Ich hab, und was hältst du von Ali? Ali, was soll ich von ihm halten? Also, ein Mörder wie alle anderen auch. Ja, das kann ich, da bist du auf jeden Fall, da hast du falsche Informationen auf jeden Fall, ja. Entschuldige mal bitte, der Ali nach den ganzen islamischen Legenden und Schriften, der hatte ein Schwert, das nur er heben konnte und nicht mal 10 Männer waren in der Lage, dieses Schwert zu heben. Und er hat damit mit einem Hieb, so heißt es in der Legende, das ist ja Quatsch, das ist alles Märchen aus Tausend und einer Nacht, damit hat er mit einem Hieb so 10 Leute so die Körper so weggemacht, du weißt schon. Ja, ja, ich weiß. Aber glaubst du das nicht? Ja, das ist so wie Excalibur hier, wie einer das schreibt, Jesus ist Gott. Oh, jetzt ist mein Livestream wieder eingeschränkt, ja super. Warum, was hast du denn gesagt? Du hast doch nichts falsch gesagt. Ja, sobald man das sagt, siehst du heftig, ey, TikTok ist einfach nur krass, Mann. Ja, in TikTok, wenn du kleine Kindervergewaltiger postest, wirst du auch gesperrt, obwohl du nur die Leute davor warnen willst. Ja, ich weiß. Aber ich kann dir auf jeden Fall eine Sache sagen, guck mal, ich habe mich auch mit dem Christentum beschäftigt. Ich habe mich auch damals ein bisschen auch mit dem Judentum beschäftigt. Ich habe mir das alles so ein bisschen angeguckt. Und ich kann dir sagen, auf jeden Fall, dass vieles, was du sagst, ne, ist zum Beispiel, also ich kann dir eins schon mal sagen, viele Hadithe sind falsch als allererstes. Ibn Taymiyyah kann ich auch auf jeden Fall schon mal was dazu sagen. Ich habe Freunde, viele, die haben gesagt,
Bruder, Ibn Taymiyyah, 100%, der ist gut, wer sagt, dass er schlecht ist, ne? Ich habe aber Freunde, die sagen über Ibn Taymiyyah, aber auch aus jetzt Moscheegemeinden oder was weiß ich, Freunde, ne? Gläubige Jungs auch, die sagen, Bruder, Ibn Taymiyyah ist verrückt geworden. Da was seine Hadithe, ich will jetzt nichts falsch sagen, auch, weißt du, seine Hadithe sind nicht authentisch, du kannst nicht drauf hören, was er gesagt hat, weißt du? Und, Quatsch, Mann, das sind Leute, die sich einfach schämen für seine Aussagen, das ist das Problem. Also ich sag dir ehrlich, ich hab's sehr, sehr brutal und sehr, sehr, also sehr, sehr orthodox darüber kam. Er hat also eine sehr, sehr harte und strenge Auslegung des Islams vollzogen. Und ja, das gefällt den meisten Muslimen. Die wollen genauso streng und hart leben, ja. Die wollen die Kuffar bekämpfen, alles. So ist das. Du musst dir mal vorstellen, der Islamische Staat, wenn sie Gräueltaten-Videos da posten, zitieren sie auch aus den Schriften von Ibn Taymiyyah, der das absolut rechtfertigt, dass man sie auf diese Art und Weise dann eliminiert. Wahnsinn, ne? Damit die Muslime sich in Grund und Boden schämen. Koranverse werden zitiert und auch aus den Büchern der ganzen Gelehrten, damit die schämen. Amir, was soll ich dir sagen? Ich bin Kurde. Damit sie hier in Deutschland weiter schön erniedrigt werden und rausgehen aus dem Islam, weil sie sagen, ihr habt mit dem Islam nichts zu tun. Schließt ihr euch unserer Sache nicht an, seid ihr unsere Feinde. Ihr seid die Feinde Allahs und die Feinde Mohammeds. Und wir werden euch, jeden Einzelnen von euch werden wir kriegen. So ist das. Es gibt also authentische Muslime, die alles befolgen. Und dann gibt es Heuchler, Munafirin, die sich hier rumtummeln in Deutschland und die nicht alles befolgen. Und da siehst du, dass eine Muslime, die hardcore drauf sind, sagen, wir werden euch Munafirin noch zeigen, wo der Hammer hängt, dass ihr den Koran verleugnet. Ihr Abtrünnigen, ihr. So musst du das sehen. Und die lassen mit sich überhaupt nicht diskutieren. Für die gibt's entweder ihr oder wir. Da gibt's keine Debattenmatten und sowas, nein. Diese Leute sind hoch ausgebildet in theologischen Angelegenheiten des Islams. Meinst du, mit denen kannst du debattieren oder was? Die Leute kamen mit dem Gedanken, mit Abu Bakr al-Baghdadi zu debattieren. Mit jemandem, der einen Doktortitel in Scharia-Recht trägt. Ich sag dir ehrlich, du hast doch den Schaden, der ehrlich gesagt. Das ist so heftig, als würdest du mit deinem Professor über Islam diskutieren. Das ist krank. Also was soll ich dir sagen? Guck mal, ich bin selber Kurde, ich habe Familienmitglieder verloren von ISIS-Terroristen. Die haben viele von uns Kurden geschlachtet, weißt du, was ich meine? Obwohl wir auch Muslime sind. Ihr Kurden seid sehr verhasst und Feinde des Islams. Deswegen frage ich mich, wie überhaupt ein Kurde Muslim sein kann. Bruder, das Ding ist, ich bin Alevite, verstehst du, was ich meine? Und, ja, die meisten Aleviten sind doch Kurden aus Dersim. Du kommst aus Dersim, oder nicht? Ja, ich komme aus Dersim, woher weißt du das? Ich weiß alles. Also was heißt alles, aber ich weiß, in der Angelegenheit kannst du mich schon vertrauen. Okay. Du kennst auch bestimmt Leute aus Dersim, oder nicht? Viele, viele Leute. Also die meisten Alawis kommen alle aus Dersim und dann auch der Teil aus Irak, also aus Syrien. Bashar al-Assad ist auch ein Alawi. Und du siehst ja, was der Islamische Staat diesen Leuten angerichtet hat, ne? Ich weiß, dass der islamische Staat unseren Leuten, meinen Brüdern und Schwestern in Syrien, in Irak und so angetan hat. Ich habe tausende Videos gesehen. Ich habe hier viele Kurden, die vor geflüchtet sind, mit denen ich geredet habe. Die sind sehr abgeschreckt. Sind sehr abgeschreckt, wirklich. Natürlich. Viele Kurden wachen auch auf und sagen, wir müssen wieder zurückkehren zu unseren Wurzeln. Und sie haben auch eigentlich christliche Wurzeln, die Kurden. Nein, die Kurden, eigentlich sind die Kurden, wenn du ehrlich bist, die allerersten Kurden waren Jesiden. Es ist einfach die Wahrheit. Ja, die sind aus unserer Region gekommen, ne? Aus dem heutigen Iran, damaligen Persien. Ne? Ja, diese Ecken, die Kurden und ich weiß nicht, irgendwie Kurden und Iran und Afghanen und so. Persische Wurzeln. Die haben persische Wurzeln, Genau, ist alles irgendwie dieselbe Wurzeln da, ne? Dieses ganze Nistan und sowas, Kurdistan. Aber was ich damit sagen will, dass der Islamische Staat das Kalifat ausgerufen hat und es gibt kein Zurück mehr. Das heißt, jeder Mensch auf der Erde ist nicht mehr sicher vor dem Islam. Sie werden also versuchen, so ihr Ding durchzuziehen. Wie kommst du da drauf? Wie kommst du drauf, dass sie den Kalifat ausgerufen haben? Haben die doch 2015. Seitdem wird der Islamische Staat auch nie wieder aufhören, die Kuffar zu bekämpfen, auch wenn es der Anschein erweckt hat, dass sie besiegt wurden. Nein, die Ideologie lebt weiter in den Köpfen der Muslime. Was meinst du, wie viele Sympathisanten des Islamischen Staates hier in Deutschland leben? Was meinst du, wie viele Kämpfer hier nach Deutschland gekommen sind? Zeig mir die mal, wer sind die denn? Ich hole die mir alle. Als würden die sagen, hier, mein lieber Alawi, hier sind wir alle, damit die Polizei sie alle erwischt. Nein, sie halten sich noch ganz ruhig. Sie sind ruhig, weil sie noch nicht die Stärke erreicht haben. Aber warte mal ab. Davor habe ich ja schon vor das erste Video mit LBK gewarnt. Aber der wollte ja nicht auf mich hören, der Akbus.
Aber guck mal, soll ich was sagen? Armin, da muss ich dir Unrecht geben. Weißt du warum? Weißt du, warum ich in dieser Sache Unrecht geben muss? Die haben es nicht geschafft. Die haben es nicht geschafft, uns Kurden zu besiegen. Wie sollen die Deutschland einnehmen? Ich bitte dich. Es spielt keine Rolle, wenn nur einige bereit sind, ihr Leben für aller Sache einzusetzen. Das nennt man Death by 1000 Cuts. Das heißt, überall, wenn es gläubige Muslime gibt, die zeitgleich die Kuffar, ne, du weißt schon das Wort, dann hat der deutsche Staat es sehr, sehr schwierig, dem Ganzen nachzukommen. Das heißt, wenn der eine Muslim sich dort zerbombt, der eine Muslim da hinten sich zerbombt, der andere wieder das macht, und das nennt man Death by 1000 Cuts. Das hat schon der Al-Qaida damals schon gemacht, dass sie zu verschiedenen Zeiten gleichzeitig Anschläge verüben. Das ist das Kranke. Das ist die Taktik dahinter. Ich hoffe mal nicht, dass das so passiert, wie du sagst. Ne? Und dass nicht noch mehr Menschen sterben werden, jetzt wie letztes Mal in Russland oder so. Ne? Das wollen wir alle nicht, dass irgendwas sowas passiert. Was ist zu tun mit einer Religion, die Allah von ihnen verlangt, dass sie die gesamte Welt islamisieren? Und das teilt sich auf in Dar al-Harb und Dar al-Islam. Haus des Islams und das, was noch islamisiert werden muss. Die Muslime hören auch nicht mehr auf. Deswegen habe ich gesagt, überall auf der Welt muss der Islam verboten werden. Und wer es wagt, für diese Religion Werbung zu machen, muss eigentlich lebenslänglich hinter Gittern kommen, weil es keine normale Religion ist. Wir haben es hier zu tun mit einer Ideologie, die brutaler nicht sein könnte. Auch wenn sich das hart anhört, aber ihr wisst, dass das gesunder Menschenverstand ist. Alles andere ist Augenwischerei. Egal, was du dagegen sagst. Ihr also, wisst es alle. Weißt du, wie ich das eher sehe? Ich sehe eher so, dass manche Leute falschen Hadithen gefolgt nein, sind. Und nein, absolut nicht. Es gibt nur Muslime, die den Islam entweder ernst nehmen oder heuchlerisch unterwegs sind. Es gibt nur diese zwei Gruppen. Aber heuchlerisch, weißt du, was das Heftigste ist? Allah nennt sie im Koran Gläubige. Sie nennt sich seit Tausenden von Jahren Gläubige. Aber hier der dumme Westen nennt sie Extremisten, Terroristen, und Faschisten und was weiß ich was. Heftig, ne? Aber ich sag dir ehrlich, guck mal, es ist doch heuchlerisch, du sagst ja heuchlerisch, aber im Westen auch heuchlerische Muslime. Wie meinst du? Also du sagst ja, es gibt nur Muslime oder es gibt heuchlerische Muslime. Und ja genau, weil der Mohammed selber von Allah befohlen wurde, diese sogenannten moderaten Muslime, die ja so friedlich sind, auseinanderzunehmen. Sure 9, Vers 73 und Sure 66, Vers 9. O Mohammed, sei hart gegen die Kuffar und die Munafirin. Ihre Herberge wird Jahannam sein. Du siehst also, dass der Mohammed befohlen wurde, gegen diese moderaten Muslime dann Krieg zu führen. Warte mal ganz kurz. Jetzt ist er rausgegangen. Oh. Naja, egal. Ahmad, du kommst hier nicht rein. Gott segne dich und deine Familie für deine ekelhaften Beleidigungen, aber du kommst nie wieder rein. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Vielen Dank. Ich habe mal eine Frage. Da frag dir noch, warum. Ahmad, ist das dein Ernst? Du fragst mich, warum hast 10-mal meine Familie beleidigt und dann sagst du noch, warum? Sag mal, hast du irgendwelche LSD-Tabletten genommen oder was? Amir, Gottes Segen, Bruder. Da ist ein Kollege da, du kennst mich auch, Paco. Du kennst mich auch noch. Wer bist du denn? Ja, du kennst mich, ich folge dich schon lang. Ich habe einen Kollegen hier, ich bin ja neugeborener Christ, Bruder. Ich habe dich immer gefragt wegen Taufe, weißt du noch? Oder Alvaro noch drin dabei war, der Alvaro. Ja, was ist mit Alvaro? Ja, ne, dass du weißt, wer ich bin. Ich kenne dich doch, Bruder. Ich habe einen Kollegen jetzt hier, da eine Frage. Frag mal den Amir diese Frage, okay, Bruder? Warte mal kurz. Du heißt Amir? Ja. Ja, ich bin Amir. Ja, servus, ich bin der Matthias. Hallo, Mathis. Ja, grüß dich, ja. Auf jeden Fall. Grüß dich, mein Junge. Gott schütze dich, Gott segne dich erstmal. Danke dir, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Ich frage mich seit langem, wenn zum Beispiel Jesus oder Gott auf uns schützt, also Gott uns beschützt. Ja. Wie kann das sein zum Beispiel, dass es zum Beispiel ein Neugeborenes am Kindestod stirbt? Es hat nichts gesündigt, es hat nichts gemacht, es hat nicht mal, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist natürlich sehr, sehr traurig und man ist total entsetzt und am Ende fix und fertig. Aber einen Trost schenkt der Herr uns ja durch dadurch, dass ein Kind gestorben ist. Weil der Herr sagt, ihnen ist das Reich der Himmel gegeben, ne? Dass ein Baby gestorben ist. Natürlich sehr, sehr traurig in dem Moment.
aber das Kind ist gerettet und darüber darfst du dich freuen. Das genau, das hab ich, Amir, genau das habe ich dann auch gesagt. Ey, sei mal ruhig, da ist so viel Jackie drin. Alles klar. Ich, was war das für ein Scheiß von dir? Hamti und Hamti, hey, Hamti und Hamti, hört auf damit. Mann, sei mal kurz ruhig, ich will ihn nur. Pancho. Ey, auf jeden Fall. Beleidig mich nicht. Auf jeden Fall, nur eins will ich wissen. Das Kind ist praktisch, die Eltern haben das praktisch erzeugt. Ja. Und das Kind ist vielleicht gerade 3-4 Monate oder 8-9, spielt ja keine Rolle. Es hat noch nicht irgendwie was gesehen oder nichts vom Leben gehabt. Ja. Es ist einfach da für seine Eltern. Die Eltern freuen sich, da beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und dann stirbt es einfach praktisch nachts, hört es einfach auf zu atmen. Da frage ich mich selber, ohne Witz, warum? Wie kann das sein? Es hat nichts verbrochen. Es ist einfach, ich sage jetzt einfach mal, sorry, wenn ich es sage, einfach scheiße. Ja, natürlich, der Herr wollte ja auch niemals, dass wir sterblich werden, dass wir mit Krankheit befallen sind, dass der Tod in diese Welt reinkommt, richtig? Wie ist das denn alles passiert? Wie sind wir überhaupt in diese Schlamassel gekommen, dass wir alt werden, krank werden und total hilflos manchmal sind und alles mögliche und total am Ende Adam sind? Und Eva. So sieht's aus. Und was sagst du? Guck mal, Bruder, er sagt, ich bin auf Checky drauf. Der Junge, sein Herz ist nicht offen, Bruder. Sein Herz ist nicht dafür offen, warum das Ganze passiert ist, warum wir Menschen krank werden. Er will Gott Schuld. Ja. Weil sie geben immer dann Gott Schuld. Er sagt, ich glaube an Gott. Aber wenn er sowas sagt, warum muss ein Kind sterben mit 3 Monaten? Dann bist du doch gegen Gott. Oder nicht? Nur eins ist Fakt. Sehr, sehr traurig. Es gibt Kinder, weil der macht mich ja gerade so blöd an. Ja, aber du kannst jetzt sagen zu Armin, dass ich auf Jackie drauf bin, mein Lieber. Alter. Das geht gar nicht, Bruder. Ey, er merkt vielleicht selber, dass vielleicht ein bisschen. Also boxen, ey. Ja, aber nein, der Arme ist auch, guck mal, der Arme ist auch manchmal emotional. Das heißt, sondern immer noch, dass er dann auf Check ist. Komm, red weiter, gib ihm weiter. Hallo, einer nach dem anderen, nicht beide. Vorhin hast du gesagt, ich kann mit ihm reden. Jetzt bin ich das erste Mal dran. Ja, aber dann brauchst du nicht zu sagen, was ich getrunken habe, was ich getrunken habe. Ich merke, die sind beide da total in ihrem eigenen Film drin. Geht euch erstmal ausstreiten, dann kommt ihr gleich wieder rein. Ich habe keinen Nerv auf sowas, ey. Was ist Jackie? Jack Daniels. Gottes Segen, lieber Amir. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht es dir? Gut geht's mir. Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah, Jesus, genau. Was ich bei den Muslimen nicht verstehe, ist, dass sie die Liebe Gottes einfach nicht verstehen. Diese Liebesbotschaft. Doch, die verstehen nicht, ihre eigene Liebesbotschaft. Das Riesending ganz scharf zu machen und den Nacken direkt dann. Die verstehen nicht, dass Gott als Mensch auf diese Erde kam, als demütiger Mensch, also als demütiger Knecht auf die Erde kam, um uns zu retten. Also ich verstehe nicht, wie man das nicht so akzeptieren kann. Das ist ja der größte Liebesbeweis. Ich meine, Gott musste ja nicht kommen und beweisen, dass er Gott ist. Auch Jesus. Er ist nicht gekommen, um in ihn einen neuen Gott zu sehen, sondern darum hat er auch mit dem Vater gebetet und mit ihm kommuniziert, dass wir den Vater nicht einfach vergessen, sondern dass wir an den dreieinigen Gott glauben. Ja, so sieht's aus. Und noch zur Trinität. Ich habe ein sehr gutes Beispiel, also ich finde, es ist sehr gut, und zwar mit der Sonne. Weil Sonne besteht ja aus Feuer, Licht und Wärme. Und das Feuer, das kannst du ja nicht anschauen, weil du wirst ja sofort sterben. Und das ist ja auch mit dem Vater so eigentlich. Und das Licht ist Jesus in dem Sinn und die Wärme der Heilige Geist. Ja, genau. Alle drei ergeben diese Sonne. Genau, genau. Und ich habe noch eine Frage an mir. Wieso gibt es eigentlich Engel? Ich weiß, dass sie die Boten Gottes sind, aber wieso benutzt Gott Engel, um gewisse Aufgaben zu erledigen und mit Menschen zu kommunizieren? Ich verstehe das nicht so ganz. Ja, das macht er auch ganz, er macht auch selber. Du siehst ja, dass der zum Beispiel Abraham begegnet ist, halt in 3 Formen, 3 Menschen. Kam er, um Abraham zu begegnen. Sogar mit Jakob hat er ja gerungen. Aber er bringt auch seine Engel, um Botschaften zu geben. Also sowohl als auch. Der Herr hat die Engel geschaffen, damit sie ihm dienen und Botschaften geben. Genauso wie du sagst. Aber die haben ja auch einen freien Willen.
Ja, genau. Die haben, der Einzige, der mit freien Willen ausgestattet wurde, war Lucifer. Er hatte freien Willen. Aha, okay. Ich dachte, und die alle anderen Engel wurden verführt von Lucifer. Und es haben ihnen eine Schar von Engel gefolgt. Und wurden samt Lucifer rausgeschmissen aus dem Paradies. Warte ganz kurz. Ja. Ja, Leute, an die ganzen Zuschauer, kommt zum Herrn Jesus Christus. Er ist da auf diese Erde gekommen, um uns zu retten. Ihr müsst euch vorstellen, die Liebe von unserem Herrn, der als demütiger Knecht hier hinkam und sich sogar bespucken ließ von seinem eigenen Volk und ans Kreuz ging und keinen Mucks gesagt hat, also wirklich gar nichts. Und ja, das Blut ist für uns vergossen worden und ja, wir müssen ihn annehmen als unseren Herrn und Heiland. Danke dir, mein Lieber. Okay, mein lieber Gameboy. Gott segne dich und deine Familie. Danke dich auch, Amir. Mach's gut. Tschüss. Ja. Ahmad, ich nehm dich nicht hoch. Das geht nicht. Du brauchst keine Anfrage zu stellen. Ich nehm dich nicht hoch. Du kannst ja nicht erwarten, dass du 50 Mal meine Familie beleidigst und dann komme ich noch und sage, komm hoch, Ahmad. Unglaublich. Genau. Ich glaube, es ist besser, dass du auf Ewigkeiten blockiert wirst. Was? Suche 23, Vers 96 wäre mit dem, was besser ist, das Böse ab. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Es gibt Jins, und wenn man Koran rezitiert, lassen sie dich in Ruhe. Wie erklärst du sowas? Wo gibt's denn sowas? In Sure 72, Sure Al-Jin, hören sie einen Koran und das gefällt ihnen. Satans Dämonen gefällt der Koran. Ja, wenn er einen schönen Koran gehört, der zur Rechtleitung führt. Wow, Allahs Worte sind wundervoll. Ah, unglaublich. Um solche Leute wie euch auszutricksen, damit ihr dem glaubt, was Allah da herabgesandt hatte. Ja, wundervoll. Dankeschön, Miguel. Danke. Was sagst du zu Marmari? Ja, schlimme Situation für ihn, ne? Dass da jemand kam, um ihn zu ermorden, ne? Und das auch noch vor Livestream, Live-Kamera, ne? Also bei einem Livestream, ne? Vor Kamera. Unglaublich. Die Religion des Friedens, ne? Ja, und dann haben sie ihn natürlich festgehalten. Genau, ich habe noch vor, weiß ich nicht, ein, zwei Tagen, bevor das passiert ist, hat mich jemand hier gefragt, einer der Muslime, sagte noch zu mir, ja, was willst du denn machen, wenn dich jemand so versucht zu schlagen oder gar, ne, das, was dem Marmari passiert ist? Da habe ich gesagt, ich hätte versucht, den Angreifer, oder ich würde versuchen, in dem Moment den Angreifer so gut es geht, dann Ding festzumachen und zu festzuhalten, damit die Polizei kommt. Ne, ihn nicht zu schaden, aber so weit so zu außer Gefecht zu setzen, so dass die Polizei ihn dann mitnimmt. Aber ihn nicht so fast halb tot zu schlagen oder was, ne? Und dann auf einmal siehst du, dass genau diese Gemeinde, diese Kirchen, also diese Gemeindemitglieder dieser Kirche genauso gehandelt haben, wie ich das gesagt habe. Heftig, ne? Und die haben ihn so festgehalten. Und der eine hat ihn noch so auf den Kopf gestreichelt. Meinte, ja, ja, rede du mal mit deinem Shaitan da, ne? Aber die haben den nicht geschlagen, ne? Habt ihr gesehen? Die haben den noch ganz sanft behandelt. Und dann hast du den Mob von draußen gesehen. Bringt ihn raus, komm, hau ihn mal platt, ey! Mörder, Mörder! Heftig, ne? Ja, die Gemeindemitglieder haben mehr den Herrn vertreten als diese Leute, die da draußen waren, die sich Christen nennen. Wahnsinn, ne? Ja, so sollte es sein. Du sollst deinen Feind nicht umlegen. Das haben wir nicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Neuen Testament. Nein. Im Neuen Testament heißt es, dass du ganz anders handeln sollst. Natürlich ist das schwierig für uns. Sehr, sehr schwierig. Denn unser Fleisch brennt mit uns durch. Ich sag's euch. Ultra schwierig, ne?
Weil die natürlichste Reaktion eines Menschen ist ja, wenn du zu ihm kommst, ihm eine gibst, dass er sich sofort wehrt. Das ist ja. Aber ja, ich hoffe nicht, dass wir in irgendeiner Situation kommen, wo wir. Ja, natürlich, jeder von uns hat Wut, ne? Du siehst ja, dass sie das total ausnutzen, ne? Ami, wieso kommst du so selten abends live? Ja, ich bin auch K.O., hallo? Ganzen Tag unterwegs. Und dann muss ich noch live euch bedienen hier. Abends muss ich auch noch hier euch für euch Bedienung machen. Gottes Segen, Ami. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch. Ja, bei mir ist genau das Gleiche, diese Wut innen drinne. Wenn ich bei dir im Live bin, ist wirklich, da geht die wirklich runter. Du kannst mich irgendwie immer runterbringen, das ist gut schon mal, weißt du. Du müsstest mal öfters live kommen. Also lass mich ja nicht so zwei Tage mit Wut, weil sonst weiß ich nicht, was ich mache. Lass mich bloß hier nicht mit Wut stehen. Ich brauche eine Dosis. Wenigstens einmal am Tag, dass ich dich anschaue und dann passt das. Ja, nein. Letztens habe ich auch gesagt, was sollen wir denn machen? Aber du hast recht, das ist einfach so. Oder? Wir müssen ruhig bleiben, trotzdem beten. So ist das. Ja. Und wir wollen oder nicht, wir haben den Herrn Jesus Christus als unseren Herrn und Gott. Und wenn der Herr sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und die segnen, die uns verfluchen und bitten für die, die uns beleidigen und verfolgen, dann weißt du ganz genau, dass du nicht mit dem Herrn Jesus Christus einen Krieg, weder einen Krieg anzetteln kannst oder die Menschen schaden kannst. Ne? Das war's. Ja, gestern war ich aus Versehen in so einem Livestream, wo die anderen da sind. Ich sag jetzt auch keinen Namen. Liebe zu Haschisch und so, weißt du doch, ne? Und ich bin... der ist auch gut, Liebe zu Haschisch, ey. Den muss ich mal merken. Aber ich bin, Alter, so abgetickt, ich hatte so Aggression, weil er so geredet hat und dann siehst du den Chat, wo die sagen, boah, du bist so gut und du kannst das so gut erklären und da habe ich noch mehr Ausraster gekriegt, dass die Leute das wirklich so glauben, wie er das sagt, weißt du? Dass sie nicht wirklich mal prüfen, was es ist. Der sagt, dass bei uns so komische Dinger stehen mit Kinder und weißt du, so, das hat mich so aufgeregt und die Leute haben es noch geglaubt und dann sagen die, zum Glück bin ich Muslim und so, weißt du, so. Das hat mich voll aufgeregt, wirklich. Aber dann bin ich halt wieder runtergekommen, dann warst du wieder da und ist gut wieder. Das ist schon krass. Ja, Gott sei Dank. Und sonst Gott bei dir alles Dank. Gut, ja? Ja, sonst bei mir alles gut. Ich gehe mich wieder hinter Hijab verstecken, weil ich wieder weiterfahren muss. Okay. Alles gut, dann Gottes Segen und dann hören wir uns irgendwann mal nochmal, ne? Okay, ne, lass dich nicht vom Bösen leiden. Ne? Überwinde das Böse mit Gutem, das sagt der Herr, ja. Ne? Ja. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ja, ist natürlich schwierig, ne, in dieser heutigen Zeit, wo wir wissen, dass die Muslime und Andersgläubige uns gar nicht so mit Liebe und alles begegnen, ne, und uns eigentlich behandeln wie was weiß ich was. Ja, und wir müssen halt segnen, weil das ist wirklich ultra schwierig, ne? Ultra schwierig, da das Ganze in die Tat umzusetzen. Und jetzt werde ich gleich noch gesperrt. Ja, die Worte des Herrn sind klar und deutlich, ne? Dass wir unsere Feinde lieben sollen, ne? Und denen nicht schaden. So wie ich euch auch erklärt habe durch den Apostel Paulus, als er sagte, speise deine Feinde, damit sie sich heiße Kohle auf dem Haupt sammeln, ne? Damit sie wissen, zu wem ihr gehört, ne? Und weg ist der Armin. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal ein bisschen offline. Ich glaube, ich komme dann gleich noch mal live, ne? Wenn ich zu Hause bin. Gottes Segen, ihr Lieben. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten da in irgendeine Weise zum Bösen verleiten und verführen, ne? Betet, dass die Menschen zum Herrn kommen und dass sie wahrhaftig dem Herrn Jesus Christus folgen, auch wenn es steinig und schwer ist, ne? Okay, Gottes Segen, ihr Lieben. Bis später oder bis gleich, ja? Ciao. Ist das ja okay? Also. Ja. Ja, leider geht das ja nicht. Aber ich wollte mich nochmal persönlich bei dir bedanken.
Oh, das ist aber jetzt Gott segne dich wieder. Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, mein Lieber. Amen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch, mein Bester. Ciao, ciao. Danke, ciao. Also, ich sag dir ehrlich, der davor, der gerade drin war, seine Stimme hat sich voll schwul angehört. Ist nicht schlimm, lass ihn, deine Stimme hört sich auch nicht gerade super an. Nicht schlimm. Ja, also, sie ist nicht schlimm. Ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich auch. Und was machst du sonst so? Mit dir reden? Ja, okay, greif mich auch nicht so an. Warum bist du denn angegriffen? Weiß nicht. Darf ich jetzt einfach so jetzt drinnen bleiben, so als Deko? Ja, warte ganz kurz, ich muss nur ganz kurz was erledigen. Ich denke, von draußen hast du eine bessere Dekoration. Du bildest eine bessere Dekoration, wenn du rausgehst. Ist das eine... Ich sehe schon aus mit meinen Augen wie so ein Chinese. Danke, Toni. Richtiger Chinese. Chinese. Ach, die haben alle Kamelurinleitungen. Das ist nicht gut. Ja, 313. Das ist schiitisch. Amir, ja. Was hältst du von schiitischen Hadithen? Sag mal ehrlich. Du berichtest ja so sehr viel über sunnitische. Ja. Ich will mal deine Meinung über schiitische wissen, ehrlich. Jetzt ohne Spaß, Spaß beiseite, du kennst dich ja. Ich hoffe, du kennst dich mit den schiitischen Hadithen aus und du hoffentlich weißt ja auch, wie die vorgehen. Also die Schiiten haben ja keine Sahih-Werke zum Beispiel jetzt. Mit dem Titel Sahih al-Bukhari, Sahih al-Irgendwas. Ja, aber die haben zum Beispiel zwei klassische Werke. Das ist einmal Bihar al-Anwar, okay, und Al-Kafi. Das ist so mit unter den Schiiten das weit verbreiteste, was die so als für sich selbst als authentisch einstufen. Das kommt so Sahih Bukhari und Sahih Muslim für die Schia sehr nah dann, ne? Okay, was ist deine Meinung über Schiiten? Also denkst du, Schiiten verschönern einfach nur den Islam für dich? Weil bei den Schiiten ist es ja so, also im Gegenzug zu den Sunniten, hat ja der schiitische Gott keine zwei rechten Hände und ist mit seinem Schienbein im Höllenfeuer. Ja gut, aber dafür gibt es Überlieferungen, wie der mit seinem Hintern auf dem Thron sitzt. Ja, okay, jetzt pass auf. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass die Schiiten keine Sahih-Werke haben. Also entweder es widerspricht dem Koran, okay, und wird abgelehnt, weil es dem Koran widerspricht, oder du schaust dir an, ob die Quelle von mehreren bestätigt wurde oder nicht. Was ist denn laut deiner Meinung, was hast du denn für eine Meinung über den Thron Allahs? Ist das ein physischer Thron oder ist das seine Macht? Also ich bin der Meinung, jetzt nicht nur ich, von den Werken der Schiiten, wird gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala unabhängig von Raum und Zeit ist. Und dazu gehört auch, dass er nicht über seinen Thron erhaben ist. Weil wenn er über seinen Thron erhaben ist, okay, war er es davor nicht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala war davor an einem ganz anderen Ort und ist erst seinem Thron erhaben geworden. Verstehst du, was ich meine? Aber ist dieser Thron ein etwas Physisches oder ist das seine Kraft, Majestät oder was auch immer? Ja, das ist seine Kraft, seine Majestät. Oh. Hast du den Koran bei dir? Nochmal? Hast du den Koran gerade zur Hand? Okay, aber wenn du mir einen Koranvers bringst, okay, dann möchte ich, dass wir mit einer Exegese vorgehen. Das ist ja kein Problem, ist ja kein Thema. Der Koran sagt ja auch in sehr vielen Stellen, dass er klar und deutlich ist. Aber du weißt ganz genau, dass du den Koran nicht selber interpretieren darfst.
Also du brauchst immer zu jedem und du brauchst immer zu jedem. Das ist ja kein Thema, das wirst du ja sofort merken. Also das da brauchst du ja, nicht. Du brauchst zu jedem Vers brauchst du eine Exegese. Okay, und jetzt kommt's. Die Sunniten haben ja ihre eigene Exegese. Okay, und die Schiiten haben auch ihre eigene Exegese. Du kannst mir keine Exegese der Sunniten. Nee, ich hab du kannst mir keine Exegese der Sunniten bringen, wenn ich Schiite bin. Nein, ich hab aber ich habe eine andere Frage an dich. Ich kann lesen, kein Problem. Aber bringe mir eine schiitische Exegese dazu. Kein Problem, ich bin auch da. Du bist doch ein Schiite. Du kannst doch selber deine eigenen Exegesen haben. Ja, guck mal, wenn du mir mit einem Vers kommst, dann bringe mir die Exegese dazu. Du redest doch ach so groß. Du sagst doch, du bringst mir jetzt einen Vers. Bring mir eine Exegese. Ich werde einen schiitischen Exegesen für dich aufschlagen, oder was? Ja, siehst du, guck mal, wenn du jetzt redest ohne irgendeine Exegese. Denn, ich kenne mich überhaupt nicht aus in der Exegese. Ja, Ami, siehst du, verstehst du? Das ist das Ding. Wenn du dich nicht auskennst. Nein, ich wollte damit sagen, nicht, dass ich nicht die ganzen Leute sozusagen kenne oder die Namen. Ich meine, gibt es eine Seite so wie altafsir.com oder. Ja, Hubal Ali zum Beispiel, kennst du nicht? Wie? Hubal Ali? Ja. Wie wird das geschrieben? Sag mal. Ja, Hub El Ali. Hub. Okay. Ali. El Ali und dann .com. Das ist ein Tafsir der Schiiten. Ehrlich? Ja. Hub, also H-U-B, ne? Genau. El Ali zusammengeschrieben und dann .com. Das ist ein Tafsir der Schiiten. Sehr, sehr gut. Von Abu Ja'far, der sagte, wer eine Religion gründet, ohne von einem Wahrhaftigen zu hören, dem würde Allah die Abwanderung bis zum Tag von Qiyama aufzwingen. Was sei Al-Dayat? Ah, da gibt es auch, du findest dort vieles zu jedem. Siehst du direkt Bihar al-Anwar, siehst du auch, Bihar al-Anwar ist hier vertreten. Ja, ist ja allgemeine, also guck mal, das sind ja Al-Askari, das Buch von Sulaim bin Qais al-Hilali, Ahadith der Unfehlbaren über Tachlid und Ijtihad. Wo findet man das denn? In welcher Rubrik? Hier oben oder was? Ganz sicher. Das ist eine offizielle Seite und dann gibt es ja diese Chapter. Genau. Amir, ja. Weißt du, du weißt doch, was eine Hypostase ist, oder nicht? Ja, so wie der Herr sich aufgeteilt hat in zwei. Ja. Aber guck mal, die Christen, oder du gehst ja davon aus, dass Jesus gesandt werden kann, oder? Also Jesus wurde ja gesandt, stimmt? Der Vater sendet den Sohn, genau. Genau, guck mal, nein, nicht. Jesus wurde gesandt, oder? Vom Vater, genau. Okay, genau. Wenn Jesus gesandt wurde und Jesus irdisch auch 100% Gott war, weil ja der Heilige Geist in Jesus gelebt hat. Okay? Von wem wurde dieser Gott, der auf der Erde gelebt hat, von wem wurde dieser Gott gesandt? Vom Vater, stimmt? Okay. Dann haben wir jetzt aber zwei Hypostasen, weil Hypostase bedeutet ja Person, oder nicht? Also eine Hypostase ist eine Person. Die Definition von Hypostase kann mehrere. Nee, die Definition von Hypostase ist Person. Und wenn Jesus irdisch gesandt wurde von einer anderen Hypostase, dann haben wir zwei Hypostasen. Warte, ganz Personifizierung göttlicher Eigenschaften oder religiöser Vorstellung zu einem eigenständigen göttlichen Wesen, zum Beispiel in der christlichen Theologie die drei Personen der Trinität. Hypostase ist ein Begriff, der seit der Spätantike in philosophischen Texten verwendet wird, zunächst für den konkreten Bestand einer Sache. Ja, der Herr Jesus Christus, zu seiner göttlichen Natur hat er sich auch eine menschliche Natur genommen. Ne? Er war schon in Ewigkeit Gott, in Johannes 17,5 lesen wir das, auch in Hebräer 13,8 und Hebräer 1,8-12. Und auch die ganzen Querverse, wie er zum Beispiel zu den Juden spricht und sagt, ehe Abraham wart, bin ich. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben und. Ne? Du siehst, dass der zum Beispiel die Namen, also den Namen Gottes sich gibt. Ne? Ich bin ja, der. Du bist gar nicht auf meine Frage eingegangen. Amir, ich habe dich doch gerade gesagt, dass
dass Jesus, okay, nach der Dreifaltigkeit, nach der Trinität, ja drei Hypostasen hat. Den Heiligen Geist, den Sohn selbst und den Vater. So, jetzt wurde ja Jesus, ganz kurz, Jesus wurde ja gesandt. Jesus wurde gesandt. Nein, du darfst das nicht, du bringst das durcheinander. Der Sohn Gottes löste sich los und kam als ein menschliches Wesen auf die Erde. Und so sagt es uns auch der Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 6 bis 11. Der Sohn Gottes kam auf diese Erde, aber er hat immer schon dieses ewige Wesen Gott geteilt mit dem Ich Vater. Weiß, ja, danach gehen die Christen ja, dass der Heilige, in dem der Heilige Geist in Jesus gelebt hat, war Jesus auf der Erde ja 100% Gott. Und die Frage nochmal, wenn Jesus eine Hypostase bildet, okay, und der Vater auch eine Hypostase bildet, der Heilige Geist auch eine Hypostase bildet, haben wir drei Hypostasen, stimmt? Innerhalb des einen Gottes, ja. Genau, wir haben drei Hypostasen. Okay, aber diese drei Hypostasen, okay, sind ja unabhängig voneinander. Die sind ja nicht eins. Ja. Okay, aber wie guck mal, du hast doch gerade bejaht, dass diese drei Hypostasen unabhängig voneinander sind. Ja, wo ist das Problem? Wie beinhaltet dann Jesus drei Hypostasen? Jesus beinhaltet nicht drei Hypostasen. Er hat zu seiner göttlichen Natur auch eine, menschliche Natur angenommen. Er hat zu seiner göttlichen Form, die er damals hatte, hat er sich losgelöst und hat eine menschliche Natur auch übernommen. Damit du das verstehst, nicht durcheinander bringst. Nicht Heretik hier rein. Wo habe ich das jetzt durcheinander gebracht? Ja, du redest da quasi von irgendwelchen, der Vater und der Heilige Geist, der, was du da alles erwähnt hast. Du hast gerade erklärt, dass der Heilige Geist, der Vater und der Sohn eins sind. Okay, die sind ja eins. Aber gleichzeitig hast du erklärt, dass es drei Hypostasen gibt und alle drei voneinander unabhängig sind. Ja, sie sind alle. Ja, das widerspricht sich doch, Amir. Nein, das widerspricht sich überhaupt nicht. Okay. Sie teilen das gleiche ewige Wesen, und zwar Gott. Jeder von ihnen teilt, der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist nicht der Vater. Aber der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Was machst du denn von Allah Schienbein? Lass uns mal lieber über Allah Schienbein machen. Warte mal, Amir, Ich bin ja kein Sunnite. Bei mir kannst du ja sowas sehen. Ist ja kein Problem. Sag mal bitte Sura 68, Vers 42. Amir, warte mal, Amir. Du hast dich doch gerade widersprochen mit deinem eigenen Satz. Nein. Du hast doch gerade selber gesagt, dass die unabhängig voneinander sind, aber trotzdem eins bilden. Und dann hast du wiederum gesagt, dass der Vater nicht der Sohn ist und der Sohn nicht der Vater ist, aber trotzdem sind sie eins. Siehst du, wie behämmert du bist, dass du nicht mal in der Lage bist, zwei Sekunden zuzuhören? Ich höre doch davon. Weißt du auch wieso? Weißt du auch wieso? Weil ihr Schiiten glaubt, dass wenn ihr gelbe Schuhe anzieht, dass ihr besser einen hochbekommt. Sehr, sehr gut. Bei uns, guck mal, bei Schiiten kommst du nicht weit. Das ist das Problem. Ey, ihr Lieben, die Sunniten haben schon kranke Hadithe, aber das, was die Schiiten da machen, absoluter Wahnsinn. Bei den Schia, die glauben, wenn du gelbe Schuhe anziehst, dass ihr PNIS so richtig gut steigt. Ah, Amir, laber, guck mal, du redest wieder groß. Lass uns darüber mal ein bisschen lachen, über gelbe Schuhe. Du machst dich ja nur mit Sunniten. Du kommst ja nur bei Sunniten sehr weit. Weißt du, was ich meine? Bei Schiiten kommst du doch gar nicht voran. Stimmt das nicht? Das stimmt nicht. Soll ich dir die Überlieferung bringen und die ist authentisch? Okay, wenn du mir nachweisen kannst, dass diese Überlieferung authentisch ist, Amir, und ich dir sagen kann, dass wir keines, zum Glück haben die Schiiten keine Sahih-Werke, weil sonst würde es ja einen so großen, keiner erachtet das als authentisch, oder wie? Nochmal? Also ihr überliefert einfach irgendwas über Mohammed und niemand klassifiziert das. Nee. Also guck mal, du weißt ja, dass es bei den Schiiten Akhbaris gibt und Usulis gibt, stimmt? Ihr habt aber Werke, die von euren Gelehrten als Daif... Nein, guck mal, Usulis sind ja diejenigen, die an Khomeini, Sistani, Shirazi, an solchen dummen Menschen festhalten. Und dann gibt es ja Akhbaris, die nur an Menschen festhalten, die sündenfrei sind. Okay? Okay, deine Imame sind also sündenfrei, ne? Natürlich. Habt ihr das gehört, was der macht? Seine Imame sind sündenfrei. Wer außer Gott ist denn sündenfrei? Nochmal?
Wer außer Gott ist denn sündenfrei? Deine Imame und Gott, ne? Alle Propheten waren sündenfrei. Ach so, schlag mal bitte Sura 48, Vers 2 auf. Mal gucken, ob die sündlos waren. Sag mal, hast du... Bring mir eine schiitische Exegese dazu. Ich bring dir Koran. Was erzählst nein, du? Nein, nein, guck mal. Ey, Amir, du weißt ganz genau, dass du ohne eine Exegese nicht weit kommst. Was redest du? Sag mal, willst du mich gerade verarschen? Ja, Amir, du auch eine Exegese, wenn mal, da steht, dass du der... Hast eine Aufmerksamkeit, du hast eine Aufmerksamkeit, Schwanne von 2 Sekunden. Hör mir zu. Du kommst ohne eine Exegese, kommst du doch gar nicht weit. Das geht doch gar nicht. Du brauchst eine Exegese für einen ganz klaren Vers. Willst du mich gerade veräppeln? Du brauchst für den kompletten Koran brauchst du eine Exegese. Amir, was redest du? Schämst du dich, deinen Koran rauszuholen und Hasanat zu sammeln? Amir, was redest du? Du brauchst doch für jeden Hol dein Koran oder geh raus. Hol dein Koran oder du gehst raus. Du, wie bitte? Hol dein Koran oder du gehst raus. Bring mir eine Exegese. Du sollst mir eine Exegese. Wieder sagt Exegese. Er will nicht mal seinen eigenen Koran aufschlagen. Habt ihr schon mal sowas gehört? Oh, Amir, guck mal, vertuscht. Er sagt, Amir, komm, lass uns den Koran aufschlagen. Ich will du, hast doch, du willst mir doch einen Vers bringen, dann bringe mir die Exegese. Ich will, dass du den mit deinen eigenen Augen liest erstmal. Lies mal bitte. guck mal, Amir, ich kann gerade nicht. Guck mal, Amir, bring mir einen kleiner Schlingel, du. Amir, du sollst mir eine Exegese bringen. Du verstehst das nicht. Du hast gerade gesagt, dass die Propheten sündlos sind. Mal gucken, was der Koran dazu sagt. Komm. Okay, bei Koran kannst du nichts mehr sagen. Das ich, bin das gleich, ich bin gleich zurück. Sag mir nochmal, welche Suche und welchen Vers. Nein, ich möchte, dass du hier drinnen bleibst, nicht gleich zurück. Ich bleib drinnen, ich gehe nicht weg. Keine Angst. Ja, okay, dann hol mal den Koran. Du hast auch keinen Koran zu Hause, ne? Doch, ich habe einen Koran zu Hause. Sag welchen Vers. Hol mal. Sag welchen Vers und sag welche Sure und welchen Vers. Sure 48, Vers 2. Okay, ganz gut. Sure 48, Vers 2. Ja. Okay, ganz gut. Das ist ein Koran, Google. Habt ihr das gesehen? Wie peinlich der Typ ist, ist unglaublich. Da geht jetzt Onkel Google fragen. Weil sein Koran bezeugt, dass die Propheten gesündigt haben. Und nicht nur in Sura 48, Vers 2, sondern 47, Vers 19 genauso. Okay, und was willst du mir jetzt damit beweisen? Lies uns bitte vor. Wenn ich hier rausgehe, hörst du mich nicht. Du hast doch gerade vor uns allen gesagt, vor 900 Leuten, dass du den Koran... Guck mal, Amir, wenn ich hier rausgehe, hörst du mich nicht. So das allerschlimmste Lügner. Ey, Amir, guck mal, ich sage dir doch gerade, wenn ich hier rausgehe... Du Grund und Boden, du elender Lügner. Oh, Amir, guck mal. Ist das Takia, ne? Takia hast du gemacht gerade, ne? Was? Warum Takia? Ich bin doch auch da, hä? Hast du nicht gerade vor 900 Leuten gesagt, ich hole jetzt meinen Koran? Ja, aber es heißt, ich kann es gerade... Amir... Ich habe nicht gelogen, ich habe den immer noch da, ich habe den da, okay? Ja, aber wenn ich jetzt hier rausgehe, guck mal, wenn ich jetzt hier rausgehe, hörst du mich doch gar nicht, Amir. Ich habe dich gerade gefragt, hol dein Koran hier hin, hast du gesagt? Ich habe den Koran hier, aber ich kann gerade nur am Handy bleiben. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen, komm. Mach, dass du hier Land gewinnst, unglaublich. Jetzt sag noch, ich hole mal den Koran, ist das zu fassen? Du kleiner Stängel, du. Wie der noch lügt. Das ist unglaublich. Wie abgrundtief böse, ey. Es ist so heftig. Ja, hol doch, hast du Koran, hol doch den Koran. Er hat doch gesagt, ich hol Koran. Der weiß ganz genau, dass sein Koran ihn demoliert. Hansi wartet auf dich. Oh, Hansi, der gibt nicht auf, der will immer weitermachen, der Typ mit Bernhard und Bianca da. Hansi, der alte Bernhard und Bianca. Der heilige Bernhard. Ich gehe kaputt, einen behämmerteren Typen habe ich nie gesehen in meinem Leben. Ja, jetzt zeige ich dir. Welche Quelle ist das, Hansi? Ja, ich zeige dir. Guck jetzt. Kuffer pur. Das hat er gut gelernt. Kuffer pur. Allah's punishment will turn your laughs in tears. No, we laugh at Allah's leg. We laugh at this.
hairy leg and his magnificent foot and his two right hands, his two right beautiful hands of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana. Subhan. Unglaublich. Amir, kein Hayabobo, bin müde, ja. Dann geh dich hinlegen. Hol dir deinen Schlaf, ich mach noch ein bisschen Nachtschicht. Ich mach Nachtschicht. Hallo Amir. Hört man mich? Ja, man hört dich. Eine Frage, der Islam sagt ja, dass es über 125.000 Propheten gab. 124.000. Wie kommt es, dass keiner von den 124.000 gepredigt hat, dass Kamel Urin heilt? Hast du dafür eine Erklärung? Ja, die anderen haben dann gesagt, dass die Pipi von Mohammed dann heilt und die Kacke von Du musst dir mal vorstellen, so von Anbeginn der Zeit hat Allah durch Mohammed die ganze Welten geschaffen, also nur für ihn. Vor Adam hat er die ganzen Welten für Mohammed geschaffen. Heftig, ne? Jetzt ist er raus. Ja, hallo, Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie. Mir gefällt das sehr gut, was du da machst. Ja, mir gefällt das auch. Ich habe mal eine Frage zum Koran. Und zwar, der wurde ja 600 Jahre später geschrieben. Und zwar, Mohammed war da in der Hölle und dort ist ihm ja der Engel Gabriel erschienen. Der angeblich Engel. Es war ja angeblich der Teufel, oder? Ja, natürlich. Also ich kenne nicht den Engel Gabriel, dass er die Menschen wirkt. Ne? Oder hast du in der Bibel eine Stelle gesehen, wo er Menschen wirkt? Nein. Ja. Also ist der Koran also eigentlich ein Werk des Teufels? Natürlich. Ja. Aber absolut. Du siehst auch in Sure, da gibt es eine ganze Sure, die heißt Sure der Dämonen. Ja. Und dann hören so Dämonen den Koran so rezitieren und die finden den voll schön, den Koran. Also Satans Dämon. Ja. Ich meine, ich kenne mich mit dem Koran überhaupt nicht aus, aber mit der Bibel ein bisschen. Ich habe vor 30 Jahren, ich habe auf meine Ex-Freundin war Zeugin Jehovas und die Jehova lesen ja auch die Bibel und können die Bibel fast auswendig und durch ihr habe ich einmal angefangen, die Bibel zu lesen. Und fand da ganz interessante Verse drinnen. Also wie die Paulusbriefe oder die Hiobsbotschaften, die haben mir sehr gefallen. Und wie du gesagt hast, es steht ja auch drinnen, es gibt nur faktisch einen. Und es wird ein falscher Prophet kommen. Ja, und plötzlich kommt 600 Jahre danach, kommt einer, also dieser Mohammed, und der sagt, alles andere, alles was in der Bibel steht, ist falsch. Ja, also Gott sich widersprochen, ne? Ja, das ist ja typische Prophezeiung aus der Bibel, dass da dieser falsche Prophet kommt. Bist du aus Österreich, ne? Ja. Ich höre das raus. Also, du gefällst mir sehr gut, ich sehe dich erst seit 2-3 Tagen. Ich habe mir vorher immer in Wegerald. Sagt er dir was? Ja, sag mir was. Ja. Ich finde den auch ziemlich gut. Und der sagt auch, also weil bei ihm im Stream, wenn immer Moslems reinkommen, die fangen immer an zu schimpfen, du Hurensohn und okay, was weiß ich. Das sagen. Also wenn er normaler, ein Deutscher oder ein Christ reinkommt, der schimpft nicht. Aber sobald ein Moslem reinkommt, fängt die an zu schimpfen. Aber wirklich die ärgsten Schimpfwörter. Woher kommt sowas? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum nur die Muslime so sind? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Jetzt hast du schon mal den Film Exorzismus gesehen? Ja, klar. Ja. Hast du da gesehen, wie die Emily Rose geredet hat? Ja. Also welcher Geist ist in diese Muslime drinne? Ja, es ist wirklich so. Ja,
Ja, teilweise kommt man das wirklich so vor. Also das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Also ich zum Beispiel, also ich habe zwei Arbeitskollegen, die sind Moslems. Ich verstehe mich so mit denen extrem gut, wirklich extrem gut. Aber kaum, ich ziehe sie dann manchmal ein bisschen auf mit dem Koran, auch mit dem Mohammed, mit Kinderschänder und so, da werden sie extrem böse. Also da werden sie wirklich aggressiv und die sagen, das stimmt nicht und so. Und aber die, das war ja ein Kind, bitte. Danke. Ja, mein Lieber. Aber wichtig ist, dass du selber deine Seele erstmal in Sicherheit bringst, bevor du dich erstmal mit anderen Sachen beschäftigst. Dass ja, du ja. Na. Jesus Christus bereust und von neuem geboren wirst, ne? Ja. Na, ich bin ganz bei Christus. Ich habe mir gerade gestern wieder den Film Bibel angeschaut, also der ist auch sehr interessant. Ja. Lernst du auch viel über die Bibel und Jesus und alles und ja, Jesus ist für uns gestorben und das ist so. Ja. Ja, Amen. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Okay, danke dir auch. Tschüss. Gelbe Schuhe, der war heftig, ne? Die kriegen einen besseren PNIS, wenn die gelbe Schuhe anziehen. Mit schwarzen Schuhen klappt das nicht so viel. Da kriegen die erektile Dysfunktion. Was für ein Glaube, ist unglaublich. Die Schiiten können sich sogar andere Schiiten zum Beten mieten. Wenn du keine Lust hast zu beten, kannst du einen Schiiten nehmen, der das für dich macht. Hallo? Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Hi, dir auch. Nur eine kurze Frage. Und du kennst dich ja viel aus mit Sprachen und du weißt ganz genau, dass Jesus Aramäisch gesprochen hat, richtig? Aramäisch und Hebräisch, ja. Genau. Und was ist das Wort für Gott in Aramäisch? Eloa. Nicht Elah. Oder Alaha. Genau. Also, damals hat er ja in dem Live geschrieben. Wie hat Jesus Christus, was hat er zu Gott gesagt? Abba. Ja, was hat er gesagt? Abba, was bedeutet Abba? Abba, Vater, ne? Vater, sehr gut. Ist Allah Vater? Allah ist Gott, also wenn du das übersetzt. Also wir sagen ja, oh mein Gott, ja Allah. Oder? Wie nannte Jesus Christus, als er auf Erden war, Gott? Hat er nicht Allah gesagt? Hat er nicht Vater gesagt? Das weiß ich nicht, deswegen ja, frage ich dich. Doch, in zig von Versen, in Johannes 17, Vers 5. Vater. Genau, also, okay, Vater, okay, greater than I und so weiter, okay. Aber das heißt, er hat nicht Allah gesagt, oder nicht? Das ist falsch, ne? Aber ich meine, deine Gedanke ist ja falsch, wenn du schreibst, zum Beispiel, hast ja früher geschrieben in deinem Live, Allah ist Shaitan. Mhm. Genau, diese Aussage ist ja schon falsch, weil du sagst, Gott ist ein Shaitan. Also du kannst ja, die sagen, Allah ist einfach ein arabisches Wort für Gott, weil wir haben kein anderes Wort dafür. Ja, aber du weißt ganz genau, dass Allah ein Eigenname für deinen Gott aus Saudi-Arabien ist. Al ist der Artikel, dieses Al, und La ist der Name deines Gottes. Und das ist der Mondgott aus Saudi-Arabien, La. Nein, also Al ist auf Englisch the genau, God. Der Artikel, genau, das ist der Artikel. Al, La. Und wer ist La? La ist der Gott. Oder ja, nicht? Das ist der Mondgott aus Saudi-Arabien. Hast du Google gerade zur Hand? Ja, ich habe dabei. Gib mal bitte ein vorislamische Gottheiten. Ich muss mit denen hier Unterricht machen. Ey. Boah, um 12:30 sind immer noch 920 Leute hier drin. Wo kommt ihr alle her? Gott segne jeden Einzelnen, der hier drin ist. Ami, bist du eingeschränkt? Nö, ist auch alles gut. Andere sind auch live. Ne? Das ist gerade so ein Kräfteziehen. Wer hat die meisten Leute da und wer macht und wer tut und ne, ja. Ich hab's jetzt. Man hört dich nicht.
Hallo, hörst du jetzt? Jetzt höre ich dich, ja. Ja, ich habe sie jetzt gerade vor mir. Und was stand da? Also Allah oder Ilah ist der Hauptgott bei den Arabern, irgendwie so. Siehst du, dieser Al-Ilah oder Allah ist einfach der Mondgotze Hubal aus den alten arabischen Stämmen. Und er hatte drei Töchter, Allat, Al-Uzza und Manat. Heftig, ne? Und also wenn ich jetzt das Gleiche auf Arabisch google, kommt das Gleiche? Oder ist das, weil ich auf Deutsch gegoogelt habe? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall siehst du, dass da dank dem Internet wir in 2 Sekunden herausfinden können, wo der Islam überhaupt herkommt und wer Allah überhaupt ist. Das ist nichts anderes als ein Götze. Mohammed, der Vater, wie hieß der Vater von Mohammed? Abu Talib. Nein, Abu Talib ist der Onkel. Wie hieß der Vater? Abdullah. Abdullah, was bedeutet Abdullah? Der Beter vom Gott, also der Sklave Allahs. Genau, Sklave Allahs, genau. Ja. Aber Mohammed kannte doch eigentlich gar nicht Allah. Er hat ihn erst gekannt, als Jibril ihn offenbart hat, richtig? Ja, aber das ist, was ich meine, dass die haben ja einen Gott gebetet auf Arabisch, der heißt Allah. Der Vater von Mohammed war ein Qurayshite, richtig? Genau, aus Quraysh, richtig. Und die Qurayshiten waren was? Die waren doch keine Monotheisten. Die waren Kafir, Mushrikin. Du siehst also, dass sie sich nach den Götzen nach den Götzen benannt haben. Abdel Manat, Abdel Uzza, Abdellat und der Vater ist Abdallah, Sklave Allahs. Und das ist nämlich ein Indiz darauf, dass der Hauptgott dieser Allah war und deswegen ist er in die Kaaba reingegangen, hat die ganzen 360 Götzen zerschlagen und hat den Hauptgott Allah gelassen. Das ist die Geschichte hinter Allah. Aber guck mal, aber wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, kennst du Prophet Ibrahim? Das muss ich sagen. Ibrahim, ne? Hm. Der hat ja die Kaaba gebaut, also der war Jude. Das ist euer Unsinn, den ihr da verbreitet. Abraham war niemals da in Mekka oder Saudi-Arabien. Ach so, das ist unsere Geschichte oder was? Ich dachte, das steht überall. Nein. Der Gott der Bibel hat niemals verlangt, dass man nach Saudi-Arabien pilgert, einen Stein umrundet und dorthin läuft, um hier Steine zu küssen. Mann. Nein. Okay, das andere Thema, was ich meine, worauf ich kommen will, der Sohn von Abraham heißt Ismail und der ist der erste Prophet, der auf Arabisch geredet hat. Und dann haben die dieses Wort gestammt und also wir sagen, die Deutschen sagen, oh mein Gott und wir sagen, ja Allah, so wenn etwas passiert oder oh Gott, ja, so etwas runtergefallen, keine Ahnung. Also wir haben kein anderes Wort für, also abgesehen von seinem Namen, also ein Wort in sich, Gott, zum Beispiel, guck nach oben, wen siehst du oben? Gott. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Jesus war Gott, Isa kan Ilah. So, also das Wort ist bei uns schon Allah übersetzt. Das meine ich. Trotzdem bleibt der Fakt, dass der Allah der Hauptgötze der Kaaba war. Und das siehst du, wenn du einfach nur eingibst vor islamische Gottheiten. Und dann siehst du, dass der Allah einfach nur der Hauptgott war, der drei Töchter hatte namens Allat, Al-Uzza und Manat. Und diese drei sind auch im Koran gelandet. Das sind nämlich die satanischen Verse in Sure 22, Vers 52. Mohammed hat seine Knie mit den Quraysh vor den Götzen der Quraysh gebeugt, dieser Allat, Al-Uzza und Manat. Und dann kam Gabriel später und hat ihm gesagt, was hast du getan, Mohammed? Du hast von Satan Verse in den Mund gelegt bekommen. Er hat also Schirk begangen, der Mohammed. Der hat die Götzen von den Quraysh angebetet. Also nicht, also, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade verwirrt, weil ich dachte die ganze Zeit, dass Allah ist einfach ein arabisches Wort, eine Übersetzung für Gott. Du musst dich intensiv damit beschäftigen, glaub es mir. Wenn du ein paar Stunden Recherche investierst, wirst du herausfinden, woher der Islam herkommt, welcher Ursprung und wer den ins Leben gerufen hat. Das ist eine menschengemachte Religion. Das hat nichts mit dem wahren Schöpfer zu tun, der diese Religion, also der den Glauben, den wahren Glauben in die Welt gesandt hat oder gesetzt hat. Der Islam ist einfach ein Götzenkult, mehr ist das gar nicht. Der Mohammed hat einfach von den Sabäern geklaut, von den Persern geklaut, von hier und da geklaut. Und dann hat er seine eigene Religion gebastelt. Wahnsinn, ne? Okay, aber die davor, also wir sagen, das sind Propheten, oder? Was sagst du zu Zacharia, was sagst du zu Abraham? Waren die nicht Propheten? Das sind alles unsere Propheten? Das sind alles die Propheten aus dem Alten Testament.
Genau, aber die hatten ja auch eine Message. Die zum wahren Gott gehören. Ja, was ist denn die Message von Davud gewesen? Von Davud? David, ihr glaubt doch an die Psalmen, oder nicht? Genau. Also, wie heißen denn die Psalmen im Arabischen? Die Psalmen, weiß ich nicht. Du bist Araber, ne? Du weißt das. Sabur heißen sie. Sabur, ja. So. Du glaubst also an den Propheten David. Schlag mal bitte die Psalmen auf im Koran. Die wirst du nicht finden. Hm. Also zurückgehen zu der Bibel. Ja, aber was ich meine, was ich gelernt habe, dass die Propheten, die haben eine Message, dass oben einer ist. Jetzt abgesehen, wie der heißt, Allah oder irgendwas. Es gibt eine Kraft oben, die uns erschaffen hat. Und die wollten die Leute das erklären. Jetzt abgesehen, wie der heißt, es gab ja kein Arabisch vor Ismail. Es gab ja gar nicht. Abraham hat ja auch kein Arabisch gesprochen oder alle. Aber die hatten ja diese Message. Es gibt einer oben, wie Noah. Noah. Deswegen habe ich dir gesagt, der Prophet David sagt zum Beispiel im Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn. Warum liest du das denn nicht? Herr, zwei Herren? Oder? Zwei Herren, genau. Es gibt innerhalb dieses einen Gottes schon mal zwei Herren. Und wer ist der Zweite? Jesus und der Vater. Aber der war doch nicht in dieser Zeit. Jesus ist nach. Ich will dir damit sagen, dass selbst im Alten Testament wir absolute Hinweise darauf haben, dass Gott selber sich in mehreren Personen gezeigt hat. Auch dem Abraham, als er in drei verschiedenen Formen zu ihm kam. Also in drei menschlichen Formen. Das weiß ich. Bei Mamre. Das weiß ich. Ja, du siehst also, dass Gott sich immer in verschiedenen Formen gezeigt hat. Auch als er mit Jakob gerungen hat. Okay. Gut, dann weiß ich nicht. Ich wollte nur das mit dem... auseinandersetzen. Du musst dich mit dem Alten Testament intensiv auseinandersetzen. Du musst herausfinden, ob der Herr Jesus Christus im Alten Testament vorhanden ist, der Sohn Gottes. Und dann wirst du Stückchen für Stückchen herausfinden, dass der Mohammed einfach behauptet hat, ein Gott zu sein. Du bist ein Sunni-Muslim, ne? Ich bin ja... Sunni, ne? Du glaubst also an Bukhari-Muslim und so, ne? Die sind nachher gekommen und ich habe eine Sache gelernt, ich gucke immer ja deine Videos. Ja. Und ich habe meinen Vater gefragt, guck mal, ich weiß nicht, wie du heißt, ich kenne dich nur als X-Muslim. Ich heiße Amir. Amir. Und ich habe meinen Vater gezeigt, guck mal, wow, Amir hat diesen Hadith gezeigt und das mit Aisha und so, stimmt das? Dann hat er mir erklärt, es gibt, also auf Arabisch heißt Israeliyat. Es gibt ja viele Juden oder andere Nationen, die können auch Arabisch perfekt sprechen. Ja. Und dann die denken irgendein Hadith raus und verbreiten ihn und sagen, das ist Hadith Bukhari, Sahih, keine Ahnung, irgendwas, um einfach so Fitna zu verbreiten. Und dein Vater hat versucht, dich gerade reinzulegen, um dich weiter in den Islam drin zu behalten. Ich weiß nicht, aber stimmt, also gibt es sowas? Also ich würd du siehst ja, dass ich für alles eine Quellenangabe gebe. Ich sage zum Beispiel Sahih Bukhari 7439, Sahih Bukhari 4848, Sahih Muslim. Hast du ein Buch geschrieben? Ja. Das ist ein Buch, ne? Das meinst du? Natürlich, das, was ich sage, befindet sich im Buch drin. Okay, das sind einfach keine Sprüche oder habe ich gehört oder aber meinst du, ich stelle mich hin in mein Gesicht und sage einfach irgendeinen Spruch? Nein, natürlich, also du suchst schon alles. Du musst dir Gedanken machen, du musst doch sagen, du bist doch ein schlauer Junge, du merkst doch, der Amir zeigt da Dinge, die wirklich dort drin stehen und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wir können doch nicht einfach blind dieser Religion vertrauen, obwohl wir im Zeitalter des Internets sind und wie Gott uns einen Verstand gegeben hat, den wir einsetzen können, um herauszufinden, ob überhaupt diese Religion die Wahrheit ist. Okay, Amir, aber eine Frage. Also ich bin auch schlau. Also ich denke und ich will Fakten und deswegen will ich auch mit dir reden. Ja, sehr gut. Ich merke auch, dass du ein sehr, sehr vernünftiger. Sei ehrlich, hast du schon mal Koran gelesen? Abi, bitte. Ich habe den Koran komplett durchgelesen und die Bibel auch. Okay. Da steht, da sind doch Sura Maria, also Vers von Maria, Vers von Jesus und so weiter. Kann das sein, dass es irgendjemand das danach geschrieben hat? Also, das ist ja, was ist der Abstand zwischen Jesus und Mohammed? 570 Jahre oder 600 Jahre. 600 Jahre, ja. So, Pi mal Daumen.
es gibt ja Sachen über Jesus, also der wurde ja geschlagen und die wollten den töten und kreuzen und so weiter. Und danach, nach 700 Jahre später, gab es nochmal in einem Buch eine Erklärung, wie das damals passiert. Ich weiß, viele Christen oder sie auch viele TikTok hier, diese Cliff, ein Amerikaner, ich gucke auch seine Videos, er sagt, wie soll ich einen vertrauen, der 600 Jahre nach Christus gekommen ist? Warum soll ich nicht vertrauen, Leute, die Jesus gesehen haben? Matthew, Luke und John. Okay? Aber wie kann das sein, dass er so detailliert und also, wir leben ja auch Christus, das weißt du ja, Jesus gesehen. Es gibt einen falschen Jesus, das ist das. Ja, aber wie kann das sein, dass das so detailliert beschrieben ist, 600 Jahre danach? Bitte nochmal, was hast du gesagt? Wie kann das sein, dass das perfekt detailliert beschrieben ist, 600 Jahre danach? Für Christus meinst du, für Jesus? Jesus, ja, ich glaube nicht, dass... Meinst du? Weiß, guck mal, dass Maria... Guck mal hier, was der Prophet Jesaja, der Herr Jesus, also der allmächtige Gott, der Herr Jesus, hat die Schriftrollen Jesajas finden lassen durch einen Moslem, damit die Muslime aufwachen und sagen und aufhören zu sagen, dass die Bibel verfälscht wäre. Guck mal, das steht 600 Jahre, bevor Jesus überhaupt aufgetaucht ist, über den Messias, der die Sünden der Welt hinwegnehmen wird. Jesaja 53, das ist ist das verbotene Kapitel, was die auch nicht mehr in den Synagogen vorlesen. Guck mal hier. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Guck mal, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Du weißt, als der Herr Jesus Christus geschlagen wurde, er hat nicht mal seinen Mund aufgemacht. Das weiß ich, habe ich auch Film geguckt. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Weißt du noch, als der Herr gesagt hat, wer kann mich einer Sünde bezichtigen? Keiner. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leiden zum Schuldopfer gegeben hat. So wird er Nachkommen sehen, seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele mühsam erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihn die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Absoluter Wahnsinn, ne? Amen. Also, das ist... Hört sich an wie die Kreuzigungsszene, ne? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ne? Eins, das gesamte Leidensweg des Messias. Das ist schön, ich weiß. Und also du kennst ja auch unsere Perspektive, was Jesus angeht. Und das ist eigentlich voll schön. Und ich weiß ganz genau, ich sag dir eine, ich weiß nicht, Theorie, die mein Vater erklärt hat, und du musst mich bitte korrigieren. Also, was mein Vater sagt, damals, die wollten die Römer. Waren die Römer in die Zeiten von Jesus? Stimmt das? Erstmal eine Frage an dich. Die waren die Herrscher dort in dem. Die wollten nicht,
Also guck mal, das wird auch, was Schweinfleisch und Wein angeht, steht, dass Jesus zum Beispiel Wein getrunken hat. Also jetzt die Theorie zu Ende, du musst mich korrigieren. Die haben das nicht akzeptiert, diese strenge Regel mit dem Schwein, die haben dann damals irgendwie alles gegessen und Wein trinken und Alkohol. Dann haben die Römer, das hat irgendwie nicht gepasst, weil die hatten Angst vor Jesus, dass er immer Recht hat und dass die Leute zum Christum konvertiert. Und dann der König von den Römern wollte das nicht akzeptieren mit dem Wein und so. Dann haben die angefangen, in die Bibel, keine Ahnung, komische Sachen zu schreiben und zu ändern. Stimmt das? Nein, nein, du darfst nicht hier etwas durcheinander bringen. Nochmal darauf zurückzukommen, dass du hier das erkennst, was ich dir gerade vorgelesen habe, dass 600 Jahre vor Jesus Christus der Prophet Jesaja das geschrieben hat. Und weißt du, was noch heftiger ist? Guck mal hier ab Vers 5, 53 Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, merkt ihr das, durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wer wird durchbohrt? Der Messias, richtig? Jesus. Mhm. Jetzt pass mal auf, was Gott selber im Alten Test, also nochmal, gehen wir zurück zum Propheten Zacharia. Guck mal hier, genau, was er schreibt. Zacharia 12, 10, guck mal hier. Zacharia hat sich um Maria gekümmert, richtig? Die haben den ausgesucht, weil das der Vater... Nein, ich meine den Joachim ist gestorben. Im Alten Testament. Zacharia. Ja, yeah, ich meine eine Frage an dich, wer war Zacharia? Der war doch diese Person, die sich um Maria gekümmert hat, weil ihre Vater ist gestorben. Zacharia, ich meine Zacharia. Sind die nicht der gleiche? Nein. Okay, Zacharia, Zacharia. Der Prophet Zacharia aus dem Alten Testament, nicht Zacharia. Guck dir das mal an. Zacharia 12,10. Was haben wir gerade gelernt? Wer wurde durchbohrt? Der Messias. Jesus. Der Messias. Sagen wir auch, der Messias. Guck mal hier. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und das Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, durchbohrt haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um den eingeborenen Sohn. Wahnsinn, ne? Eingeborenen Sohn. Ist das doch fassen? Okay. Ich habe auch eine Frage. Ich habe jetzt viele Deutsche gehört, ich bin Installateur, Handwerker. Und wenn wir trinken gehen, die Kinder trinken, keine Ahnung, am Wochenende, dann sagen die, ja, trink mal doch was. Jesus hat auch getrunken. Oder ich habe auch mal gehört, Jesus ist für unsere Sünde gestorben, trink doch was. Ist das, findest du das eigentlich okay? Findest du das schön? Das ist doch nicht schön. Die haben dieses Bild doch kaputt gemacht. Ja, aber warte mal, dein Koran sagt in Sure 16, Vers 67, dass du dir Alkohol gären darfst. Nein, das ist doch tabu bei uns. Guck doch nach. Darf ich die Sura noch? Ja, Sura An-Nahl, Ayah 67. Na, also, An-Nahl? Ja, genau, die Biene. Das ist die Sure 16, Vers 67. Die ist sogar sofort angekommen in der Suchleiste. vielleicht gibt es eine Erklärung, keine Ahnung, aber wir sind doch aufgewachsen, dass uns beigebracht hat, dass das Haram ist. Ja, wusste Allah nicht, dass das Haram ist? Der wusste das. Warum erlaubt er es? Ja, aber ein Gott kann doch niemals uns erlauben, uns so zu betrunken lassen. So, warum? Ja, wie siehst du, dass Allah erlaubt, sich zu berauschen, das Trank herzustellen? Boah, keine Ahnung. Weißt du, was das Grandiose an der Sache ist? In Sure 5, Vers 90 sagt er, dass Alkohol, Losfeil und Glücksspiel das Werk des Teufels sind. Allah war sich also nicht sicher, dass er das Werk des Teufels da erlaubt in Sure 16, Vers 67. Ist das zu fassen? Hm. Nur genau. Sure Al-Maida, Ayah 90.
Surat al-Maida, Ayah 90. Da kannst du sehen, dass dieses Buch nicht von Gott ist. Ja, ich habe es gerade gelesen, aber steht, ja, Johal, Eyolesina Amanu, aufpassen von dem Khamer, ja. Khamer ul Khimar, also aufpassen von denen, sagt er. Berauschenden, denn berauschendes, Losfeile, Glücksspiel sind das Werk von wem? Vom Shaitan. So, und Allah sagt in Sura 16, Vers 67, ihr könnt das Werk des Shaitans machen. Wer ist Allah? Der Gott. Nein, er ist Shaitan. Keine Ahnung, irgendwas ist verwirrt. Okay, wieso dann sind 2 Milliarden Muslime auf der Erde? Und du hast so nach, waren doch nur von einem, erstmal von Mohammed, dann waren wir so, keine Ahnung, 10 Leute, dann 12. Wie kann das sein, dass in 2 Milliarden, sind alle 2 Milliarden falsch? Ich frage mich ja auch immer, also ich bin ja auch geborener Muslim, aber ich muss ja nachfragen, wieso denn gibt es... Das ist das, die meisten Muslime fragen einfach nicht nach und die meisten Muslime leben einfach nur ihr Leben, das war's. Es gibt doch Gelernte, die sind ja auch schlau, es gibt ja Professore, so haben die nicht nachgeguckt, die sind keine Schafe. Nee, das nicht, aber wenn Ignoranz gepaart mit verdorbenen Herzen sich trifft, dann siehst du, was da rauskommt. Krass, keine Ahnung. Eingeboren haben wir keine Ahnung von der eigenen Religion, das ist das. Ja, ich bei mir auch und deswegen habe ich ja auch angefangen zu recherchieren und zu suchen. Ja, sobald du recherchierst, wirst du den Islam verlassen, das ist das. Und viele machen es nicht, weil die den Islam nicht verlassen wollen. Aber hier geht es um weitaus mehr als nur um einen Gegenstand, den wir eventuell dadurch verlieren oder gewinnen. Hier geht es um unsere kostbare Seele, die verloren geht, verstehst du? Wir müssen also uns hinsetzen und dem Ganzen nachgehen und versuchen herauszufinden, ob Jesus Christus weitaus mehr ist als das, was der Koran da über ihn sagt. Ja. Okay, Amir, ich habe eine Frage an dich. Ganz englisch? Ja. Guck dir die Debatte an zwischen Josh McDowell und Ahmed Didat. Die hat mich damals überzeugt, dass ich sofort den Islam verlassen habe und Christ geworden bin. Ahmed Didat hat immer doch gut beantwortet. Ja, und dann hat er einmal in seinem Leben vor einem wahren Christen ist er gestanden. Und das war der größte Fehler, den er gemacht hat. Okay, Ahmed Didat und wen, damit ich das aufschreibe? Josh McDowell. Und dann McDowell. Okay, Ahmed, ich habe eine Frage, aber beantworte mir ehrlich. Ja. Ich glaube ja an Gott, jetzt abgesehen, wie der heißt. Jesus, Allah, keine Ahnung. Ich weiß, dass oben eine Kraft ist, weil ich bin ja geboren und es gibt ja doch einen Sinn von dem Leben. Es gibt ja, wir sind ja keine Atheisten, wir glauben an die Sachen, die wir nicht sehen. Also wir haben ja beide Jesus nicht gesehen oder Gott nicht gesehen. Wenn ich jetzt an Jesus nicht glaube als Gott, aber ich glaube, dass Gott Gott ist, gehe ich in die Hölle oder gehe ich in Paradies? Nein, du wirst für alle Ewigkeiten verloren gehen, weil der Herr Jesus Christus in Johannes 8, Vers 24 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und er sagt das auch heute zu dir. Wahrlich, wahrlich, mein Lieber, wenn du nicht glaubst, dass ich der Herr, dein Gott bin, so wirst du in die Hölle fahren. Das ist das. Das heißt, ich muss an ihn glauben. Du musst an ihn glauben, ja. Der Herr Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu rufen, nicht die, die sich für gerecht genug halten. Und der Herr Jesus Christus gab denen ein Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen, die ihn aufnahmen. Das heißt, wir müssen den Herrn Jesus Christus in unserem Herzen aufnehmen und an das glauben, was er für uns getan hat. Okay, aber das Ding ist, was mir jetzt Angst macht. Guck mal, was mir als Angst macht. Aber jetzt ehrlich, du stehst vor einem Live, vor 1000 Leute. Ehrlich. Ist die Bibel manipuliert? Das hört doch jeder, auch als Kind in der Grundschule. Mein deutscher Freund hatte so einen Spruch gehabt, ja, keine Ahnung, was hat er gesagt? In die Bibel schreibt ja jeder rein. Keine Ahnung. Jemand so einen Blödsinn erzählt, dann ist er ein kleiner Idiot. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber ist so. Dein eigener Prophet sagt in Sunan Abi Dawud 4449, das ist es. Nicht die Tora ist doch Alte Testament, bevor Jesus. Wenn das Alte Testament nicht verfälscht ist, dann brauchen wir auch überhaupt gar nicht mehr Mohammed. Weil das Alte Testament reicht aus, um den Islam den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Das heißt, die Bibel wurde nie manipuliert.
Natürlich nicht. Dein Gott selber sagt in Sure 6, 6, Vers 115, niemand vermag sich die Worte Allahs zu verändern. Also kann man Gottes Worte verfälschen? Nochmal, was hat er gesagt? Allah sagt im Koran in Sure 6, Vers 115, niemand vermag es, die Worte Gottes zu ändern oder zu verfälschen. Genau. Aber er meinte ja, er redet ja über sich, über den Koran. Wer hat denn den Koran, wer hat denn die Bibel, ist Bibel und Tora nicht das Wort von Allah? Das Neue Testament und Tora? Ja, wie ich weiß, Neue Testament ist ja zusammengeschrieben, wovon vier Gospels. Ja, wer hat das Alte Testament und das Neue Testament herabgesandt? Was heißt herabgesagt? Ja, wer hat diese Bücher den Menschen gegeben? Die Propheten. Nein. Ich meine, wer hat das den Propheten gegeben? Gott. Also, wenn Gott sagt, niemand kann meine Worte verfälschen, dann ist das Wort von Allah immer noch gültig. Verstehst du? Laut Koran. Aber wir glauben ja nicht, dass Allah Gott ist. Also dieser Gott aus dem Islam. Der behauptet einfach, Gott zu sein. Aber wir merken ganz schnell, wenn wir den Koran lesen, dass wir es eigentlich mit dem Teufel zu tun haben, der sich im Koran manifestiert. Weil Allah will sich über dem Thron erheben. Deswegen sagt er immer, ich habe mich über dem Thron erhoben. Und dann sehen wir auf einmal in Jesaja Kapitel 14, Vers 12, dass der Teufel sich über den Thron erheben will. Genau. Das heißt, genau, dann ist Allah Satan. Ja, aber das kann, genau, das ist diese Sprachfehler, was ich dir erklärt habe, das ist, bei uns ist ja, du kannst ja Doppelmoral, also doppelseitig sehen. Allah, diesen Gott, den du meintest, oder Gott, Gott. Der kann ja auch Jesus sein, der meinte nach oben, Allah. Nein, es gibt einige Kriterien, die wir beachten müssen. Und diese werden auch genannt, beispielsweise im Alten Testament und der Koran. Wenn wir das Ganze vergleichen, dann sehen wir eigentlich, dass der Teufel im Alten Testament nichts anderes ist als Allah im Koran. Was? Krass. Ich muss mal mehr reinlesen. Ja, du musst dich damit auseinandersetzen. Es geht um deine Seele. Ne? Ich habe meine Entscheidung für Jesus Christus getroffen und es gibt absolut zu erdrückende Beweise für den christlichen Glauben und sehr gute Beweise gegen den Islam. Sehr gute Beweise. Weil der Mohammed wird auch in den Hadithen auch als falscher Prophet entlarvt. In Sure 6, in Sure 69, Vers 44 sagt Allah, dass wenn Mohammed uns etwas erdichtet, wir ihn an die Rechte packen und seine Schlagader durchtrennen würden, wenn er lügen würde. Und dann sehen wir auf einmal in Sahih Bukhari 44, 28, dass er an einem Gift gestorben ist und zu Aisha gesagt hat, oh Aisha, ich fühle immer noch den Schmerz von Khaybar, von dem vergifteten Schaf, das ich aß. Mir kommt es so vor, als würde meine Schlagader durchtrennt werden. Wahnsinn, ne? Als er gestorben ist, also bevor der gestorben ist. Genau, der wurde vergiftet und ist an Gift verstorben. Wahnsinn, ne? Was für ein elendiger Tod, ne? Was? Muss dir mal vorstellen, wie schlau Mohammed war. Der hat ein ganzes Dorf auseinandergenommen, ein jüdisches Dorf auseinandergenommen und dann hat er diese Frauen mitgenommen, erbeutet und hat sie am gleichen Abend du weißt schon, und diese Frauen mussten mit ansehen, wie Mohammed das ganze Dorf auslöscht, die Männer und alles mögliche Nacken therapiert vor ihr, und dann kam Mohammed aber nicht auf die Idee, diese Frau niemals die Köchin werden zu lassen. Da hat er einfach diese Frau, die vorher das ganze Dorf von ihr auseinandergenommen hat, hat sie das Schaf gekocht und ihm das zu essen gegeben. Schau dir mal an, was der Mohammed da macht. Ja, und die hat natürlich das Schaf vergiftet und hat gesagt, da hat der Mohammed gefragt, warum hast du das getan? Und diese Frau hat gesagt, ich habe das getan, um herauszufinden, ob du ein Prophet bist. Denn wenn du ein Prophet wärst, dann hättest du dir nichts angetan, aber wenn du ein König wärst, so würdest du von dem Gift sterben. Also, ne? Okay, aber guck mal, also ich bin Syrer, ne? Ich bin auch in Syrien geboren, ich bin seit 8 Jahren hier. In Syrien und alle arabischen Länder und alle muslimischen Länder, wir hören nur schöne Geschichten von Mohammed. Für uns ist er, wir sind Sunna, das heißt, wir machen nach, was er sagt. Und er sagt, du musst lächeln, der hat das gemacht und das gemacht, so schöne Sachen, seinem Nachbar geholfen. Also ich habe noch nie in meinem Leben so schlechte Geschichten gehört. Wie kann das sein? Sind wir so alle manipuliert? Oder? Das Problem ist, die versuchen das vor dir geheim zu halten. Die versuchen dir einen Mohammed
näher zu bringen, der nur in der Fantasie existiert. Die wollen dir also die harte Seite von Mohammed nicht präsentieren. Also das aber woher gesagt, weißt du, dass das zum Beispiel die Geschichte, die du gerade erzählt hast, auch nicht Fantasie ist? Das ist kein Problem. Also wenn zum Beispiel diese Geschichte sich in der gleichen Quelle befindet, von der du dich ernährst, ich mich aber genauso von dieser gleichen Quelle ernähre, wo seine harte Seite gezeigt wird, was machen wir denn dann? Einmal ist er gut, einmal hackt der anderen die Köpfe ab und einmal macht er das, einmal macht er dies, einmal macht er jenes. Was ist das? Das ist genauso, als würde ich sagen, nur weil Hitler, also was, weil Adi zum Beispiel so Menschen in seiner Umgebung geholfen hat, ist er jetzt ein guter Mensch? Was ist denn mit den 6 Millionen Juden, was er da gemacht hat? Die sind weg, das sind... Also genau ist es bei Mohammed. Nur ich hier und Mohammed. Mich seit meiner Kindheit höre ich nur schöne Geschichten. Auf einmal bin ich aufgewachsen. Deswegen voll verwirrt. Ja, wie kannst du denn einen Mann für gut heißen, der zum Beispiel ein 6-jähriges Kind geheiratet hat? Weißt du, was der mit Aisha getan hat? Das weiß ich, aber wie gesagt, also meine Antwort von meinen Eltern ist, die Propheten dürfen ja nichts machen aus sich selber. Also die bekommen von Jibrail diese engen Befehle und zum Beispiel wie Befehl vom Noah mit dem Schiff und so weiter. Und das war irgendwie ein Befehl vom Gott, keine Ahnung. Ja, also der, dürfte ja nichts von sich selber entscheiden. Und ja. Das Problem ist, dass der Mohammed nach diesem kleinen Kind gelüstet hat und er wusste nicht genau, wie er das machen soll. Und weil die Leute gedacht haben, dass er ein Prophet ist, hat er einen Traum bekommen. Das befindet sich in Sahih Bukhari. Und dann hat er gesehen, wie Jibril ihm Aisha so bringt. Genau. Die müssen erstmal träumen, dann bekommen die so ein... Ja, aber stell dir mal vor, der Mohammed hat einfach Neigung zu einem Kind. Und weil er der Prophet ist, stellen sie ihn auch gar nicht zur Frage, weil wenn das normal wäre und diese Kindersache etwas Normales wäre zu der damaligen Zeit, dann müsste der Vater von Aisha ganz anders reagieren, als Mohammed nach der Hand von ihr gefragt hat. Weißt du, wie er reagiert hat? Gib mal bitte ein... Bukhari 5081. Bleib dran. Ja. Oh, Herr Jesus Christus, hilf dem Kleinen. Öffne du seine Augen, Herr, und lass ihn zu dir finden, Herr Jesus. Öffne du noch ganz viele Augen, Herr. Brother, das Ding ist, wenn ich wieder auf Google gehe, dann bin ich stumm. But I am your brother, hat er irgendwie so gesagt. Genau, der Mohammed hat nach der Hand von Aisha gefragt und der Abu Bakr hat gesagt, but I'm your brother, aber ich bin dein Bruder. Also wir sind nach dem Motto, wir sind im gleichen Alter. Genau. Warum fragst du mich sowas? Da hat der Mohammed gesagt, you are my brother in Allah's religion, but Aisha is lawful for me. Also der Abu Bakr war überhaupt nicht begeistert. Ja, genau, das weiß, genau, die Geschichte weiß ich, Stefan, wollte das erstmal nicht und irgendwie, das war doch ein Befehl vom, ja, keine Ahnung, also ich bin ehrlich, ich keine Ahnung. Ja, das ist eine einzige Katastrophe, das ist das Problem. Und dann sehen wir auf einmal, der Mohammed hält nach der Hand von einem Kleinkind, die 6 Jahre alt ist, an und dann kommt auf einmal Abu Bakr und Omar und fragt nach der Hand von Fatima. Willst du mal die Antwort von Mohammed hören? Von Fatima ist doch seine Mutter. Nee. Seine Tochter. Tochter, genau, Fatima, sorry, seine Tochter. Ja, genau. Also Abu Bakr und Omar kamen auch, um nach der Hand von Fatima zu fragen, der Tochter von Mohammed. Ja, und jetzt hat er gesagt, der hat doch ja gesagt. Nein, ne? Der, weißt du, was er gesagt hat? Sie ist zu jung. Und weißt du, wie alt sie war? Nein. 12. 12. Ja, das war für Mohammed zu jung, aber 6 Jahre geht für ihn. Weißt du, was viele sagen? Die sagen, dass das Alter, was wir jetzt haben, 6, 9 oder dieses Alterprinzip, war damals nicht. Was ich dir damit sagen will, der Mohammed wusste selber gar nicht, was er da macht und was er da tut. Für ihn war auf einmal eine 12-Jährige zu jung, aber selber fragte nach einer 6-Jährigen, die war für ihn nicht zu jung. Weil er die ganze Zeit unter schwarzer Magie stand, der Mohammed. Du kennst ja den Hadith, in dem er verhext wurde. Du vertraust, genau, weiß ich. Ja, du vertraust also einem Mann deine Seele an, der nicht Herr seiner Sinne war. Das ist absolut No-Go. Okay, ich habe eine Frage. Glaubst du eigentlich an Noah, dass der da war
und Abraham und die ganze vor Jesus. Alles, was in der Bibel steht. Alles, was in der Bibel steht, nicht was im Koran steht. Okay, wen haben die denn gebetet? So, an wen haben die geglaubt? Du kannst ja nicht sagen, die haben an Jesus geglaubt. War schon von Ewigkeit her da. Verstehst du? Auch zum Anfangsbeginn der Bibel im Schöpfungsbericht. Und Gott sprach durch sein Wort, es geschehe. Und dann schwebte der Geist Gottes auf dem Wasser. Also Gott, das Wort und der Geist. Ist schon die Dreieinigkeit, ist schon am Anfang der Bibel da. Also diese Trinity. Die Trinität ist schon von Anfang an da. Und warum sagen viele Christen, dass die Trinity 400 Jahre danach gekommen ist? Nein, die frühesten Christen haben an die Trinität geglaubt und dann kam ein Mann namens Arius zu der damaligen Zeit und hat natürlich diese Irrlehren verbreitet und Heresien eingeführt und die damaligen Christen haben sich natürlich gewehrt gegen diese ganzen Sachen. Und der Kaiser Konstantin war ja natürlich der Herrscher über diese Christen in der damaligen Zeit. Und er hatte die Leute einberufen und wollte, dass sie miteinander darüber reden, an was die Bibel jetzt da lehrt. Und dann haben die natürlich festgestellt beim Konzil zu Nicea, dass der Gott der Bibel ein dreieiniger Gott ist und das schon vor Zeiten her so von den Kirchenvätern und alle und von den Aposteln so gelehrt wurde, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist. Verstehst du? Das ist also, du musst dich damit mal auseinandersetzen. Du musst herausfinden, was es mit dem Konzil zu Nicea auf sich hat. Du musst herausfinden, wo der Herr Jesus Christus seine Gottheit bezeugt und. Du musst dich also komplett... Woher seine Gottheit bezeugt? Okay, letzte Frage, bevor ich auch weggehe. Guck mal, Jesus ist ja geboren. Von Maria als ein Miracle. Ja. Also wie sagen, der hat gesprochen als Kind. Glaubst du auch daran? Ja, wo hatte Mohammed diese Geschichte her, dass der, als das dieses Baby... Das Ding ist, die Juden, also wie soll ich sagen, die Juden waren sauer auf Zacharia, weil der war die ganze Zeit da, um auf Maria zu kümmern. Also die wussten, die waren ja sauer auf sie. Die wollten so, woher das Kind, du bist doch Jungfrau. Und dann, um sie sich zu beweisen, gesagt, guck mal, er spricht selber. Und dann hat er angefangen zu sprechen. Woher hat die Mohammed diese Geschichte aus dem Koran? Also das steht in Surah Maryam, das weiß ich. Aber meine Frage ist, woher hat Mohammed diese Geschichte, dass diese Baby Jesus redet? Wie gesagt, also alles, was im Koran steht, ist ja zitiert. Zitiert? Genau, Jibreel ist gekommen und er sagt ihm, schreib so und so. Also so ist passiert. Weißt du, woher Mohammed diese Geschichte hat? Nicht von Allah, sondern die ist aus dem... Diese aus den deuterokanonischen Schriften, das sind absolute Irrlehren, die damals weit verbreitet waren in der arabischen Welt. Und der Mohammed hat sich davon ernährt. Das sind Apokryphen, die als Fälschung entlarvt wurden. Und davon hat der Mohammed sich ernährt und hat behauptet, dass das von Gott ging. Unglaublich, ne? Also das heißt, du glaubst nicht, dass er gesprochen hat als Kind. Das ist Quatsch. Nein. Das ist das Problem, was du hast und nicht verstehst. Deswegen habe ich gesagt, du musst dich damit auseinandersetzen. Denn die ganzen Apokryphen, die falschen Schriften, die als falsche Schriften entlarvt wurden, haben es alle in den Koran geschafft. Das ist richtig. Okay, wie viele Leute hat Jesus wiederbelebt? Der hat also nach meiner Recherchierung 4 Leute. 4 Leute wiederbelebt. Bis er 33 war, also der ist ja 33, habe ich gelesen, dass er immer ein Kreuz ist. War der schon da vor Gott, also da, wo der Leute wiederbelebt hat und war so ein Blinder, der konnte wieder gucken, war der schon Gott? Er war auch Gott auf Erden, ja, 100%. Er war schon Gott als Geburt, also als Kind, war der schon Gott? Ja genau, der Retter ist in die Welt gekommen, in Jesaja 43, 11 heißt es, dass es keinen Gott gibt außer ihm und er ist der einzige Retter. Also Gott ist der Retter. Und dann siehst du auf einmal im Neuen Testament, dass der Retter geboren wurde. Du siehst, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Also sofort, schon als Kind, so vom Bauch rund. Das, was Maria da geboren hat, ist das Wort Gottes, dass Gott selber ist. Ich dachte, er ist wieder Gott zurückgekommen, nachdem er gekreuzt ist. Also der ist im Himmel und wieder zurück, oder? Nochmal, was hast du gesagt? Der ist irgendwie in den Himmel gegangen. Und wieder runter. Kreuzigung meinst du? Na genau,
Ich dachte, nach der Kreuzung wurde Gott. Zur Trinität. Mhm. Das ist auch er kam vor der Kreuzung war er Gott. Muss ich mir vorstellen, er kam als ein menschliches Wesen in das Seine, lebte ein heiliges, makelloses, perfektes Leben, ging ans Kreuz und hat nach dem Kreuzestod, hat er den Tod besiegt, ne? Und ist nach dem dritten Tage wieder auferstanden und ist wieder zurückgekehrt zur heiligen Trinität. Von dort aus kommt er wieder, um die Toten und Lebendigen zu richten. Okay. Glaubst du auch daran, dass er wieder zurückkommt später? Ja, das sagt er selber. Der kommt. Ja, und was sagst du dazu, dass er nicht wusste, wann das ist? He didn't know the hour, just the God. So, ja, in Markus 13, 32, wenn du ein Vers vorher liest, sagt der Herr Jesus Christus, alles wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sie bleiben in Ewigkeit. Kann ein Mensch sowas reden? Meine Worte werden nicht vergehen, sie bleiben in Ewigkeit. Was heißt vergehen? Vergehen heißt also, dass sie verschwinden oder dass man sie vergisst oder was. Nur Gottes Worte können nicht vergessen werden oder vergehen. Ich habe das nicht genau verstanden, sorry. Gottes Wort ist ewig und kann nicht vergehen. Also da gibt es alles, was er Jesus gesagt hat, bleibt. Alles, was Jesus gesagt hat, bleibt, siehst du, weil er Gott selber ist. Genau dieser Vers beweist uns, dass der Herr Jesus Christus Gott selber ist. Okay, und noch eine Zeile. Er wollte einmal zu einem Baum gehen. Das kennst du bestimmt auch, die Geschichte mit dem Feige. Und er wollte daran essen. Aber dann ist er nahe gekommen von diesem Feigebaum und das war keine Feige. Hat sie sich vertan. Nein. Du musst dir vorstellen, dass dieser Baum schon Knospen hatte. Verstehst du? Und da musst du dich auch mit auseinandersetzen, was es mit dem Feigenbaum auf sich hat. Das ist sehr, sehr lang. Da musst du dich durchlesen. Okay. Denn die Knospen sind schon gewachsen, verstehst du? Das ist das. Dass man den Feigenbaum erkennt anhand der Knospen, die schon am Wachsen waren. Okay, gut. Dann will ich lernen weiter. Was, ja. Danke für deine Antwort, Amir. Du wirst das schon schaffen. Darf ich fragen, woher du ursprünglich kommst oder ist das privat? Ja, aus dem Iran kommen. Iran? Ja. Ah, Iraner, krass. Ich dachte die ganze Zeit, ach, aber weil du kannst Ha und Cha und diese ganze schwere Buchstaben. Ja, man lernt das mit der Zeit. Du bist Iraner. Aber du bist hier geboren, ne? Nein, im Iran. Auch in Iran geboren, weil dein Deutsch ist auch perfekt. Ja, ich weiß. Krass. Akzentfrei. Ja, okay. Dann danke dir für diese Aufklärung. Ich werde, wie gesagt, weiter recherchieren und weiter suchen, um die Wahrheit zu finden. Das wirst du schon schaffen. Du bist ein sehr, sehr kluger Junge. Ich weiß hundertprozentig, dass du eines Tages zum Herrn kommst. Amen. Ja. Okay, dann gute Nacht. Und gute Nacht. Wir sehen uns auf anderen Leitungen. Lass dich niemals veräppeln. Ne? Benutze deinen Verstand und recherchiere. Merk bitte meinen Namen, Neji Adil. Neji ist einfach von Naruto, ich heiße Adil. Okay, Adil. Ich würde jetzt die Tage einfach weiter recherchieren und ein paar Fragen aufschreiben. Jetzt keine so Battle-Fragen, so um dich zu testen vor dem Live, sondern einfach so Fragen, die ich noch suche. Ja, und alles. Bitte dich, dass du mich nochmal hochhebst. Alles. Ich versuche mein Bestes, dir immer auf alles zu antworten. Verstehst du? Klar. Ich will. Ne? Okay, dann machen wir so. Gott segne dich, Nadel. Ja, auch. Danke, dass du dabei warst. Ciao, ciao. Möge der Herr Jesus Christus ihn segnen, behüten und beschützen. Amen. Ich mache jetzt gleich Schluss. Wir haben schon 13:30 Uhr. Ey. Das ist Wahnsinn. Amir. Ja. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut geht's mir. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus. Alhamdulillah, mir geht's gut. Was hast du den Kleinen gerade so verwirrt? Ja, hör doch auf damit, die Leute in die Hölle zu ziehen. Der Kleine hat doch Fragen gestellt, ganz normal. Der hat alle seine Antworten bekommen und jetzt geht er selber recherchieren. Der ist schlau, der benutzt sein Hirn. Du hast den Irrlehren verbreitet des Grauens. Ich weiß,
Maximal. Der liegt in seinem Bett noch voll gekifft von gerade eben und redet mit mir. Ja? Was redest du jetzt? Der Selemi. Ist das ein Typ? Der liegt da schön in seinem Bettchen und ist da mit mir am Reden. Das kannst du keinem erzählen. Ja, jetzt, wo das legalisiert wurde, hast du natürlich diese ganzen Leute da. Unglaublich. Hallo? Hallo? Ich hatte da ein paar Fragen an dich gehabt. Oh. Ich wollte nur fragen, wieso du aus dem Islam ausgetreten bist. Ja, der Mohammed hat den Sure 22, Vers 52 von Satan Verse in den Mund gelegt bekommen und hat sie rezitiert. Und er kannte den Unterschied nicht zwischen göttliche Verse und satanische Verse. Er hat seine Knie gebeugt und hat Schirk begangen, eine Sünde, die Allah ihm niemals vergibt. Und darüber hinaus war er in Sahih Bukhari, berichtet uns Imam Bukhari, dass er ein verhexter Mann war und nicht der Herr seiner Sinne war und sich vorgestellt hat, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es in Wahrheit niemals getan hat. Also sowas kann ich niemals folgen. Du kennst es selber überhaupt nicht. Richtig, du hast ja davor gesagt, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam halt, also es nicht von Hazrat Jibreel alaihi wasallam die Offenbarung, also er hat. Ja, der hat von Satan die Offenbarung bekommen in Sure 22. Nein. Doch. Wer hat dir das erzählt? Der Koran? Nein, wo steht das im Koran? Sure 22, Vers 52. Nein. Hast du Tafsir gelesen vom Koran? Habe ich gelesen, Tafsir macht es nur schlimmer. Tafsir macht es nicht schlimmer. Es gibt auch Gelehrten, die das aufklären. Welchen Gelehrten akzeptierst du? Gib mir einen Gelehrten. Bist du eigentlich zu einem Gelehrten gegangen? Gib mir bitte einen Gelehrten. Welchen Gelehrten akzeptierst du? Ich persönlich, ich habe halt richtig über die Religion studiert, weil ich wollte halt richtig damit beschäftigen. Kannst du die Frage beantworten? Was denn? Welche Gelehrten akzeptierst du? Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Jalalain, wen? Ich folge der Rechtsschule Hanafi, aber ich glaube an jeder Rechtsschule. Okay, also die glauben auch an Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Jalalain. Mhm. Ja, also, welchen von ihnen willst du haben? Ja, was denkst du, was ist deine Meinung? Ich frage dich, nachher sag ich, lass uns diesen Tafsir lesen, dann sagst du, ich akzeptiere das nicht. Okay, ja, Tafsir willst du lesen. Bitte? Ja, verstehe, was du meinst. Aber ich deswegen sage ich, frage ich dich. Nein, aber ich verstehe einfach die Sache nicht. Also der Koran hat so viele Wunder in sich. Was ist denn, also erzähl mir mal ein Wunder aus dem Koran. Aus dem Koran? Hast du nicht den Koran gelesen, ne? Ja, ich habe kein Wunder gesehen, ich habe nur Kamelurin gesehen. Nein. Wieso redest du so? Ist die Wahrheit, das ist für mich totale Kamelurin, Mann. Die Wahrheit. Bitte sag sowas nicht, weil guck mal. Wahnsinn. Also, der Koran ist die wahre Religion. Also, es gibt nicht mal eine Stelle, was man nicht versteht im Koran. Ach, da gibt es nicht eine Stelle, was man nicht versteht? Also, ich meine, es gibt nicht mal eine Stelle, die ein Mensch nicht verstehen kann. Also, es ist alles schön ausführlich erklärt. Ausführlich erklärt? Ja. Ausführlich erklärt, wenn du die Bibel nicht zur Hand hast, du weißt noch nicht mal, wer der Name der Frau von Adam ist. Wie meinst du das? Ja, im Koran wird nicht der Name von Adams Frau erwähnt. Wie kannst du sagen, dass der Koran der perfekt ist? Ohne die Bibel wüsstest du noch nicht mal, wer die Frau von Adam ist. Es gibt auch Ahadisse, es gibt auch selbst. Hadisse, jetzt kommst du mit Hadis und Tafsir. Wir reden doch nur vom Koran. Ja, aber Koran ist halt nur eine Sache. Es gibt doch andere Sachen. Im Koran steht es, wie man betet. Also im Koran steht es, dass das Gebet für uns Pflicht ist. Aber wie man betet, von wo lernen wir das? Von Ahadisen lernen wir das. Ach so, also hat Allah nicht den Gedanken gehabt, euch auch das Gebet im Koran zu näher zu bringen, weil das Gebet nicht wichtig war. Er hatte das lieber unsere Menschenwerke gemacht, ne? Nein, das ist nicht so. Du musst halt richtig nachdenken. Ich bitte dich, mein Liebe, je mehr du redest, desto mehr leitest du dich in die Chara rein. Nein, ich leite mich nicht. Ich mache nur Sorgen um dich. Um mich brauchst du keine Sorgen zu machen. Eine Frau, die glaubt, dass Mohammed ihr gesagt hat, dass sie die Mehrheit der Höllenbewohner ist, braucht mir nichts zu sagen. Was meinst du denn? Ja, Mohammed hat gesagt, du bist ein Halbhirn. Er hat gesagt,
die meisten Es gibt Frauen. Gründe, weshalb unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Und was es gibt Gründe, dass er gesagt hat, dass die Frauen dumm sind. Komm nicht mit diesen Fragen an. Also ich verstehe einfach, also guck mal, Christen, die glauben ja halt, dass Jesus der Gott ist. Mhm. Richtig, ne? Aber ich verstehe nicht, wie kann ein Mensch ein Gott sein? Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig. Du verstehst nicht, wie ein Mensch Gott sein kann? Jesus ist ein Mensch. Er ist aus Fleisch und Blut. Aber wer hat dir gesagt, dass ein Mensch Gott sein kann? Ja, weil die meisten Christen glauben, dass Jesus Gott ist. Die Fragestellung ist schon falsch. Wir glauben nicht, dass ein Mensch Gott sein kann, sondern dass Gott Mensch wurde. Gott kann doch kein Mensch sein. Er hat normal alles gemacht. Er war ein Kind, Jesus war ein Kind, hat alles ganz normal gemacht, wie ein Mensch. Und dann sagst du, dass Gott ein Mensch wurde. Aber Allah ist doch ein Mensch. Wie? Allah ist ein Mensch. Astaghfirullah. Ja, in Sura 68, 42, zeigt er seinen sexy Schienbein. Du hast doch keine Ahnung. Aber Allah zeigt dir mal im Mund, wo sein sexy Schienbein in Sura 68. Nein, Astaghfirullah, nein, sag das nicht. So, wenn die 932 Menschen zu, sagst du was nicht. Aber die machen Nachforschung und sagen, Ami hat recht, der ist so wirklich da. Schlimm, was du da sagst. Kennst du dieses eine Lied von Joe Cocker? Und dann zeigt er, dann macht er so diese sexy Beine. Nein, nein, sag sowas nicht. Nein, bitte, guck mal, also ich verstehe allgemein nicht, guck mal, also du bist jetzt ein Christ, ne, also, und die Christen glauben, also sehr viele Christen sind selber verwirrt, ehrlich, die sagen entweder Jesus, wie bitte? Die Christen sind aufgeklärt, alle wissen, dass der Allah einen Fuß hat, dass er ein Schienbein hat, dass er zwei rechte Hände hat. Nein, no? Allah, niemand hat Allah bis jetzt gesehen, weder die Engel. Wieder die Menschen. Wie erklärst du dir denn, dass er so ein Schienbein hat? Allah subhanahu wa ta'ala am Tag des Gerichtes, diejenigen, die nur an Allah glauben, die werden Allah sehen. Und kein anderer. Und die Menschen, die glauben, dass ein Gott zu einem Menschen umwandelt und dann stirbt er auch. Jesus ist doch gestorben, vor allem. Gott kann sterben. Ja. Der Allah sagt von sich selbst aus, dass er Körperteile hat. Ob du daran glaubst oder nicht, aber Allah sagt das. Wo steht es? In Sahih Bukhari 7439, Sahih Bukhari 4019. Sag mal auf Arabisch, bitte. Du bist doch die Araberin, geh und prüf das nach. Ich hab nur Islamwissenschaft studiert, also ich kann Arabisch bisschen. Was meinst du noch schlimmer? Ja, du hast Islamwissenschaften studiert und du kennst das nicht? Also du meinst, ehrlich gesagt, dass Allah das gesagt hat, das ist so schlimm, dass ich habe das nirgendwo gelesen. Ne? Du bist nicht zu Surah Al-Alam gekommen, Ayah 42, da hat er es nicht gesagt, ne? Ja, lies mal dann. Es gibt Aufklärungen, es gibt für alles. Allah subhanahu wa ta'ala hat es nie erwähnt. Akzeptierst du Tafsir Ibn Kathir? Ja. Ja, also dann lies bitte den Tafsir von Ibn Kathir zu Surah Al-Alam. Ja, mach doch mal. Du sagst sowas nicht. Du verwirrst nur die Menschen. Also du willst mir bitte jetzt sagen, dass Jesus Gott ist, der in einen Mensch verwandelt ist. Und dann ist er auch gestorben. Genau, der Herr Jesus Christus war von Anbeginn der Zeit der allmächtige Gott, bis er sich entschlossen hat, als menschliches Wesen hier auf diese Erde. Er war ein Prophet, wie genau andere, der Wunders hatte. Wir können Propheten ewiges Leben geben? Aber Wunders, jeder Prophet hatte doch Wunder. Musa a.s. war Kalamullah. Musa a.s. hat direkt mit Allah subhanahu wa ta'ala geredet. Meine Liebe, ich habe dich gefragt, können Propheten ewiges Leben geben oder wer gibt ewiges Leben? Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns Leben und Tod gibt. Kein Mensch auf der Erde hat ein ewiges Leben gehabt. Jesus genauso wie Jesus wurde doch selber geschaffen. Du hast ja Islamwissenschaften studiert. Wo finden wir das im Koran, dass Gott sagt, dass er derjenige ist, der Leben gibt und Leben nimmt? Was meinst du damit? Willst du jetzt wirklich so mit mir diskutieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Leben gibt? Das ist doch, du musst es doch selber nachdenken. Das Allah weiß ist derjenige, der die Erde und Himmel erschuf und Menschen erschuf. So, und in Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18 steht, dass alles durch Jesus Christus entstanden ist, was im Himmel und auf Erden entstanden ist. Und alles ist durch Jesus Christus entstanden. Was machen wir denn jetzt?
jetzt machen wir halt so, dass man halt nachdenkt, dass wenn Jesus ein Gott wäre, wäre er erstens nicht gestorben, zweitens... Wäre er nicht gestorben, dann lebt er heute oder was, ne? Ja, dann wäre er heute noch am Leben und hätte die ganze Menschheit gesagt, ja, ich bin der Gott und guck mal, ich bin immer noch am Leben. Wer hat den Menschen gesagt, dass er ihr Gott ist? Was? Wer hat den Menschen doch gesagt, dass er ihr Gott ist? Ja, aber er wäre bis jetzt auch noch am Leben, wenn er Gott wäre. Er ist doch am Leben, Mann. Wie ist er am Leben? Er ist doch gestorben. Er wurde doch aufgekreuzt auf diesem Kreuz da. Du hast Islamwissenschaften studiert und kannst nicht einen vernünftigen Satz hinkriegen, oder was? Wie meinst du das? Ich habe auch... Bist du denn Studentin? Oder hast du bei Kamel-Uni in der Universität studiert? Ich habe erst vor kurzem vollendet, Alhamdulillah. Ja, aber das ist halt eine Sache, was ich sehr traurig finde, dass Menschen wie ihr glauben, also ich möchte nicht sagen, also ich habe selber christliche Freundinnen, ne? Aber ich verstehe nicht, ach keine Ahnung, ich möchte nichts Falsches sagen, weil wir Muslime sagen nichts Falsches irgendeiner Religion. Ist gut, dass ihr was glaubt, ist gut, dass ihr glaubt und wir glauben an das, was wir glauben. Dann sollst du halt nichts Falsches über die anderen Religionen sagen. Wir respektieren eure Religion, ihr sollt unsere Religion respektieren. Meine Schuld. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe es. Ich denke nicht. Weil guck mal, weil wir respektieren wirklich eure Religion. Und so sollt ihr auch unsere Religion respektieren. Also du meinst, wir sollen deine Religion respektieren, eine Religion, die dazu aufruft, uns den Nacken zu therapieren, uns Schutzgeld von uns zu verlangen. Sowas sollen wir respektieren? Unsere Religion respektiert jede Religion. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ein Jude sogar krank wurde, unser Prophet hat ihn besucht. So viele Sachen sind halt im Islam, dass man halt sagt, diese Religion, es gibt keine friedliche Religion außer dieser Religion. Ich muss mich nur beruhigen, dass ich nicht gleich los. Das ist die Wahrheit. Ich muss mich nur beruhigen, dass ich nicht gleich losschreie, das, was du gerade gesagt hast. Wieso? Weil dein Prophet gesagt hat, vertreib die Juden und die Christen aus der arabischen Halbinsel und lass nichts als Muslime drin. Hä? Was meinst du? Von wo hast du diese Sachen? Welche Rechtsschule hast du oder was hast du denn davor gefolgt, also ganz als du ein Muslim warst? Ich bekomme gleich einen Herzinfarkt. Eine Muslima, die Islamwissenschaften studiert hat, will mir gerade sagen, dass ich, wo ich das her habe. Das ist so heftig. Ja, sag doch. Das habe ich aus Sahih Bukhari. Reicht dir das aus? Aber was meinst du? Sag mir halt die richtig, wie gesagt, ob das stimmt, ne? Danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Mach's gut. Warte mal kurz. Unglaublich. Das war Islamwissenschaften studieren. Das war eher Kamelurin studieren. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Okay, ich habe eine Frage. Ich kann nicht mehr. Du musst aber noch 4 Euro reinspenden, weil ich beantworte Fragen erst ab 4 Euro. Ja, ist ja schon ein bisschen geistig. Nein, um Gottes Willen, stell deine Frage, Mann. Okay. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass du immer so mit unwissenden Muslimen diskutierst und dann so den Anschein erringen willst, dass du sie so im Argument gewonnen hättest. Warum machst du jetzt nicht zum Beispiel mit Anas Islam so eine Debatte? Er hat dir schon ganz oft eine Debatte angeboten und du lehnst ab, weil du weißt, du wirst verlieren. Er hat dir sogar gesagt, du kannst mit ihm über jedes Thema diskutieren, aber du kannst alles sagen. Komm, wir gehen jetzt ins Gebet. Das reicht jetzt für heute. Komm, ich kann nicht mehr, bevor ich gleich einen Herzinfarkt bekomme. Hey, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, zuallererst möchte ich dir mein Lob und meinen Dank aussprechen, Herr, für das, was du in unserem Leben tust und noch tun wirst, Herr. Und dir von ganzem Herzen Danke sagen, Herr, dass du stellvertretend für uns bezahlt hast am Kreuz, Herr Jesus Christus. Wir geben dir die Ehre, mein Herr und mein Gott, denn du bist derjenige, der die Ehre verdient hat.
Du bist derjenige, der stellvertretend alles bezahlt hat für uns. Die Strafe, die auf uns lag, hast du auf dich genommen, Herr. Und uns losgekauft von dem Fluch der Sünde, Herr Jesus Christus. Danke, Herr, dass du dich für uns aufgeopfert hast und dein heiliges Blut uns reinwäscht von aller Schuld, die in uns ist, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier drin war und noch drin ist, dass du ihn von Neuem geboren werden lässt, Herr, und dass er den Heiligen Geist empfängt und zum breit gemacht wird zum ewigen Leben, Herr. Bitte segne jeden Einzelnen, der hier drin ist, und behüte und beschütze sie, Herr Jesus Christus, und gebe ihnen das, was sie brauchen in ihrem Leben. Lasse sie niemals alleine, und wenn jemand traurig ist, dann wische du die Tränen ab, Herr Jesus Christus, und fülle ihre Herzen mit Liebe, und dass sie anfangen, auch wirklich wieder dein Wort zu lesen und in deinem Wort zu gedeihen, Herr Jesus Christus, denn wir kommen deinem Wort dir näher, wenn wir dein Wort in uns aufnehmen, Herr Jesus Christus. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen durch dich, und wir möchten unser Leben dir anvertrauen, Herr, und wir legen all unsere Hoffnung auf dich, Herr Jesus Christus, Herr. Wir bitten dich auch von ganzem Herzen, dass du auch unsere Geschwister, die gerade am Leiden sind, Herr, Trost schenkst in dieser schwierigen Zeit, dass du für sie da bist, Herr, wenn sie dich brauchen und dich anrufen, Herr Jesus Christus, denn du erhörst Gebete und du bist für jeden da, Herr Jesus. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns noch ganz viele weitere wundervolle Menschen in die Streams schenkst, Herr, und dass sie noch eine Entscheidung für dich treffen, bevor du zurückkehrst. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Für heute reicht nicht. Ich bin am Ende. Super. Super. Mann. Seht ihr? Das war ein Zeichen. Das war eindeutig ein Zeichen, dass ich jetzt ganz schnell Hayabubu machen sollte. Jetzt reicht's aber auch. Oh Mann. Das war eindeutig ein Zeichen. Wir sind einfach noch fast um 2 Uhr hier. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Ihr Lieben, haltet immer am Herrn fest und lasst euch nicht von Religion irgendwie in die Irre leiten. Ne? Der Herr hat alles vollbracht und er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Jeder von euch hat die gute Möglichkeit, gerettet zu werden. Beugt eure Knie vor Jesus Christus und werdet von Neuem geboren und lasst euch retten von ihm. Gottes Segen, ihr Lieben, bis morgen, so Gott will, oder bis später. Macht's gut. Ciao.